Senkluft, Linda sagte schon, sie mag es nicht. Wie sieht es bei euch zwei aus? Ich finde sie okay. Also, ist jetzt keine Hassmap oder so. Weißt du es gar nicht, was das für eine Map ist? Kennen die alle nicht. Das ist die mit der Mitte. Hey, super erklärt. Ja. Also, beide haben dieselben Seiten, man trifft sich dann so in der Mitte. Das ist so die Senkluft. Das ist aber auch bei allen Maps. Nein, das ist nur bei der Senkluft. Schon? Die Senkluft ist da, wo Zucker immer oben steht. Macht das besser? Nein. Sag denen da was? Über, ich höre sie die, wo nicht. Du nur über das Gitter in der Mitte zu den Gegnerseiten basest. Ja, genau. Du hast halt in der Mitte diese dicke Säule und dann hast du halt dieses Gitter, wo du oben langlaufen musst zu der anderen Basis. Und du kannst nur über diese Gitter hin und rüber. Und ich finde das so ätzend einfach. Ich glaube, so langsam klingelt es. Ich glaube, die fand ich ziemlich kacke. Sehr gut. Das war jetzt eigentlich so die einzige Map, wo ich sagen würde, jo, die ist neu, die war vorher noch nicht drin. Also sämtliche anderen Maps, die ich bisher gespielt habe, waren, glaube ich, alles Maps, die vorher schon drin waren. Echt? Ja, dein Gedächtnis ist noch besser als meins, ne? Ne, Linda ist gemutet ist sie nicht, nein. Aber sie redet nicht. Schnapperbazar. Schnapperbazar ist besser. Wobei, der ist, glaube ich, auch neu, oder? Schnapperbazar. Ich glaube ja. Nee, Moment, wenn ihr nicht sagt, dass es nicht da. Ich, als ob ich mich daran erinnern könnte. Bei mir kannst du das vergessen. Also, ich habe es falsch eingestellt. Ich probiere es sogar heute nochmal. Ganz klassisch mit Kamera. In der Lobby sieht man ja immer die Kollegen, die in der Friendlist sind und so. Und ich habe neulich Dwayne gesehen und habe Detch gelesen und dachte, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Jetzt ist es soweit. Direkt joinen. Ja, das ist diese. Ich finde diese Lobbyliste auch nicht so geil, weil die manche Leute denken immer, dass man dann online ist. Aber das ist ja gar nicht so, weil der Chikus hat mir morgen geschrieben, ey, ich habe es leider nicht mehr geschafft, in dein Match zu joinen. Und ich sage, ich habe doch nicht mal PC oder Konsole oder sonst irgendwas an. Wovon redest du? Ach ja, stimmt, das ist ja dieses Fire-Schiff, das meint ihr, ne? Was? Ja, die Schiffe. Das sind ja mehrere Schiffe, die da. Genau. Achso, das sind dann die drei wahrscheinlich. Ich komme mal in die Lobby zu euch. Ja, ich denke, dass da wahrscheinlich jeder von diesem. Keine Ahnung, wie das Team sich nochmal genau nennt, die drei. Danke, Tüte. Dass da wahrscheinlich jeder auf so einem eigenen Wagen fährt, statt wie vorher immer so, wo die auf einer Bühne gestanden haben. Ja. So Snacks. Hat jetzt einer einen Snack gehabt von euch? Ich hab Snack, aber ich glaube keiner, der aufs Team übergreift. So. Ich habe einen für alle und ich frage mich gerade, warum 5 Minuten Stille war, weil diese scheiß App schon wieder nicht funktioniert. Ach, Linda hat was gesagt, war gar nicht gemutet. Also nicht so. Aber sie hat wahrscheinlich auch nichts gehört, sodass die unseren Hinweis nicht annehmen konnte. Ja, ich habe gerade mal einen Stream geguckt, ob jemand da ist. Ich habe gesehen, da hat sich ein Mund bewegt. Sollst du vielleicht mal gucken? Da hat sich ein Mund bewegt. Und das hatte ich vorletztes Mal ja schon mal. Also letztes Mal ging es komischerweise. Aber sobald ich jetzt hier den Bildschirm ausmache, ist wieder alles weg. Und das ist kacke, weil das macht ja, das hast du schon mal gesagt. Das ist echt weird. Ich habe übrigens mal einen Raum aufgemacht. Belastend. Ich habe übrigens einen Tipp gesehen. Man kann ja, wenn man in der Lobby rumläuft, sieht man nie, was man für einen Rang hat. Glorreich und sonst was, ne? Mhm. Wenn du aber links diese Treppen hochläufst, dann siehst du das, weil dann dein Kampfmenü ausgeblendet wird. Echt? Mhm. Wow. Wow. Ist schon. Also, falls ihr das in der Wartezeit mal sehen wollt, da könnt ihr es gucken. Soll ich einen Gutschein werfen? Theoretisch kann ich einmal Geld werfen. Ich habe Geld für alle, glaube ich. Okay, dann brauche ich. Also das ganz, ganz große. Aber ob das halt eben Geld stackt, weiß ich nicht. Wenn jetzt jeder Geld hat, dass wir dann viermal mehr, glaube ich eigentlich nicht. Das wäre krass. Also. Geld und. Schade. Ich kann noch nicht machen, weil da fehlt noch Dota. Ja, Tüt hat gesagt, glaube, Dota wird im Spiel noch lauter, aber gerade ist er relativ leise. Okay, ich mach Dota. Etwas lauter. Der Dotas Stimme ist ja auch angenehm. Ich meine, die wird ja nicht störend, wenn die lauter ist. Nur minimal. Ich werde im Game auf jeden Fall noch lauter. Das glaube ich auch.
Okay, ich bin nicht bereit, aber wir können trotzdem mal anfangen. Okay, tatsächlich, sobald man die erste Stufe der Treppe... Hallo Lum, hallo Knalli. ...wird das oben eingeblendet. Ja, ist gut, ne? Total verrückt eigentlich. Warum wird es vorher nicht eingeblendet? Es wäre hilfreich. Weil es ändert sich halt wirklich nichts. Also es wird nichts anderes ausgeblendet. Obwohl, doch, doch, tatsächlich. Doch, die Ult halt, die super wichtig ist in der Lobby. Ja gut, weil du ja auf der Treppe ja auch nicht hier üben kannst. Ich würde aber schon, und dort am besten 100%, ich würde gerne von der Treppe mit dem Hai runterfahren, um ehrlich zu sein. Warum? Weil das lustig ist. Scheiße. Oh, drei Sniper, let's go. Geil. Alle dafür, dass Dota den Sniper macht? Jo. Ich hab kein Aim mit dem Controller. Ich hab Dota nämlich als Skill-Unterstützung genommen und wenn er da nichts liefert. Und natürlich, weil ich ihn mag. Oh, und da fängt schon an. Liefer nix, nur Abholung. Oh. Hab den Sniper. Oh, haben die mehr bewirkt? Achso. Drei Stück. Drei? Okay, ich habe nicht aufs Gegnerteam geguckt, ich geb's jetzt. Aber dann haben die halt sonst halt nix, also von daher... Vielleicht ist das gut für uns. Ja, die können nicht viel färben. Stimmt. Dota, du bist doch Hai-Experte. Kann ich mit dem Hai... Hai-Experte? Über den Gitter schießen eigentlich? Oh. Oh, Achtung, der Typ schmeißt. Xavier und Kobi, meine Lieben. Wie geht es euch? Wie geht es euch allen überhaupt so früh am Morgen? Steck mich denn. Oh nein. Ist er, wenn er Hai-Experte ist, quasi Hai-Praktiker? Wow, nice. Ich hab zwei. Weiß ich nicht. Bist du Hai-Praktiker? Ah, fuck you. Och Mann, die sind einfach. Die gehen dann jetzt schon auf den Keks. Ja, die schmeißen doch die ganze Zeit Granaten. Ah, ich liebe Splatfests. Läuft, ne? Er hat einen Hit. Ach, bei Sniper braucht man nicht jumpen. Oh. Die machen dich eh jedes Mal. Diese Map ist halt auch, wie eigentlich viele neue Maps, eine richtige Sniper-Map. Du weißt halt nicht, wie du als Nicht-Sniper überhaupt vorankommen sollst, ne? Eigentlich müssen wir ein bisschen mehr. Jetzt hab ich nicht wieder Bombe gekriegt auf die Nulpe, ey. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Aber es reicht ja, wenn wir in den letzten 30 Sekunden einen kriegen. Oh, Luna, geh weg! Vaskus Witz kriegt nur 8,5 von 10. Ja, oh, bin ich zufrieden mit. Ich nicht. Dann machen wir besseren. Ich fand den geil von Vasco. Ja, du Sau! Oh, das gibt's doch nicht. Da sind die 30 Sekunden, jetzt muss er Gas geben. Ich bin jetzt müssen wir Gas geben. Am Spawn. Die Bar ist offen und der Sehr hat gut, ich auch. Oh nein, die Spawn. Aber noch liegen wir von der Map her ganz gut. Ja, ah, fuck, ich bin abgestürzt. Okay. Jetzt gerade nicht mehr. Oh, fuck. Sniper, Alter, das Äffchen hier. Ich glaube, das haben wir. Ja, ich habe leider nicht viel gemacht, aber vielleicht haben wir ein Team. Wie immer. Ja. Ey, wir haben gewonnen, das ist nicht mal mein Verdienst. Das ist, ich halt so mag ich das. Wir haben nicht ordentlich eingefärbt. Was wir ja immer machen. Die Basis schon, aber oben an den Seiten, da ist noch überall, das sind, wenn es 5 Punkte sind, diese 5 Punkte machen irgendwann einen Unterschied. Nein, heute nicht. Ja, bei uns, wir haben ordentlich eingefärbt, deswegen hat es für uns so Unterschied gemacht. Ja, weil du das immer machst. Ja, weil sonst niemand macht. Ich muss das am Ende alles wieder aufwischen für das nächste Team, was auf der Map spielen will. Das ist ja, auch Aufwand. Das muss ja immer der Lobby-Ersteller machen. Was hole ich denn jetzt? Boah, ich bin mir unsicher. Ich probiere nochmal den Eimer. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich spielen will. Ach, guck mal, ich stehe sogar deutlich über Linda. Denkst du? Sterben gleich Schutzschild fürs Team. Nicht, eigentlich
ich habe ja immer taktisches Sterben, weil ich will ja immer zurück und gucken, wie ist die Base so. Taktisches Sterben? Ja, okay. Da habe ich auch gerade so 3 Sekunden gebraucht, ob ich das richtig verstanden hatte. 3 Sekunden? Eieiei. Weil das so absurd war. Das ist nicht absurd. Ich wollte ganz sicher gehen. Das ist, du bist überarbeitet, Linda. Das ist nicht mal gelogen. Siehst du, ich lüge nie, deswegen. Ja. Habe ich auch keinen Among Us richtig gespielt. Was? Ja, Among Us muss doch immer lügen. Oh, Zehnerkampf. Ja, ich bin noch gar nicht bereit für einen Zehnerkampf. Oh je, warum das denn schon? Das ist doch nicht zu früh. Hey, die haben einfach gewonnen, die sind gut. Andere Teams immer so, boah, geil, Zehnerkampf endlich. Wir, oh, Zehnerkampf, boah, geil. Aber nur mit einem 100er direkt danach kommt. 100er sehe ich uns. Hey, das haben wir einmal geschafft. Das wird nie mehr passieren. Mit Chigus, oder? War das mit Chigus? Ja, ein 10er und ein 100er haben wir sogar beide geschafft. Gibt's einen Clip, gibt's einen Screenshot, gibt's einen Lebenslauf bei mir, schreib ich das mal rein. Gibt's als Lebenslauf. Einer ist down, links unten. Dinger, Beach. Ich unterstütze Dota mit ein paar Blasen. Oh. Komm her. Tinte ist leer, ich kann dir nicht helfen. Komm her. Alles gut. Ich muss irgendwann mal was anziehen mit nicht so einem hohen Tintenverbrauch. Also ich dachte schon mit irgendwann mal was anziehen, Punkt. Wer jetzt? Aussage getätigt, hatte ich. Nein. Ist die Splatfest-Musik jetzt anders? Die ist auch immer anders. Keine Ahnung. Geh da oben hoch wie so ein Fisch. Gib mir cool. Ja, nicht jetzt. Ein paar hast du bekommen, aber... Das ist gerade schlecht. Aber es... Ach, du Scheiße, komm. Alter. Der geht ja wieder hoch. Diese Nussknacker. Hui. Ich hab einen Fracked aus Versehen. Also aktuell sterben sie wie die Fliegen, das ist schön. Sag das. Wo ist der hin? Also das könnte ich über meine Fruchtfliegen sagen. Geht mir ein cool. Der geht doch hoch, ich sehe es doch schon hier. Hier ist doch wieder einer. Ja, ich könnte kotzen. Mit deinen scheiße Dualis. Piss dich, Alter. Ui. Oh fuck. Bitte lass sie mich in Ruhe. Ich schieße mit meinen Blasen auf Vasco anstatt auf den Gegner. Ups. Sehr gut. Ah, du Lappen. Mein Meter, ich bin da als moralischer Support. Finde ich gut. Mehr Moral. Ich hab nochmal die Wolke. Ich könnte die am Ende nochmal. Duels down. Jetzt mal. Da ist noch einer. Oh, da ist noch einer, ja. Da war er. Cool. Ich wünsche mir eine Rüstungsänderung von Vasco. Die stresst mich. Was? Deine Rüstung. Deine Ult. Warum? Denn das ist so cool. Kommst du mit meiner Coolness nicht klar? Oh fuck. Doppelhai am Ende. Yo, ihr Schweine! Das haben die geplant. Haben wir das geschafft? Wir haben es geschafft, ne? Ja, easy. Diese Doppelhaie haben echt reingehauen am Ende. Oh, den ersten Zehnerkampf. Oh, das ist doch schön. Ach schon, das war ein Zehner. Ja, ich habe auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, sonst hätte ich wahrscheinlich mehr geflattert. Okay. Da geht's dir wie Linda, Kobi. Was? Kobi sagt, danke, Loon. Kobi sagt, ich glaube, ich könnte echt nicht Splatoon spielen. Ich würde da immer alles ordentlich färben wollen, bis auf die letzte Ecke. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, deswegen tu es einfach. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Was sind denn Festmuscheln? Was ist das? Was für Dinger? Ja, keine Ahnung. Boah, Linda, du hast aber rasiert. Gibt's noch eine andere Form von Muscheln jetzt? Also nicht nur haben diese irgendwas Muscheln?
Und die die Dingsmuscheln für diese Tritons-Dinger, die gibt es jetzt ja schon seit einer Woche oder genau. So. Genau. Ja. Ja, die Supermuscheln also, gibt es ja erst am Ende, aber was diese Festmuscheln sind. Ja, das ich habe gelesen, die Supermuscheln soll man wohl auch. War das auf das Endergebnis bezogen, dass sie das irgendwie geändert haben, dass man vielleicht mehr kriegt? Ja, bei drei Teams, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da nochmal drei mehr für das. Sind Splatfestmuscheln vielleicht? Oh, noch ein Zehner abgezogen. Ja. Vielleicht bist du als drittes Team, kriegst du 21 Supermuscheln abgezogen. Ja. Das ist eine Siegesserie 2. Ab geht's. Welche Map ist das? Ah. Ja, hast du jetzt gemeint, da käme eine andere Map? Ja. Ich meine, die Chance steht 50-50, aber eigentlich steht sie 99-1. Seitdem wir spielen, 100 spielen wir nur 1. Das ist seit Splatoon 1 nur diese Map. Also die Map-Modellchen ist echt, je. Ja. Du Arsch. Aber die war früher bei den anderen Teilen, würde ich sagen, nicht so extrem einseitig. Nee, fühlte sich zumindest nicht so an. Ne? Du musst ja auch, du musst auch leben bleiben, wenn du hier Bulla machen willst, ne? Das ist richtig. Was mache ich denn, ey? Das heißt, wir drücken cool und was gestoppt dabei, oder was? Das ist jetzt leider so passiert, ja. Ja, ja. Komm mal her, du Kackroller. War nicht so geplant. Er macht immer dann Nerv. Ich bin schon zweimal an dem Roller gestorben. Ich habe noch keinen anderen getroffen als diesen Rollerspieler. Also getroffen im Sinne von gesehen getroffen oder? Gesehen. Getroffen. Ich habe ihn auch getroffen mit drei Blasen, aber die haben nicht gereicht, um ihn zu töten. Ah. Oh fuck. So, ja, ein Bar wird eröffnet. Ich bin ja so ein bisschen die Mitte am Halten, weil die trauen sich nämlich da. Dann kommt einer hoch. Er hat's versucht. Ja, er traut sich hoch. Aua, Mitte ist weg. So, schaffe ich es noch rechtzeitig zur Barbie zu gehen. Ja, gehen wir mal wieder. Schick Lars auf den Mars. Sehr gut. Bei solchen Reiben sehe ich. Ich bin mein Freund. Mist. Im Gegensatz zu den anderen brauche ich noch ein bisschen Aufwärmzeit, also alles gut. Nice, ich hab einen weggenadet. Sir, irgendwas? Cannelloni oder so? Fuck! Nein! Oh, ist ja einer. Oh, wie weit? Achso, das ist die Krabbe. Ich spring zu dir und du gehst halt einfach weg. Was? Lässt mich hier zu sterben. Da war die Krabbe! Da war die Krabbe. Krosse Krabbe. Pizza! Ah, verdammt! Fuck, nein! Das ist gerade so ein bisschen am Eskalieren. Aber das Gefühl, manche Asiaten haben EU als Plätzfett gewählt, ja. Manchmal. Ja, du weißt aber auch nie, nur weil der Name so ist, ne? Ups. Globalisierung. Name sagt ja nichts aus. Fuck. Ach, Mr. Krabs in der Mitte. Oh, ich hab endlich mal den Lars bekommen, ja. Mein erster Kill heute vor allen Dingen. Ja, das läuft grad nicht ganz so gut, wa? Ne, bei mir läuft's grad null. Mir läuft echt nicht. Ich werd die ganze Zeit aus dem Spiel genommen. Mann, verdammt! Nein. Pass auf, Linda, nehmen wir es. Ein Dude. Geh weg, Dude! Kein Hinter mehr. Achso, das ist ein Zählerkampf, ne? Streng euch mal an! Bin dabei, ich streng mich an. Ich komm mal in die. Ich mach hier die komplette Mitte, ich versuch's. Ja, du bist der Beste gerade. Ja. Oh, kannst gerade nicht. Könnten wir? Vielleicht. Ich möchte mich da nicht festlegen. Oh, Dota, du könntest es geholt haben. Ah, schade. Das war auch knapp. Also, ich war richtig schlecht im Match, muss ich zugeben. Selbst Asiaten hassen es, gegen Asiaten zu spielen. Wow. Sehe da genug Streams, sagt Tüte, als Beweis. Ach, stimmt. Katalog geht ja schneller hoch beim Splitfest, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, steht da hinten, Splatfest-Bonus, mal 1,2. Crazy. Wenn einer raus muss zum T-Shirt lernen, zum Snacken, zum Sonstiges, ne, einfach Bescheid geben, bevor wir auf Fortsetzen drücken. Oh, ich würde einfach rausgehen. Ein Fanclub-Leiter gab's ja gar nicht mehr, ne? Haben wir noch in der Demo festgestellt. Echt? Was gibt's nicht mehr? Fanclub-Leiter.
Fendelberg ist doch der größte, oder nicht? War das nicht, war das nicht ultimativer Fan? Was war's? Wir werden es heute Abend sehen. Bevor wieder alle merken, dass ich mir nichts merken kann, sage ich lieber nichts. Ist Battle eigentlich auch ein E-Sport? Bestimmt, oder? Bei uns nicht, natürlich. Aber in den USA. Ich glaube, ja. Wollten die nicht in Liga-Modus reinbringen? Ich bin mir jetzt unsicher. Oder war das nur toll, ein Wunsch von der Community? Schön. Was? Schön. Verdammt, jetzt kenne ich mich auf der anderen Map so gut aus. Jetzt müssen wir wieder komplett neu lernen. Gerade dran gewöhnt. Ich kenne die Map überhaupt nicht. Jetzt ich ernsthaft? Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Was? Klar. Ich hab sogar mit dir. Alter, das ist ein Düner. Ich hab keine Ahnung, ob ich diese Map jemals gespielt habe. Meter hinter dir auf. Ja. Ich muss aber leider zu ihm, weil er seine Missiles rausgejagt hat. Seine Missiles? Nee, mit M. Das war ja Schmissal. Oh fuck, das ist ein Diener. Oh, Brudi, geh weg. Ja, du machst das ganz fein. Ganz, ganz toll machst du das. Spielst du eigentlich Contra? Jetzt sollte er eine cool Booyah-Bomb werfen. Was mache ich? Ein Booyah drücken, weil ich denke, es gehört zu uns. Mann. Ist der schon wieder da unten? Mist. Ich hab ihn. Wow! Nein! Da guckt man einmal nach rechts, da kommen sie. Ich dachte, ihr hattet den gemacht, der nicht campt hier. Okay, jetzt kommt er wieder hoch. Oh, Alter, aber was war das? Ach, die sehen noch einer. Junge. Wir sind drei Leute. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Ja, der hat mich gemacht. Was kommt hinter dir? Pass auf, es kommt noch einer. Ja, ich kam irgendwie aus der Ecke hier nicht raus. Und es kam bis als. Nein. Oh ja. Linke Seite ist gerade relativ. Eieieiei. Wo kommen die denn alle her? Meine Fresse. Boah, dieser Düner rechts, der ist echt. Alter. Hier ist noch einer. Noch einer? Ja, die sind alle gerade da gewesen. Das aber ist ein Wahnsinn. Komm schon her. Nein, steck fest. Oh. Es kommt schon wieder die Tinte von oben. Die Scheine, Alter. Hier. Ich versuch mal ein bisschen zu zonen. Kleiner Tipp am Rande. Die Booyah-Bomb zünden unter so einer komischen Überdachung. Doof. Okay. Da springt man eventuell nicht ganz so hoch. Durchaus. Nein! Nein, was? Oh, die war ja von mir. Oh, dreh dich doch nicht immer. Roller, Spieler. Klicken, ey. No chance, ey. Was für eine Kiste. Ich hab keine Tinte mehr. Die haben aber gut gedrückt, muss ich sagen. Ja. Die haben echt gut gedrückt. Aber, wer weiß. Vasco sagt, was sagst du? Die haben bei uns relativ. Also scheiße, okay. Gefährt haben deswegen. Haben bei uns nicht. Linda muss das immer hervorheben. Weißt du, es macht den Unterschied. Es ist einfach so. Aber ich habe ein paar erwischt diesmal. Das war besser als letzte Runde. Muss ich mal gucken, weil... Nee, mein Shirt. 8 Stück habe ich bekommen. Ja, immerhin. Going. 250? War das nicht immer 99? Verloren, weil Beiß nicht eingefärbt. Als Roller. Zeit 0 sind. Mich hat aber eher gestört, dass zwei Dünerroller dabei waren, weil die sind. Boah, die Range von dem Düner. Also, wenn du Düner spielen kannst, ist die schon echt hart. Ja, natürlich. Wie mit jeder Waffe? Nee. Ich frage mich nur immer noch, wie die das hinbekommen, weil jedes Mal, wenn ich es versuche, ich brauche so lange für damit auszuholen,
Ja, da ist gar keine Chance, dass ich irgendwen treffe. Also gefühlt ist, wenn du hochspringst, bleibt die Zeit erstmal stehen. Genau. Also für dich, nicht für den Gegner. Genau, dummerweise. Ach ja, ah, gut, okay, jetzt kommt nochmal 8-mal die Map. Das finde ich okay, ich mag die lieber als die andere. So, wenn die Map anfängt, dieses Lied davon. So, ach, klar, die, egal. Da habe ich immer diese Nyan Cat direkt vor Augen. Wie geht das Lied? Genau so. Diese Regenbogenkatze auf Crack. Oh, bitte nicht in mein Gesicht. Du musst nur den 6 Strahlen ausweichen. Ja, das war das Problem. Ich guck mal rechts ein bisschen, da ist es komplett leer. Natürlich kommen da jetzt 2. Natürlich eigentlich verarschen. Okay, nur einer bei mir, aber da hinten kam noch einer. Geht zu Linda an der Bar. Jo, gönnt euch. Stamm, ja, also. Hat was? Als versteckt. Ob, wie hat er das gedodged? Jung. Cheater. Ich hab dich gesehen. Wo bist du hin? Rex einmal. Was, du geh mal vor. Hol dir mal aus dem Bauch da. Ja, das. Ja, ich bin vorgegangen, aber. Ich hab ihn also gemacht. Vorgegangen dann, Richtung Base wieder. Oh, hin, Zucker. In der Mitte. Ja. Spüre. Ich sehe ihn. Ich glaub, da kommt einer. Wieso? Es ist alles voll! Also rechts waren beide. Ja. Auf der rechten Seite. In der Mitte sind gerade auch also Pinsel und Eimer. Links, und rechts meine ich, ist eine Krabbe. Da müssen wir ja, auch aufpassen. Stimmt. Sie schießt hier gerade wie bescheuert. Kalligraf oder Eimer kommt hoch. Kalligraf, sag ich schon. Gerade schon mal auf eine Coolbombe vor. Jetzt! Okay, ich hab jetzt gecoolt statt. Was ist richtig viel Vorlaufzeit gegeben? Achtung, gleich kommt eine Cool. Jetzt! Okay, das ist. Das sind armes Dinger, ne? Ich glaube, es muss gleich wieder der Contra ausgepackt werden, ey. Ja, ich sehe dich auch nur beim Contra. Und? Nein! Oh, fuck. Komm, fuck. Ja, dann kommt der zweite natürlich noch. Der zwei Hits? Oh, ich fass es nicht. Komm nicht hoch! Videobeweis. Ah, da ist einer. Lecke. Da war ich zu gierig. Da komm ich nicht mal weg. Ich wollte an den scheiß Getränkautomaten. Aber das wussten die. Warum steck ich immer fest? Oh, jetzt splitten die sich hier, die Stricher. Warte, ich mach den Platz. Oh, da ist noch einer. Oh. Okay. Nur noch den 100 Strahlen ausweichen. Ich versuche noch hier die linke Seite irgendwie zu färben, aber ich. Ich hab die Wolke noch geworfen. Oh, ich glaube, ich komme nicht mehr früh genug. Nee. Ah, das war. Ich hab's auch versucht, aber es ist zu wenig. Ja, wir verloren, aber noch mehr genommen, als ich dachte. Hallo Music Monster. Also wirklich knapper, als ich dachte. Monster, hello. Warum hat Dwayne jetzt doch Werkzeug genommen? Hast du seine Konsole genommen, als er geschlafen hat und das Team gewählt? Garantiert genauso abgelaufen. Es heißt jetzt glorreicher Werkzeugquellen, wenn man bei 990 ist. Glorreich, nicht ultimativ? Aber glorreich war da vorher schon drin als eine niedrigere Stufe. Das ist na, ja, das war, glaube ich, die vorletzte. Ich glaube, Knalli vertut sich. Also ich fand Fanclubleiter cool. Ja. Ja, das fand ich auch nice. Also ich aber, war froh, als ich Nordpol-Fanclubleiter war. Haben wir damals überhaupt für Team Nordpol gespielt? Gab's Nordpol und Südpol? Weiß niemand mehr, oder? Ja, es gab Nordpol, Nordpol. Ich weiß nicht Südpol. Mal, dass es dieses Splatfest gab. Doch, an das kann ich mich noch erinnern, weil das halt so, ich weiß nicht, richtig Spiel hält's mich nicht, ich brauche noch eine Klamotte. Und wenn man diesmal halt machen könnte, Nordpol versus Südpol versus Äquator. Oh, ja. Was, dann nehme ich Äquator. Gleich das geileres Wetter auf jeden Fall. Dann hab ich das falsch verstanden gestern, Monster. Ich habe so verstanden, dass Dwayne sich über die ganzen Werkzeugleute aufgeregt hat, aber er selber Werkzeug genommen hat. Kann man den doch über seine eigene. Ja, ich wollte sagen, schließt das das auch eigentlich nicht aus. Werkzeug ist halt das einzig Logische. Ja. Er hat sich garantiert über die aufgeregt, die in seinem Team waren und die nichts geschissen bekommen haben.
Nee, nee, er meckert nur gerne. Achso, ja, das stimmt natürlich. Das ist ja eh. Deswegen sind sich in manchen Punkten Dwayne und Detsch auch recht ähnlich. Deswegen harmonieren die auch so gut zusammen, wenn die gemeinsam ein Spiel spielen. Ob harmonieren, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber sie ergänzen sich gut. Ja. Und Tüte ist Dota, ist noch gar nicht so laut geworden, ne? Kommt noch. Ach, toll. Nice. Wie spielt ihr die Map denn hier am liebsten? Wollt ihr eher mittig gehen? Wollt ihr eher die Basis machen? Obwohl wir haben Linda, ne? Wir können eigentlich. Können wir immer nach vorne und Linda kümmert sich um den Rest. Wir können nach vorne, genau. Ich mach. Also am liebsten spiele ich die Map eigentlich gar nicht, glaube ich. Okay. Ja, genau so. Oh nein. Oh Mann. Achtung, Splatana oben. Ja. Und scheiß Bogen hast du auch nicht bei. Oh, der Bogen ist mega nervig, wenn den jemand schon kann. Also das ist ganz schön. Dwayne hat den Bogen und sagt, damit geht gar nichts. Also wer da den Bogen raus hat, das ist ganz. Aber ganz nicht den Bogen überspannen, ne? Ja doch, das machen die ja, das ist ja das Schlimme. Ach, was mach ich? Wow, wo kommst du her? Oh, dieses Äffchen. Ich kann grad nicht. Ich schon, ich bin tot. Du kriegst so viel was cool. Ist das scheiß Äffchen? Nein, nein, ach, nein. Ich press die Bazooka ins. Wer ist dann eigentlich in der Mitte? Ist das ein Sniper? Ich sehe das gerade noch nicht. Nee, ne? Ich glaube, das ist Britannia. Ah, scheiße. Ja, er ist Britannia. Echt? Ja. Wer hat eigentlich von euch diese Getränkeautomat? Linda. Ich? Ich finde das echt schwierig, wenn du den mitten in die Gegner stellst. Das Team hat gar nichts davon. Nur so. Ja, wenn ich ihn zu weit hinten hinstelle, dann bringt es ja auch nichts. Ja, aber ich möchte es ja haben. Also in der Base sind wir regelmäßig wieder. Da kommen und wir regelmäßig vorbei, da ist so schön. Und vielleicht ist mein Offspring auch einfach dumm und springt nicht, wenn ich springen drücke und wirft ihn deswegen dann nur 2 Zentimeter nach vorne. Das ist auch schon so ein Lärm. Ich komme hier nicht runter. Hier ist alles links sind Granaten, rechts sind Granaten. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich fahre jetzt mit dem Hai rein, was soll denn passieren? Nein, bitte. Genau. Mann. Das mit heiraten? Ah, ich wurde weggemacht, Linda, pass auf. Nee. Oh. Versucht irgendwie ein Opening zu machen, aber. Nope. Kommt nicht rein, ne? Ach, jetzt kommen hier die Kackgranaten. Bitte gehen Sie. Was sind denn Kackgranaten? Die Verfolger? Nee, diese Haftgranaten schmeißen sich hier wie bescheuert. Die haben so eine massive, große Range. Achso, die ja. Wo ist der Pinsel hin? Der war doch eben bei uns. Pass auf. Alter, was? Alter, wie können die so viele Granaten eigentlich werfen? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Weil links und rechts stehen jeweils 2 Haftgranaten. Pinsel in der Base? Ja. Wir kommen nicht raus. Das ist nicht wahr. Ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal in der Mitte war, um ehrlich zu sein. Seit 3 Minuten. Ja. Ich versuche jetzt hier einfach zu zonen, ganz ehrlich. Okay, die sind auch ein bisschen koordiniert. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich gar nicht. Schade. Splatfest hat mich gebrochen, sagt Knalli. Arsch, schade, knapp verloren. Also ich finde, wir haben das ganze Match dominiert, aber die letzten 30 Sekunden halt, ne? Mhm. Brutal. Werkzeuge macht auch Sinn. Mit Werkzeugen kannst du schneller neue Werkzeuge machen. Naja, also ich nicht. Ich hätte bei meine kaputt gehen, würde ich wahrscheinlich einfach sterben. Und Nahrung verbessern. Bist eh beschäftigt mit Überleben, hast keine Zeit für Uno. Uno alleine ist aber auch echt nicht geil. Aber was heißt doch Uno? Okay, ich sehe, Dota ist auch nicht groß durchgekommen. Aber er hat wenigstens noch Farbe gehabt. Ja, das ist so, genau, die Maps sind auch viel kleiner. Echt? Ja, du hast halt, du hast ja eigentlich nur den Mittelblock. Ja, bei der speziellen Map hier jetzt klar, weil du halt schwer in die Gegnerbase kommst, ja. Genau, also gefühlt hatten die anderen keine Probleme in unsere Basis zu kommen.
Die kamen einfach entgegen und haben 50 Granaten geworfen, die bei mir irgendwie drei Viertel eigentlich meines Tanks leer machen. Das sieht doch auch gut aus. Zwei Eimer und eine Snipe. Oh ja. Und ein Doppler, der sich wegrollen kann. Und Linda, du färbst schon schlampig ein. Der Sniper snipt schon. Ihr müsst ja auch mal was machen. Seid halt nicht so faul. Der ist schon da oben drin, nee, ne? Ich hab in meinem Leben schon so viel eingefärbt. Das interessiert mich, was da war. Jetzt zählt's. Bitte gehen Sie. Oh. Was haben wir? 15.52 Uhr? Okay. Weiß man eigentlich schon, was die nächsten Maps sind? Ja, ich muss gleich mal gucken. In der App steht das schon, ne? Mhm, steht schon drin, ja. Man weiß ja auch schon, was die Dreikampf-Map ist. Diese Moränentürme oder sowas war das. Nee. Ach Quatsch, Moränentürme gibt es ja gar nicht. Nee, wie hieß das? Irgendwas mit M. Ach, den Coolbomber in der Basis? Mist. Da müsste ich eigentlich drankommen. Mann. Ah, Sniper steht in der Mitte. Achtung. Ja, ich hab meine Granate hingeworfen, der kam drei zurück. Na, ich hab auch mal einen Nate in der Mitte geschmissen, aber irgendwie. Die sind nicht so beeindruckt davon. Ich weiß auch nicht. Ne, der geht kurz weg. Also meine Granaten. Ah, sind so der kacken, Eimer bleiben, ist mein. So da einfach stehen. Ja, ich hab keine richtigen Granaten. Ich hab halt nur die Sprengler. So, die machen halt keine Explosionen. Das war so ein bisschen das Schwierige. Oh nein, genau. Ah, ne. Gut, okay, passt. Ich hoffe, wir kriegen gleich. Shake-Granaten, aber die machen halt gar nichts. Die habe ich nicht ganz verstanden, wie ich damit umgehen soll. Ja, das. Du musst dich schütteln, du musst deinen Controller schütteln, sonst sind die richtig, richtig scheiße. Ach, diese dreifach hoppenden, oder was? Genau, die musst du schütteln. Was passiert dann, wenn man die schüttelt? Die Sprudelbomben, meinst du? Einmal mehr. Echt? Ja. Das geht auch, wenn man den Controller schüttelt, echt? Ja. Das ist eine gute Info. Weil, ich habe immer halt eben R länger gedrückt gehalten, dann schüttelt er ja auch diese Dinger. Genau, wenn du schüttelst, ja, einfach nur einmal geworfen, okay, hab's ihn gelassen. Wusste ich auch nicht, was haben wir zu dir gesagt? Hey. Tinteler. Ich komme mal zu Dota gesprungen. Ja, der ist noch da. Der ist ein Eimer. Dabei. Der Eimer versucht hochzukommen, geht mir übelst auf den Nerven. Oh nein, der Sauger. Ich bin so dumm. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich hoffe, bei dir ist sicher, Meter. Nee. Das ist jetzt auch egal. Ich bin schon gesprungen. Aber ich hab noch. Also einer kommt in die Mitte, also nach oben. Zu dem anderen, das sind ja schon. Ich hab den oben. Ich mach mal noch eine Wolke ins Gegner-Base-Team da. Ich treff den Eimer nicht! Ja, ich bin auch am Abeimern. Ich brauch noch einen Hai. Jetzt hab ich den. Nein, ich wurde im Hai getötet. Aber die steht auf die Fabians. Hat sich am Anfang nicht so angefühlt irgendwie. Nee, diesen. Ich glaube, wo die einmal die Mitte verloren haben, da ging's eigentlich, ne? Wir haben das Problem, bei dieser Map reinzufinden, also einen Weg reinzufinden in die Mitte. Ich meine, wenn du ein guter Sniper bist, gehst du am besten direkt durch in die Mitte und knallst immer direkt alle weg, ne? Während Linda dann in Ruhe hinten alles einfärbt. So, wer holt den Sniper? Linda hat gleich keine Lust mehr, muss zu viel färben. Ich war einfach müde, das alles. Ich fand den Tag auch anstrengend. Ich bin aufgestanden, hab gefrühstückt, hab ein bisschen Cyberpunk geguckt. Bin spazieren gegangen. Aber hat einer von euch die Cyberpunk-Serie angefangen auf Netflix? Nein, ich hab's nur in der Bibliothek gesehen, tatsächlich. Ich finde die gar nicht so schlecht bis jetzt. Doch. Hat auch ihre brutalen Szenen. Ein paar schnelle Szenen. Aber da habe ich tatsächlich auch überlegt, dass ich die wahrscheinlich gucke. Ist auch so Anime, ne? Mäßig. Ja, genau. Von sein Zuhause sieht halt auch aus wie das Zuhause, was du im Spiel hast und so weiter. Und das von der anderen Besuch sieht ein bisschen aus wie von dieser Tätowierten. Ja, ich weiß auch keine Namen mehr. Die sind zwar fast alle tätowiert. Ja, genau, aber die, wo du diese Side-Story mit der ja hattest, in diesem. Ah, shit. Die Beschreibung hilft einfach keinem Schwein. Also, ich weiß, glaube ich, wenn du meinst, die mit den grünen oder blauen. Ja, genau.
genau. Also nicht die von außerhalb der Stadt, sondern... Ne, die von innerhalb, die, genau. Wo man auch in die Wohnung kann dann von ihr und da auch pennen kann, wenn man mit ihr Beziehungen da eingeht. Ich glaube, so weit war ich mit ihr nicht, glaube ich. Habt ihr euch nicht verstanden, oder? Ich weiß es nicht, ich habe mich auf die andere auch von außerhalb festgelegt. Du bist mein Ziel. Lucy habe ich gerade. Judy, du Lappen. Judy, ja. Dann ist aber Vasco auch ein Lappen. Du würdest Vasco niemals beleidigen. Judy war es, genau. Ich gar nicht mag, dass man nicht von den Ecken wieder hochkommt. Das ist richtig blöd. Ja, du bist in der Sackgasse, wenn dich da einer einkesselt, ne? Ui. Genau, aber... Ist hier einer? Hier ist einer. Ach, ja. Ah, der hat cool. Scheiß. Ich komme nicht mal weg, bevor ich sterbe. Ah. Da haben wir so einen scheiß Jump-Ding geplaced. Da ist aber viel los in der Mitte gerade. Wo soll ich hin? Der hat aber auch einen Fokus auf mich. Der ist hier die ganze Zeit hinterhergerannt. Kann er sich nicht um die Farbe kümmern? Sehe ich oh, aus wie ein dickes Ziel? Oh, Linda neben uns. Oh, oh nice, ein Getränk in unserer Nähe. Oh, das ist eine Granate. Ist der mit seinem Schirm so nervig? So, jetzt haben wir ihn. Scheiße. Ja, nein, gibt's einen Ploviator? Nein! Ah, Tricks, Hurenroller, ey. Oh, ich bin so blöd, ich lauf da noch rein wie so ein Fisch, ey. Du bist ja. Was bist du, Octoling oder Inkling? Ich hab keine Ahnung, mir wurde neulich der Unterschied erklärt, ich hab ihn nicht verstanden. Hä, hey, du hast das doch ausgewählt! Ja, was weiß ich, hab bist du ein Tintenfisch oder ein Oktopus? Kannst du. Oder bist du einfach nur gut? Shit. Ich hab hier dieses Raccoon-Ding im Gesicht. Ich glaub, die hinteren zwei waren glaube ich, die man auswählen konnte, waren die Octolinge, ne? Korrekt. Natürlich. Das sieht man auch an den Haaren, natürlich. Die haben ja so Tentakel. Ja, und die Augen irgendwie, glaube ich, sind anders, ne? Genau. Warum sind die jetzt alle hier? Aber Octolinge sind einfach, die waren ja auch... Toter, du arme Sau. Du hast das ganze Team bei dir gehabt, ist dir das aufgefallen? Ja, da war Linda vorhin. Ich hab mit Nate und so von oben rein und da hatte ich ein Hai und dann wollte ich unterstützen. Aber ich wurde auch nur gedrückt. Aber ich hab einen weggemacht. Ich hab jetzt auch. Der einer ist doch da. Oh Mann. Wolke, pass auf, direkt. Da ist noch einer. Nein. Ah, fuck. Ah, fuck. Ihr könnt euch das cool sparen. Das ist bereits erledigt. Das war bereits uncool. Das Coole wäre jetzt, wenn das einer mit einem. Wenn du cool machst. Einer mit einem Stempel kommt und dann so als uncool abgestempelt. Ich hab einen gemacht und der zweite hat drei jetzt. Wow. Mitte kommt, hab ihn mit Klecks. Rechts zumindest. Einer kommt genau. Von rechts in die Mitte rein. Mit dem Blaster. Ui. Und der Roller ist auch wieder da. Roller ist rechts. Ich versuche links durchzufärben. Okay, nicht nur der Roller. Okay. Ja, links könnte relativ frei sein, weil. Rechts ist voll, ist, ne? Ja. Ja. Vielleicht habe ich mich zu sehr auf rechts fokussiert. Ihr hattet genug Platz, die waren alle bei mir. Kann nicht sein, die waren alle bei mir. Teil dich keine drei Stunden aus, ey. Oh. Naja. Zwei Stunden ist aber optimistisch. Drei, habe ich gesagt. Oh. Das gucke ich nach dem Stream. Uhr, Perlmutt Akademie und der Markt. Ach, die kommen jetzt. Perlmutt Akademie, oh nein, die ist auch, oh nein, die habe ich gestern gespielt. Das ist die mit dem Glaskasten in der Mitte, oder? Ja, genau, mit den Bäumen. Ja. Die ist nice. Nein. Und mit dem was aussieht wie ein riesiger Knoblauch. Oh, der Markt, das ist auch einer. Auf dem Markt kann ich mich dran erinnern, da war der Dota mit dem Hai immer sehr gut. Der kam da immer lang gerauscht, hab ich den nie gesehen. Einmal Hai. Zack. Stream Sniper. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit die Snacks sind. Ich bin dumm, ich wollte mich gerade auch fragen, ob wir noch Snacks brauchen. Ich glaube noch 13. Moment. Meine gehen noch 12 Runden. Muss ja nur auf die Treppe gehen und gucken. Da steht das? Da steht's, ja, da siehst du's. Okay, dann habe ich anscheinend keinen Snack. Doch. Das, was ganz links steht oben. Dieses grüne Ding. Ah, ach, ja, stimmt. Ach Gott, stimmt. Ja, mein erstes Platoon, sorry.
Ja, wie gesagt, das ist mir auch erst vorhin erst aufgefallen, dass man das dort oben sieht. Das da ein neues Snack-Coupon. Aber Dash, hallo. Oh, neuer Titel. Bertica Bodyguard. Das passt doch einmal. Okay. What? Was habe ich noch? 5000 Geld. Also, wenn von euch einer den goldenen Banner zieht, schreit direkt goldener Banner. Ich habe nur beschissene Gutscheine bekommen. Bin ich eigentlich der Einzige, der bei Y immer auf den Controller gucken muss, wo der ist? Ja. Ich weiß, bei der Xbox ist der oben. Jo. Ich weiß aber nie, wo der bei der Switch ist. Oder generell bei Nintendo. Aber er ist doch bei Nintendo immer an derselben Stelle. Immer dort, wo er bei der Xbox nicht ist. Kannst du mit der Waffe eigentlich gut töten, Dotto? Nee, gar nicht. Aber dafür färbe ich halt mega viel. Das Spray-Pattern ist halt schlecht, aber es geht. Ab und zu manchmal. Ich habe auch mal mit der ja gespielt. Und ja, die färbt halt super gut ein. Aber so bei, wenn du töten willst, musst du halt auch ein bisschen nah ran, weil die so sehr streut und... Ah, Linda Blaster. Wird bestimmt nach hinten losgehen. Ja, für die Gegner. Hoffentlich. Vom Aussehen bräuchte ich jetzt noch einer diesen Kuli-Splitting. Wenn man nur Nintendo spielt, dann nicht. Ja, ja, okay, okay. Wann kommt denn Splatoon 3 an, Tüte? Tüte wird das nämlich auch holen. Auf jeden Fall nice. Das wird super, ne? Endlich mal ein Opfer wieder. Tüte ist halt einer, den hat man immer im Griff im Match. Das ist, finde ich, ganz cool. Ultra böse im Gegnerteam. Eieiei. Na dann. Der spielt die Waffe von Dota. Mal gucken, wer von beiden besser ist. Ach, das ist ja wieder nicht fair. Ich würde sagen, dass Dota auch Streamer ist, aber alle, die hier sind, kennen ihn. Und daher. Ihr kennt's. Er freut sich immer über Besuch. Oh! Und der erste ist wieder oben. Ich will anfangen. Boah, was hat der? Ach, ich wundere mich immer, wie weit die schießen können, und dann sehe ich, dass sie mit der Krabbe spielen. Das Böse besiegt. Ultra böse. Nice. Also bist du der Bessere, ist doch super. Pass auf, Linda, da rechts sind die. Raket. Oh, fuck. Ja. Scheiße. Da war ich gebumst. Wow, das war dumm. Das haben wir uns gegenseitig gezoned. Aber so richtig. Oh, jetzt kommt von hinten wieder einer, leck mich doch am Arsch. Geh weg, danke. Oh. Ich hab den Spawn nach. Ich brauch unbedingt mehr Tinte. Die Wanne ist so hungrig. Rechts kommt da noch. Ach, die Curling. Oben ist der mit dem. Ah ja, der hier, Bogen. Wie fandet ihr diese Curling-Map in dem Singleplayer? Mit diesem Abprallen und so? Da habe ich auch einige Zeit gehangen. Oh, ich komm nicht weg, verdammt. Allerdings habe ich nicht wie du irgendwie versucht, da alles dann noch mitzunehmen. Das habe ich nicht gemacht. Da war mir zu stressig. Fuck! Als hat mich der Bogen. Bringt ihr dir was? Oh. Ich würde von ultra böse. Springst also, du Linda, wenn sie gewinnt? Ist, da kannst du einfach nichts machen. Ich habe halb gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum wir konstant auf Gefahr stehen. Wow, wo kommst du? Der versteckt sich. Hier sind drei in der Mitte. Alle vier sind in der Mitte. Ui. In der unteren Plattform. Ist alles voll. Ich gehe mal woanders. Ah, Dota ist auch links. Ich habe nämlich keine Lust mehr von der Mitte. Versuche hier. Ich will ein bisschen ein paar Blasen da reinzuhauen. Die sind bei uns. Dann hat der Dota auf dem Weg. Sehr ist doch super. Ah, nein! Oh, ja, dann nehmen wir seine Scheiß Krabbe. Der hat super wenig, der hat drei Hits, der Malik.
Mittlerweile ist er wahrscheinlich wieder. Ja, jetzt ist er wieder voll. Ah, oh, Missiles kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Au. Ah, jetzt. Ich komm nicht weg. Ich hasse, ich brauch mehr Tinten. Wir sind bei uns im Spawn. Oh wow. Wir färben gerade sehr viel. Ja, das haben wir. Deswegen mag ich die Map. Das ist nicht derselbe Grund, warum ich die Map nicht so gerne mag wie die andere, weil du wieder in der Mitte einen Sniper. Säule hast quasi. Bei dem Markt finde ich das nicht so schlimm. Doch fast überall. Ja, bei dem Markt finde ich nicht. Da hast du nicht so hohe Säulen. Da hast du zwar die Erhöhung, aber nicht eine, wo du mit normalen Waffen nicht rankommst. Das heißt, du musst entweder was werfen, du musst hochschwimmen, aber du kannst keinen aus der Entfernung machen, wenn du keine Waffe mit Reichweite spielst. Die ich zwar spiele, aber es trotzdem nicht kann. Das ist immer ein anderes Thema. (lacht) 10-0 hat der Malik. Dann hättest du fast deinen ersten Tod verursacht, Dota. Und der andere auch 8-0. Okay. Hab Gutschrift bekommen. Also wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin und Lust oder Lust. Ja, dann mach das mal. Sondern kein Zehner. Nee, die haben wir direkt am Anfang bekommen. Zweimal hintereinander. Scheiß auch nicht noch. Ich habe gedacht, die muss man sich verdienen, sodass das kommt, so ein paar Siege hintereinander, so zwei, ja, vielleicht ja, wir mal. Hatten, wir hatten ja am Anfang gut gesiegt. Echt? Ich dachte, das einmal. War... Wir haben die ersten zwei, zumindest haben wir gewonnen. Ich dachte zwei, auch, es wäre nur einer gewesen. Der zweite war schon der Zehner. Genau, das Mann nämlich auch. Und der dritte dann auch. Ah, Hydrant! Hab ihn. Das noch, rechts ist noch einer drin. In der Suppe. Aber ich weiß nicht mehr, welche Waffe. Dude hat eine Trizooker, das ist nicht so cool. Bogen auf der linken Seite. Kommt aber nicht dran. Hab ihn. Aua. Oh, ich werde dir ganz schön böse gesaugt. Oder muss ich? Oh. Links ist eine Sprungboje und ein Doppler. Ach, muss man gerade einmal hier Tinte holen. Spielt einer von uns Bogen? Hab ich das richtig gesehen? Ja, das bin ich. Ui. Oh. Schön, der Dude rechts ist weg. Was ist das hier eigentlich für eine komische Granate? Ja, ich komme ja doch mit der Bubble bis oben dran. Okay, okay. Ich mach das Sprungteil weg, Sprungteil ist down. Was gebaut auch, was zu trinken. Ja. Oben in der Mitte ist keiner, aber zwar grün. Auf dem Sprungblock. Nein! Wo schieße ich meine Wolke? Ich bin auch zu weit. Geradeaus, okay. Ja. Okay, ich sprung alles weg, aber ich auch. Ah, Achtung bei mir hier! Oh je. Direkt nach rechts weg. Stirb doch! Oh, ich hab ihn gemacht. Sehr schön, aber ich bin auch gestorben. Ich auch gestorben. Ist nur noch Wasco in der Mitte.
Was? Warum? Und links ist schon wieder nicht komm. Pumbo, ja. Arsch. Ach, schade, das lief eigentlich dran, nicht weg. Schlecht. Färben. Das klingt falsch. Wenn man das zu schnell sagt. Spritzen. Ich glaube. Nee. Knapp, aber nee. Doch. Oh, verdammt! Warum? Weil ich, da hinten sind wieso kleine Pinökel. Wieso habe ich da überhaupt keinen Blick für? Das gibt's nicht. Das ist unfassbar. Ich brauche irgendeinen Einspieler. Was muss mir irgendwann mal so einen Sound geben? So, obwohl das klingt dann je nach Kontext, ist das glaube ich ja, auch eben. Nicht so. Schwierig. Aber egal, schick mir das trotzdem mal, Vasco. Schick mir mal so eine Voice-Line. Die kann man dann per Punkte einlösen. Kommt dann. So, Reicht aber für mich als Bogen. Bogen. Die Boje, die kann man nicht lenken, die Strahlen, ne? Die setzt man einmal und dann ist einfach nur noch Daumen drücken. Ich meine, ja, ich habe auch gedacht, ich könnte die lenken, aber irgendwie nicht. Ich finde das so komisch. Manchmal siehst du das, dann zündet die einer, da gehen irgendwie 3 Strahlen geradeaus und 2 gehen irgendwie komplett nach rechts, wo du denkst, hä? Warum? Ich glaube, du kannst da irgendwie beim Zielen die Leute anvisieren und danach gehen dann die Strahlen. Echt? So, okay. Weil das wäre krass. Ich glaube, ja. Weil manchmal kommen die einem nämlich wirklich verfolgend vor. Weil dann, du gehst irgendwie und da dreht sich und denkst, hä, lass mich doch in Ruhe. Wir sind doch Freunde. Das kommt ja. Da kommt ein Hai entgegen. Kann das sein? Nein. Nein, es sah nur so aus. Es hat einfach nur... Nein, das war, also man sieht doch, was der andere macht, weil das war ich, der gerade hier seine Ult gezündet hat, ja. Ach, du warst, was kam mit der Hai war ich. Ja, okay. Ja. Gut, das hätte ich zugegeben. Also die Hologramme hier machen doch schon das, was anscheinend man wirklich macht. Naja, das Spritzen von den Waffen sieht man ja nicht. Nee. Uiuiui. Glaubt ihr, die werden später irgendwann auch wieder so eine Art Wandelzone hinzufügen? Das wäre nice. Wäre cool, ja. Oh, ein Profi-Kleckser. Wer von euch hat denn jetzt eigentlich die Coolbombe, wenn das Vasco nicht ist? Linda? Ja, ich hab jetzt keine mehr. Nö. Ach, du hast jetzt gerade gewechselt. Wahrscheinlich hab doch eben noch meine Coolness abgetreten. Ja. Ich dachte jetzt wieder High Life. Na, jetzt können wir endlich Ruhe spielen. Ich brauche einfach ich eine Bestätigung, dass ich cool bin. Ich bin der erste Mensch. Alter, dass die Snacks verschwinden, wenn man Fehler bei der Datum übertragen hat, ist auch einfach frech. Das ist Much, ist das. Um das auf Naturdeutsch wow. zu sagen. Wow! Ah, fuck. Achtung, hi! Oh, ich wurde von Kuno getötet, nicht? Warum Kuno. Trade ich heute die ganze Zeit? Hai finde ich ist auch so schwierig. Also wenn so ein Gegner Hai hat, eigentlich freue ich mich meistens, weil es gibt nichts Einfaches zu dodgen als den Hai. Es sei denn, er macht's halt, wenn du eine Sackgasse oder eine Gegnertinte bist, da kommst du halt nicht weg. Aber wenn einfach einer loskommt, du kannst den halt so einfach töten. Boah, Mr. Krabs, warum spritzt hier bei uns einer rum? Warum ist die scheiß Krabbe schon wieder da? Warum ist hier alles gelb? Warum bin ich tot? Das ist doch scheiße. Nein, die strahlen schon wieder. Warum? Da sind meine Blasen doch nachgekommen. Oh, ist das Gelb irgendwer, in der Mitte. Irgendwer färbt immer bei uns hier die Base ein. Das ist doof. Hier ist immer ein anderer. Gerade hier sind ja 2 Leute gewesen. Oh. Und gerade bei jeder anderen Bombe wäre ich gestorben. Ah, Getränke! Ich habe Getränke gehört, ja. Erfrischung! Laufen! Oh Gott! Nice! Ah, der oben. Sehr cool. Lappen. Oh Mann, ey. Die halten die Mitte aber echt, ja, ordentlich. Ja, die halten die vorbildlich. Ja. Lena, pass auf, hinter dir. Ich versuche hier die ganze Zeit mit meiner Bombe zu verarschen. Ein paar Blasen für Dota. Oh, ich werd gesaunt, aber richtig böse. Bei dir unten hier? Ja.
Habt einen direkten Fallschlag. Boah, dann da kommen zwei hoch. Ich habe zu spät verstanden, was du damit meintest. Ja, die gehen teilweise direkt von der Mitte. Wow, von der Mitte aus hoch zu uns. Zwei sind links, die kommen gerade in die Mitte. Mein Schwapper ist nicht mal. Du hattest recht. Wer? Ja, du. Ja, ich hab's ja gesehen. Ja, Monster, wir hatten unser zweites und unser drittes Match, waren 10er-Kämpfe. Einen haben wir gewonnen, natürlich. Und den anderen haben wir verloren, ja, bei meinem Controller gegen Adler. Der Dota hatte gerade Krampf im Finger. Und ja, die anderen zwei haben halt unter uns gelitten. Nee, wir haben einen gewonnen, einen verloren. Die waren aber beide dieses Senkluft. Senkluft? Senkluft. Senkluft oder Senkluft? Senkluft. Senkluft. Ich brauche eine Nahrung, das wird sonst nicht. Ach, komplett ohne K. Wir sind ja auf dem Weg zum 100er. Oh, hat der was gespielt, den Undercover, richtig? Mhm. Was, bist du früher damit auf den Nerv gegangen? Kriegt gar keiner mit, dass ich sterbe. Was konnte der Undercover nochmal? Der hatte noch irgendwas Besonderes. Der konnte ja aber nicht... Der konnte schießen, während er aufgespannt ist. Genau. Was die anderen Schirme ja nicht können. Achso, aber du kannst den Schirm nicht losschicken, ne? Das ist das... Nee, genau. Das kannst du auch nicht. Genau. Und der hat hier halt diese Tretmine. Oh nein, der Malik ist schon wieder da, Dota. Oh nö. Ist der andere auch wieder da? Das ist immer, das hasse ich ja bei diesem Splatfest-Team, weil du triffst halt... Deswegen fühlt sich das auch immer so viel schwerer an, weil du oft auf Teams triffst. Und hatten wir ja manchmal so, dass wir den ganzen Abend ja irgendwie nur gegen 3-4 Teams gespielt hatten. Ja, 90% der Raketen habe ich immer nach High gelenkt. Nein, nice. Der schießt mir hier irgendwelche. Mr. Krabs in der Mitte, Achtung. Mitte links, Mr. Krabs. Irgendwas stört mich hier. Ja, da saugt jemand hinter. Oh fuck, deine Mutter. Und auch deine Mutter und oh Gott. Deine Mutter saugt Tinte, was? Deine nicht? Oh nein! Oh, dieses Hurenäffchen, verpiss dich! Oh, Vater! Verdammt, und dann springe ich ins Wasser, warum auch nicht? Der Malik. Das war gar nicht das Äffchen. Oh, Pinsel! Muss der Malik nicht im Bett sein? Oh, das wird wieder eine Null-Kill-Runde für mich. Au! Der Malik ist immer mehr auf der linken Seite, habe ich das Gefühl. So linksmittig, immer so ein bisschen. Oh, nicht zu zweit, das kann ich nicht. Ist schon wieder diese Nyan Cat Musik, ey, die macht mich fertig. Ja, wie macht ihr nochmal? Achtung. Genau so. Ach, jetzt ist der andere Seite. Oh, ich habe ihn gemacht. Ah, klingt nice. Maceo hat mich hier. Klingt die Splatoon Musik nicht fast immer wie so Nyan Cat? Ja, wie denn? Wie macht ihr? Nee, ich kann's nicht nachmachen. Doch, Vasco, mach jetzt mal nach. Ich geb dir einen Tee aus. Das eine ist wirklich, das ist genauso. Das sind die anderen nicht so schlimm. Ach, schenkt euch einfach einen Tee aus. Ein Homöopathie. Oh nein. Oh fuck, wir stehen alle links. Das ist nicht so smart. Hurenäffchen, ich kann genau richtig. Wenn andere Teams zusammen irgendwo stehen, ist das für die immer gut. Ich weiß nicht, warum es für uns. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Das sieht für uns immer schlecht aus. Ja, der Malik ist halt auch einfach. Den mag auch keiner. Wir standen alle in einer Reihe, das war nicht so. Ach, der Platscher halt nicht so eine scheiß Ult hätte, der ist eigentlich so nice. Oh nein. Du hast Bock? Komm her, Junge. Ich segel das. Sie sind aber auch hart drauf, ey. Das ist. Wenn du mir jetzt hinterherkommst, stimmt. Oh nein, er saugt rechts. Oh, das ist schlecht. Das ist Seite ganz schlecht. Nimm da geh weg! Nimm da geh weg! Ich versuch's! Der verfolgt dich, ne? Jetzt kommen jetzt wieder zwei. Mitte ist auch ziemlich voll mit Gegnern. Ja, die sind gerade da wieder hingesprungen. Ach Mann, ey. Tinte leer. Keinen kleinen von denen. Wie geht's dir, Chinchi? Oh, ich werd raketet. Nicht so cool. Alter, alles hier, Junge. Oh, ich hab keine Tinte im Füller. No. Oh, ich wurde gefingert, ey.
Du Armer. Okay. Ja, das ist diese Heulboje, nennt Zugi immer Finger, deswegen. Ach so, aber das sind mal viele Finger. Na, du hast ja auch 5 normal, also 10 genau genommen. Na, ja. Wie viel also außer, du, zehn, außer du arbeitest im Sägewerk, dann hast du eventuell weniger, aber... Ich bin gespannt, wie viel Tode hat der Malik? Wieder 0 oder hat er den mal bekommen jetzt? Nee, ich habe jeden von denen, glaube ich, einmal bekommen, außer dem Malik. Der ist, wie kann man mit Bogen so gut sein? Ich habe keinen Bogen mehr. Nee, der Malik. Also. Ja, 0 Tode. Das ist... Wie krass. Was ist los mit dem? Aber der hat nicht mal so viele Kills wie beim letzten Mal. Nee. Das Test-Fire-Event war einfacher. Das stimmt. Sturm, ey, mein Gott. Aber mein Shirt wird einfach nicht voll. Die letzte Stufe dauert ja ewig. Dein Shirt? Achso, da hab ich gar nicht mehr geguckt. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Das dauert nur ganz schön lange. Ach, ich kann ja nicht mehr gucken. Ja, das ist so dumm. Nee, auch auf der Treppe nicht. Nee, es gehen alle auf die stille Treppe, aber... Wenn noch 3 Runden, dann ist auf jeden Fall mein Snack weg. Dann brauch ich was Neues. Ich melde schon mal an, die nächste Pause nehme ich auch als Pipi-Pause. Ja, da würde ich auch gehen. Ich schließe mich deiner schwachen Blase an. Ich denke, wie oft ich beim Singleplayer auf Toilette war. Ich weiß auch nicht, heute ist cool, Sniper und die Akkuschrauber. Und giftig Bock. Ach, ich kann die gar nicht färben, Alter. Ich lerne auch nicht. Ich habe auch noch gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein, gegen was für Teams wir spielen. Ich habe noch kein einziges Team drauf geachtet, was das jetzt Spaß. Ja, okay, in der Farbe sieht man, dass das jetzt Futter ist wahrscheinlich. Aber haben wir schon mal gegen unser eigenes Team gespielt? Nö, glaube ich nicht. Oh, hol den Sniper bitte. Oh, der ist abgehauen. Ah, der ist abgehauen. Mhm. Oh. Pass auf, neben dir. Hab einen, hab zwei. Ja. Die Krabbe bleibt. Oh. Die Krabbe rollt nach links weg. Die Krabbe muss platzen. Krabbe oh ja, bitte. Wow, Krabbentyp lebt noch. Ja, ich versuche zu supporten. Ah, fuck, ich bin aber ein sehr schlechter Support. Okay, Sniper rechts kommt auf jeden Fall wieder in die Mitte. Okay. Hängt wieder auf seinem üblichen Block. Er ist so gut wie down. Hinterher also, mit dem Hai. Diesen billigen Trick, Alter. What the shit? Jetzt hatte ich genug. Reicht. Oh nein. Guck mal links, wir sind gerade alle rechts. Oh, hinter mir. Uns. Jetzt sind wir beide gerade runtergesprungen. Oh, pass auf, Granate. Ach, du wolltest auch nach links. Wo? Ich wollte ein bisschen ein. Der Sniper ist links auf der Plattform. Falls einer sucht. Okay. Ja, er hat mich auf jeden Fall gefunden. Oh shit. Pass auf, nein, ich supporte. So schlecht. Er hat 3 Hits. Er hat mich. Er ist immer noch sehr schwach. Sniper arbeitet sich gerade wieder zu seiner üblichen Plattform vor. Bei mir ist es schlecht. Ja, das ist halt wirklich schlecht. Ich bin ja nur wegen dir da geblieben. Das ist aber sehr nett, muss ich sagen. Oh nein, verpiss dich, geh weg. Was hat der für eine Verteidigung? Willst du mich... Hallo Linda, ich bin nach vorne. Moin. Der hat noch nicht mal explizit irgend sowas. Oh nein. Okay, der Sniper ist wieder da. Sniper down. Nice. Zwei sind down. Ich muss weg. Ah, wir noch 40 Sekunden, der hätte ich gar nicht so hart reingeburt. Wow, kommt der denn her? Oh fuck. Ich kann halt man einfach ins Leere zieht und dieses Signal ja, ich bin dran. Ach ja. Rechts ist noch viel ist gelb. Das Ding ist nervig ohne Ende. Rechts ist Sniper ganz schön oben. Gelb. Oh fuck. Bitte alle. Sniper oben links und in der Mitte ist noch Wendy. Der Rest müsste down sein, aber respawnt jetzt halt. Stirbt, genau. Ich hab fast high. Fast high. Hey, ja, ich muss noch einmal High kriegen, dass ich hier jumpen kann. Oh, Krabbe.
Ja, danke, Dota. Scheiße, der ist mir so hart auf den Sack gegangen. Ich glaube, das haben wir. Wir haben rechte Seite durchgezogen. Oh ja. Ja, das haben wir. Ah, easy. Sehr gut. Nice. Oh Mann. Man kommt da so schwer durch. Aber du spielst das noch weiter, Knalli? Oder CD schon zerbrochen? Oh. Mein Shirt ist voll. Also würde ich gehen wir raus. Leeren und meine Blase parallel leeren. Ja, dann machen wir gerade ein kurzes 5 Minuten Pausen oder so. Junge. CD schon zerbrochen. Was für eine CD? Achso, ja, okay. Du hast vorgedacht. Du machst mal kurz Pause, ich bin gleich wieder da. So, dann sollen wir noch einmal sagen, dass hier noch einer nicht mehr fliegen kann. Fliegen schon, steuern im Fliegen ist das Problem. Oh, wer hat den gerettet? Alter Kaji! Ich sollte den Bus eher dosierter einsetzen, glaube ich. Was? Du tust es tippbereit manchmal. Bisschen so. Stark. Weniger ist manchmal mehr und so. Und dann ist mehr noch viel besser. Wow. Und so wusch streckt in meine. Das ist das nicht. Da? Das ist nämlich nicht diese Holzbarrikade, wo wir uns schon mal versteckt hatten. Hä? Alter! Ich dachte, warum habe ich da so einen komischen Strich drin? Doch gut aus. Wow, diese Wabbel. Du Arschloch. Ja, das bist du wohl selber schuld. Also. Aber Mann. Ich hatte einen Pilz, den muss ich irgendwie benutzen. Ne? Ja, aber nicht gegen mich, Mann. Oh, der hat geblockt. Wahnsinn, wer hat geblockt? Da muss ich echt mal danken. Warum denn? Der wäre sowas von drin gewesen. Wer blockt denn sowas? Schick, aber etwas unspektakulär. Danke. Das ist ja auch eine seltsame Nasenlöcher. Das passt so gut, ne? Ja, du! Meine! Ficker. Alter, hör auf mit dem blauen Dinger zu schießen. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hinspringen muss. Alter! Scheiße. Ja, nur noch ein. Aua! Ja, alle down, alle töten, komm. Ja, schaffst du. Wie alle töten? Die sind auch schon tot, oder nicht? Ja, halt mein Hacken. Wo sind die anderen? Ah, da hinten. Ah, super. Läuft. Ja, ist klar. Spasti. Lauf. Du wurdest von Hiropai getötet. Ja. Diese Viecher, ne? Okay, Leiter nach unten. Oh! Da ist die Karte, glaub ich. Ja! Karte gefunden! Was machst du denn immer in Borderlands, wenn wir da sind? Looten, leveln, Gegner töten. Was Besten. Noch? Warten. Du machst noch was! Was denn?
Was du eigentlich 80% der Zeit in Borderlands machst. Laufen. Nein. Schießen. Nein. Looten. Vielleicht 40% bei dir. Sterben. Ich sterbe nicht. Was machst du mit deinem ganzen Geld? Ausgeben. Wo? Automaten spielen. Jetzt. Was für ein Automat? Nein. 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 Jetzt weiß ich, worauf ich das will. Geh weg. Pfui. Guck mal hier. Einarmiger Bandit. Dude. Einmal ziehen, bitte. Oh Gott, wie stumpf. Sorry, ich hab mich verloren. So. Verlaufen? Ja, nee, ja. ja. Ja, nein, vielleicht. Jetzt wollte ich noch gucken, ob ich denn meine Klamotten auch voll hab. Ja, okay, ich kann's auch lernen. Ja, keine Ahnung, man will gerade los, da kommt. Ach, warte, den Clip kennst du doch. Ah, da guckst du den noch. Den kennst du auch. Den kennst du auch. Ja, du warst ja auch überall dabei. So. Und dann denkst du, ja, okay. Ja, gut, das war dir logisch. Aber das mit dem Clips ist echt cool in der Pause. Das finde ich, das ist nice. Ja, aber dadurch taut die manchmal länger, weil ich das selber tatsächlich ganz gerne reingucke. Es sind teilweise schöne Erinnerungen dabei. Ja, manche versteht man tatsächlich aber auch nur, wenn man dabei war. Stimmt. Aber ja. Also ich finde halt jedes Mal schön, wenn Cloud halt eben rätselt, was er die meiste Zeit in Borderlands macht. Ja, das ist schon so ein Highlight-Clip. Ja, weil der war doch, der stand halt immer, du hast ja mit mir Borderlands gespielt, der stand immer am Automaten, wenn wir nichts gemacht haben, der hat die ganze Zeit Geld ausgegeben am Automaten. Und wenn wir dieses Spiel gespielt haben, ich weiß das gar nicht mehr, wie das hieß, dieses Anime Dark Souls, dann hat er sich so drüber aufgeregt, weil dieser Hammer hat halt eine Animation. Und normalerweise ist die Animation, die ich mache, das ist ja nicht sehr stark. Ich breche den halt die ganze Zeit ab. Und deswegen sieht das so aus wie das. Und das hat den so aufgeregt. Da habe ich gesagt, hey, beim nächsten Stream bringe ich den. Und eigentlich hätte er es dann noch eher wissen müssen. Weißt du? Cuphead fühle ich im Zweiplayer. Ja, man sieht halt nichts. Der hat auch nur die Waffen gewählt, die mich ärgern. Habe ich einfach nichts gesehen. Aber Cuphead haben wir auch komplett durchgespielt. Nichts gesehen. Ich bin gleich da. Ich bin halt echt langsam. Es tut mir leid. Ah ja, genau, die Erinnerungen. Alles gut. Wie hieß denn dieses Anime Dark Souls nochmal? Irgendwas mit C. Meine ich. Kostet 5 mit Euro. C? Es gibt. Es war nicht Crossplay. Da habe ich nämlich gerade dran gedacht. Aber, Wie hieß denn. Ach, Profi. Oh. Profi geht ja gar nicht mit Freunden. Da sehe ich uns zwar, aber. Mhm. Oh. Raum ist auf. Wie hieß das? Vane. Code Vein, genau. In 1,5 Minuten da. Franke, danke. Stimmt, Code Vein habe ich ja 5-mal durchgespielt. Weil ich alle Triumphe haben wollte. Und dafür musst du halt alle Story-Enden gesehen haben. Und die kannst du aber nur, wenn du. Das halt auch 5-mal durchspielst. Aber halt immer, du nimmst deine Rüstung mit. Das ist nicht so schlimm, dass du es halt immer von vorne ganz neu machen musst, sondern du hast schon die Ausrüstung oder was. Die alte Jungfer. Die alte Jungfer. Was meinst du damit? Was habe ich gesagt? Alte Jungfer. Erhelle mich nochmal. Es gibt ja diese Streamer-Krankheit, dass man. Was sagt? Eine Antwort im Chat drauf und man weiß gar nicht mehr den Bezug dazu. Hast du das nicht eben gesagt? Das kann sein. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, tatsächlich. Scusi. So, fehlt noch Linda. Okay. Bin ich ja einmal nicht der Letzte. Da. Von ich dachte so geil, da kann ich auch ein Triton einlösen, aber. Was kann? Hab keine, genau. Und ich frag mich das immer noch, was diese
Muschel sind, die wir nach dem Zehnerkampf bekommen haben, weil anscheinend gibt es die ja nur nach dem Zehnerkampf. Ja, vielleicht sind das einfach Supermuscheln. Nein, das sind keine Supermuscheln. Nein? Aber vielleicht kannst du ja eine Supermuschel kaufen, wenn der Balken voll ist, weil da waren ja irgendwie... Also ich hatte die jetzt nicht wirklich gesehen, aber ich weiß, dass ich nach dem Zehnerkampf was weggeklickt habe, hatte, wo ich mir gedacht habe, das hättest du jetzt vielleicht sehen müssen. So. Aber man klickt halt so durch, ne? Ja, ja. Ja, weil sonst auch nichts Interessantes kommt. Also was ich gesehen habe, war halt, dass es eine Reihe von Muscheln gab und da stand irgendwie Festivalmuscheln. Ja, genau, Festival, und das war's, ja. Genau, und dann hatten wir eine von, weiß ich nicht, 10 Stück oder so, die in Reihe waren. Ich weiß noch nicht, was die Belohnung ist, wenn wir halt diese 10 Stück voll machen. Es kann natürlich sein, dass wenn du 10 Zehnerkämpfe gewinnst, irgendwie noch mehr Supermuscheln kriegst. Ansonsten werden die nach dem Ende vom Splatfest vielleicht in Supermuscheln konvertiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, dass ein voll ist, weil wenn es begrenzt ist mit Punkten, muss ja irgendwas kriegen, wenn es voll ist. Aber ich weiß nicht, ob das zurückgesetzt wird nach dem Splatfest. Soll ich es erklären? Ich hab's gegoogelt. Ja, mach gerne. Also Festival Shells, also Festivalmuscheln sind ein Item in Splatoon 3, die erhöhen die Chance, einen 100er oder 333er Battle zu bekommen. Okay. Warum würde ich die dann haben? Ich weiß nicht, ich habe mir auch gerade gedacht, kann ich die nicht einlösen gegen irgendwas, was ich will? So, Meta liest also seinen Chat nicht aufmerksam. Ich lese den immer aufmerksam, aber das heißt nicht, dass ich es behalte. Wo kam denn dann alte Jungfer im Chat vor? Gar nicht, siehst du? Loon, ich hab gewonnen. 1-0 für mich. Als wieder Schmutz eingefügt. Ich fand's aber cool, dass Vasco on the fly übersetzt hat. Bis aufs Day. Was? Bin das da. Bis auf was? Zay. Also, ja, manches muss ich auch voraussetzen. Also. Gut, dass ich die Bell nebenbei aufhöre. Schlemme-Ecke, was ist denn da? Irgendwie fühle ich einen Zehnerkampf kommen. Fühlt in meiner. Warum schreit ihr sowas immer? Damit du lieferst. Vor allem, könnt ihr es nicht wie in Sam-Run machen? Ich kann halt gar nichts. Es füllt sich einfach so ein Balken auf, wo man sieht, der nächste wär's und dann verliert man einen vorher im Kampf einfach. Ja, Knalli ist echt salty, ne? Knalli, ruhig. Du bist in einem Alter, da nimmt man das gelassen. Ich könnte euch dank dem Inkipedia-Artikel auch sagen, wie die Festivalschalls auf Russisch heißen. Wie ich denn? Weiß nicht, warum dort Russisch, French, Dutch und Japanese steht, aber Russisch steht halt dabei. Mega Rakovina. Bedeutet Mega Shell. Ist das Aussprache richtig? Mit Sicherheit nicht. Das habe ich heute gehört, dass dieses G und K ist wohl. Eigentlich so diese französische Seite von CST, wie bei uns. Ah, komm! Ah, okay. Wie schnell bist du denn jetzt gestorben? Ja, wie schnell war der bei uns? Wie schnell ist jetzt bei uns einer an der Base drin? What the fuck? Ich bin draußen, der war schon da. Ja, der ist mit Pinsel durchgerannt. Nee, das war Spretana. Hey, oh, Spretana, ja. Schild ist weg. Ja, und das ist schlecht. Gari Hasi Mausi, kleiner Schatzi, ich Pupsi. Na? Wie geht's dir? Oh, damn. Da kommen zwei. Oh, Pusi, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich weiß nicht, ich hab Angst zu kämpfen. Nimm mir den Kampf ab. Ich gehe überhaupt nicht. Wie kämpft man überhaupt? Ja, was ist das? Muss ich dafür ZR drücken? Oh, weil natürlich, ja, mit deinem scheiß Stempel. Haben wir. Stempel ist schon. Stempel. Wie geht's dir, Gabi? Pöbel, auch da. Dwayne. Ah. Der Pöbel ist auch weg. Harry ist auch weg. Ich treff den nicht. Hä, wo ist der hin? Der erste Mensch, Alter, wie ich spiele. Ich bin gerade auch. Die Pause ist so, als hätte ich jetzt wieder. Müsste ich mich wieder neu finden. Oh, Mami. Oh. Aber der kleine Garian. Der streamt auch. Okay. Könnt ihr auch immer gerne vorbeischauen. Stempel geht durch die Mitte. Er spielt nur MMOs. Oh, Stempel, ja. Ich hab ihn kommen sehen. Der kennt einer. Oh, der hat uns alle gemacht, wow. Ich
wusste nicht, dass er dann am Ende nochmal werfen kann. Ja. Wenn du es nicht zu spät machst, bevor er sich auflöst. Du kannst ihn auch direkt werfen eigentlich, wenn du willst. Du musst ja nicht stempeln. Das, ja. Das wusste ich, aber ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Je früher du ihn wirfst. Oder manchmal macht Stempeln je mehr nach Map und so ja auch wenig Sinn. Dann fällst du eh nur runter, kriegst die Kurve nicht. Ich bin gerade ein bisschen überrannt. Ja, der Hydrant ist hier. Aber nur ein bisschen. Uah, wo kommt der? Ich dachte, der wäre auf euch fokussiert. Boah, das ist Stempel. Kann sein. Das freut mich, Gabi. Oh nein, der kann ja immer noch testen. Oh nein, 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 ich spring zu dir, das ist dumm. Ja, die Gallon hat mich gemacht. Nein. Eiskalt. Das ist geil wieder, ja. Ich hab nie erlebt, dass er so eine Distanz hittet. Oh, ich hab... mein Controller fliegt gleich. Aber ich hab noch einen zweiten aufgeladen. Ich bin vorgemacht. Ja, immerhin. Bin down. Keine Be prepared. Chance. Ich hab einen getötet. Endlich. Oh, oh. Ja, kein. Es ist... Ich glaube, das haben wir verloren. Ich kann mal gerade gucken. Mir relativ wie kommst sicher. Du darauf? Verstehe ich nicht. Hab das Gefühl, du kannst das nicht, oder? Es ist nicht so einfach, wie das aussieht. Ja. Wir können einen Deal machen. Guck mal, was Gary sagt. Sobald ich 100 Abonnenten im Monat habe, spiele ich das mal. Könnt ihr euch irgendwo jetzt abspeichern, klippen oder so? Ne, sobald bei mir 100 Abonnenten im Monat bei Twitch unterwegs sind, also nicht Follower, die habe ich ja schon lang, aber Abonnenten, dann spiele ich. Was? Nein, das war abgehakt. Das war Ringfit, der Titel war es. Wie viele Abonnenten hast du jetzt im Monat, Gary? Wie, hä? Bin gar nicht on. Was hat das damit zu tun? bis 15. Ja, da sind wir fast dran. Also wie gesagt, das ist der kleine Gary gewesen. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt eine bessere Runde, weil die war echt... Achso, ich könnte eigentlich... Ne, ich kann nicht mehr die Waffe wechseln. Ich muss überlegen, ob ich wechsle. Ach, irgendwie unsicher. Wer von euch spielt mit Bewegungssteuerung? Also Dota weiß ich definitiv nicht. Ich. Natürlich. Das Betonen geht gar nicht anders. Das ist... Oh. Also sag mal so, wenn du oben mitspielen willst, dann musst du das ja zwangsläufig irgendwann machen. Aber wenn du es jetzt nur spaßeshalber spielst, dann geht's ja auch ohne. Nö. Nö, genau. Aber wie nutzt ihr die Bewegungssteuerung? Nutzt ihr die für die Höhe? Für alles? Nutzt ihr die für die Feindausrichtung eher? Also, wie seht ihr die Leute ja, erst mit dem Stick? Für alles? An? Ja, nee. Also, die Bewegungssteuerung für die Feindausrichtung würde ich sagen. Und wenn ich mich grob und schnell umdrehen muss, dann versuche ich es mit dem Stick, schaff's aber meistens nicht. Okay. Weil zu schwach? ich weiß nicht, ich müsste vielleicht den Stick einfach noch ein bisschen höher einstellen. Ich habe beides auf den gleichen Wert eingestellt jetzt. Ah ja, stimmt. Ich habe auch beide am selben Wert. Ja. Hab sie aber höher eingestellt, als ich sie jemals bei Splatoon 2 hatte. Ich glaube, da hatte ich glaube ich nie was dran umgestellt. Nee, ich auch nicht. Getränke in... Getränke? Panzer, auch Stempel. Rechte Seite, Achtung. Oh, der hat früh geworfen. Ja, der hat super früh geworfen, weil der da nicht durchkam. Wanne immer noch nicht down, Wanne lebt immer noch. Ja, ich lebe noch. Was ist das? Nee, nicht du, Wanne. Er überfordert mich einfach. Oh fuck. Ha, und Dwayne sagt immer, ich bin komisch, weil ich Bewegungssteuerung benutze. In Splatoon ist es eigentlich eher so, dass die Leute, die sie nicht benutzen, komisch sind. Findest du? Ja. Weil das zu Splatoon gehört. Natürlich. Ich meine, wer in Mario Kart mit Bewegungssteuerung fährt, der weiß ich nicht. Der hat die Kontrolle komplett verloren. Keine Ahnung. Eben, der hat die Kontrolle über sich und Mario Kart wahrscheinlich auch verloren. Also, das... Nee. Kann der dort getroffen haben? Das ist gar nicht was? Möglich. Was? Wir haben das beide überlebt. Wahnsinn.
Hm, wo gehen wir jetzt am besten lang? Okay, das war dumm. Dumme Badewanne, ey. Echt, was hast du so, Leute, mit der Badewanne? Oh. Was ist du, da ist noch einer, pass auf. Jo, ich hab ihn von... Er hat sich umgedreht. Jawohl, ich hab ihn. Jetzt haben wir drei Leute gefrackt. Sollte jetzt was gehen, Mitte ist einer direkt. Oh, Badewanne, Doppelkill. Ich was, da ist einfach nicht hin. Ja, hier campt wieder einer und erwartet. Oh, ich hasse den, das ist der von eben. Das ist so der Links-Rechts-Mann. Der Links-Rechts-Mann. Links-Rechts-Mann. Der Links-Rechts-Mann. Ja, jetzt packt er halt eine Hurenkrabbe aus, natürlich. Da war aber ein Doppelkill wieder, again. Bei Dota ist das safe? Ja, sieht so aus. Nee, da ist noch einer, pass auf. Aber du, ja, okay, ich bin trotzdem da. Ah, der ist jetzt gerade mal mit ein bisschen aufzuhalten. Ich mal hinterher. Wanne oben. Ist alles nah. Ich guck mal, ob ich da hochkomme. Ja. Hm, das könnte. Vasco, was sagst du? Also, ich bin bei den Gegnern durchgegangen, doch. Also. Ja, ich hab das, was er gemacht hat, beides geht. Ja, also, hallo. Das ist ja. Gar nicht mal so knapp, wie ich gedacht habe. Was soll ich denn mit der Waffe jetzt knapper, holen? Als ich gedacht hab, so. Ja. Was könnte ich holen? Was könnte ich holen? Ich guck mal, ich habe ja 15 Sekunden. Das hat echt Wanne. Nicht viel Zeit, ne? Weil die Wanne klappt irgendwie nicht so. Ja, ist okay zum Färben, aber war schon mal besser. Ach, meine Ritterschuhe sind auch voll. Ist doch auf dem Scheiß-Shirt immer noch diese scheiß Tintentoleranz, kriegst du als Effekt. Kannst nicht mehr sehen. Fortsetzen. Ich muss nachher früh sagen, ich muss trotzdem mal raus nachher, weil mein Snack ist eh aus, aber das wäre jetzt knapp gewesen. Ich hab noch drei Runden fürs Geld. Bah, bei den Schuhen sehe ich mich. Ach nee, Waffe wollte ich gucken. Ich könnte es mit den Doppler nochmal probieren oder dem Kalligraph. Ich nehme mal den Kalligraph. Linda. Du, wann bist du halt morgen denn aufgestanden? Zu früh. Ich glaube, ich hätte mir einen Wecker auf 7 gestellt. Normalerweise stehe ich 6 auf. Ich war trotzdem 6:30 schon wach. Weil mein Körper scheiße ist. 5:30. Morgen musst du aber nicht früh raus, ne? Ich brauche Zeit, um halt klar in der Birne zu werden. Ja, okay. Ich mache immer so. Naja. Viertel vor 9 um 9 auf Arbeit. Ja, und dann bist du halt manchmal erst wieder abends 7:30 zu Hause. Das ist halt nicht so schön. Nö, hast eigentlich nicht viel vom Tag, ne? Ich wirklich. Das ist nicht wirklich. Ach, die gibt's ja auch noch. Oh nein. Oh nein. Ich hab einen ganz großen Fehler gemacht. Ich bin ohne Ult nach vorne gestürmt. Das war dumm. Jetzt hab ich Ult. Ja, sind perfekt. Sind ja ein paar viele Leute. Klex, Roller ist in der Mitte. Ich hab Blaze getötet! Du Arsch! Ich wusste gar nicht, dass du Splatoon spielst. Mutter, Schwindler, ey. Pass auf, was kommt, da ist einer. Hab ich. Oh Gott. So zufrieden nun? What? Was? Wieso? In welchem Universum? Marvel. Wow. Ich mach euch mal einen Strich hier in die Landschaft. Ja, pass auf, da sitzt durch die Ränge. Ja, ich weiß aber nicht, wo. Einen habe ich. Strich durch die Landschaft. Der Roller war in der Mitte. Der ist durchgelaufen. Bei uns sind gerade alle. Spawn. Ja, cool, dann habe ich ja hier meine Ruhe. Ja. Ist das die Einstellung? Oh, fuck. Aber der Stempler war in der Mitte. Was habe ich? Achso, ich habe die Ult, genau. So, Blade weggemacht. Nice. Müsse gehen raus. Ah, das war das geplant.
Da ist noch einer. Haben wir? Kann das Wolf geht bei uns durch. Oh ja, wenn Linda sauer ist, dann gibt's mehr als nur deine Muttersprüche. Dann kommt auch irgendwann. Wenn ich richtig sauer bin, sage ich einfach gar nichts. Deine Omasprüche. Da kommt auch der Vater. Oh. Ciao, Gary. Schlaf gut. Schlaf gut? Ja, das ist auch ein Penner. Wow. Okay. Oh, oh, oh. Nein, Kalista. Oh, fuck. Ich stehe die ganze Zeit auf Gefahr, das gefällt mir gar nicht. In der Mitte ist immer noch einer, glaube ich. Nee, kann ich nicht machen. Dieser dumme Roller, der ist hier. Ja, der Roller ist wirklich nicht ohne. Ich weiß nicht. Was ich mich immer frage, wieso kann ich nicht so gut sein, wenn ich mit dem Roller spiele? Konntest du ja, ja mal. Ja, da konnte ich aber auch unsichtbar schwimmen. Da waren aber die anderen alle schlecht. Ich habe ihn getötet, Linda, jetzt kannst du kommen. Ich werd der hat mich doch gemacht. Ja, okay. Also, wir haben getradet, aber. Ah! Warum springe ich eigentlich zu euch? Weil du daraus lernst. Bringt doch nichts. Dann Steuerung ist kaputt. Ach, ich hab Body Shield für Linda gespielt, ey. Nice. Das ist ein Satz. Ich rast ja so aus. Ich bin so müde zum Aber der Hai. Einmal den Hai gezündet. Rast du, lass es raus, Linda. Nee, ich bin zu müde dafür, aber ich würde so gerne. Ah, es gibt einen Clip, Blade und Splatoon. Alles klar, Chinti, dann putz mal schön. Bei mir muss auch noch Haushalt gemacht werden. Oh, heute auch nicht mehr. Das ist ätzend, ne? Das ist, boah. Doch gar keinen Spaß drauf. Aber schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Immer wieder gern gesehen. Und mach alles schön sauber. Schönen Samstag auf jeden Fall noch. Ciao. Tschüss. Putz du Luda, ja. Achso, ja. Mach Fortsätze, ne? Ich muss das früher sagen. Bin zu dumm. Wir müssen das beim Ergebnis sagen. Danke, das ist super lieb. Ja, wir spielen so lange, bis wir Fanclub-Leiter. Warum ist Linda schon so weit? Ja, das ist voll unverdient. Stimmt, du bist schon glorreich. Dabei fliegen den Sprüchen ich jetzt von, oder was? In eurer Pause. Nee, ich habe in eurer Pause zwei Runden gemacht. Ach so. Oh, wie dreist das ist. Ich muss halt nicht aufs Klo. Du weißt, dass du dadurch nicht früher aus dem Stream rauskommst. Doch, ich bin ja 19 Uhr nicht weg. Wegen dir kriegen wir also die starken Gegner die ganze Zeit. Nee. Dafür bin ich zu schlecht heute. Das stimmt. Ich muss meine abgelaufenen Energies wegkriegen. Ich hab sie meiner Schwester angeboten. Das muss jetzt die letzte Runde sein. Sie hat sie für ekelhaft empfunden. Jetzt muss ich selber trinken. Aber es das heißt doch immer, Sachen, die sind oft noch länger gut. Ja, ist ja noch Mindesthaltbarkeit. Und bei Energy ist ja eh nur Müll drin. Was soll denn da jetzt noch groß? Ist am 5. September 21 abgelaufen. Chemie wird nicht schlecht. Nur die Fehler bei der Sonnenübertragung. Ja, nice, da cool. Kann ich ja jetzt endlich einen Snack essen. Ist eine Runde Geld weg, geil. Ja, gut, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich nehme mal einen XP-Snack fürs Team. Ist das okay für euch? Meine Runden sind noch da. Er hat in diesem Bullshit erzählt, dass die Dinger weggehen. Knalli was? Ich hab nur vorgelesen. Ich hab nur vorgelesen. Geld hatte Linda fürs ganze Team oder nur für sich? Sie hatte fürs ganze Team. Alle. Aber ich weiß nicht, und die Karte wird immer noch zwei für alle. Okay, ich habe noch zwei Runden mit Geld. Dann werf ich rein. Oh, jetzt hatte ich den Heulbrühl-Test. Und ich habe ihn nicht genutzt. Vielleicht ist Knalli der disconnected ist. Und er halt hat die Strafe bekommen. Ja, trotzdem mies. Ich hatte nur noch 19 statt 20. Vielleicht hat Knalli auch vergessen, dass er schon ein Match hatte. Also rauben wir auf.
Aber dann geht das ja, aber ich dachte, es sind halt einfach alle weg. Jetzt kommt Linda rein, ultimativer Fan. Hier, glorreich. Hat dir nicht Knalli auch gesagt, glorreich wäre das Höchste? Das stimmt ja auch schon wieder nicht. Naja, doch, weil du brauchst jetzt 999, bis du glorreicher Fan plus 1 bist. Dann brauchst du bestimmt nochmal 999. Achso, es gibt eine. Bis du glorreicher plus 1 bist. Achso, man hat das gemacht. Also, man nein, hat das gemacht, damit nicht. Die Leute immer weiterspielen können. Nein, das glaube ich nicht. Sagen, ich halte das für eine Lüge. Kein Leben haben. Ich würde sagen, die letzte Stufe ist ultimativ. Warte, ich google. Und ultimativ geht dann ja auch plus 1, plus 2, plus 3. Aber das letzte ist ultimativ. Ah, hier, Dwayne sagt es auch gerade. Ultimativ ist das letzte. Genau. Ja, ich setze mich aber nicht für 68 Stunden im Spiel. Nee, Fanclub-Leiter gibt es nicht mehr, weil du kannst ja nicht Leiter plus 1 sein und plus 2. Du kannst ja nur eine Leiter sein. Da sind manche jetzt schon ultimativ, ey. Meine Güte. Ja, Tuba war doch schon heute Morgen um 9 Uhr ultimativ. Die haben ja auch schon nachts um 2 angefangen. Okay, auf Englisch ist es halt immer noch irgendwie cooler. Da war es ja vorher King und Queen statt Fanclubleiter. Okay, der Fanclubleiter cool. Von England ist letztens gestorben. Habt ihr das mitbekommen? Das ist irgendwie schlecht übersetzt. Und jetzt heißt es Ruler. Also linear. Ja, das auch, ne? Okay. Das ist ja komisch. Du bist ein Werkzeuglineal. Guck mal, Linda macht bestimmt klingt immer noch besser als Spaß oder Futterlineal. Ein Futterlineal? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie ja, groß die Banane ist? Das, das ergibt dann noch weniger Sinn. Das erste, was bei Ruler kommt, ist Lineal. Ja, sag ich doch. Erst dann kommt Machthaber, Herrscher, aber zuerst kommt Lineal. Dwayne hat geschrieben, ich bin auch ultimativ. Ja, erstmal sehr selbstverliebt, muss man sagen. Und sagt, hat aber nicht um 2 Uhr angefangen. Bitte nicht über alle über einen Kamm scheren, Linda. Aber Kamm ist halt auch ein Werkzeug. Doch. Also. Und wenn man nur einen Kamm hat, dann... Ja, wenn man nur ein Haar hat, vor allen Dingen. Wenn du nur ein Haar hast? Join mal lieber, Linda, bevor du die Wortwitze machst. Wir warten hier schon seit 3 Minuten in der Lobby. Xadan! Hä? Ich bin doch zu euch. Hä? Nein. Noch nie warst du hier bei uns. Jetzt, Linda, ich hab jetzt schon 2 Matches gemacht, während ihr in der Lobby wartet. Ich bin schon ultimativ. Ach, das seid nicht ihr und ich wundere mich, warum wir so gut sind. Ja, genau. Nee, wir sind nämlich genauso scheiße wie vorher, deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen. Ach, du spielst wirklich? Wow. Wow. Okay. Das da können wir ja nur hinterherhängen, das geht ja gar nicht. Hä? Das, meine Freunde, ist Teamgedanke. Okay. Ja. Oh, weil er das nicht zurücksetzt. Ich habe wieder den Stick zur Seite gemacht und da bin ich schon mal wieder auf normal, hier auf offenen Solo gegangen. Ach, fuck you. Jetzt ist das Spiel. Ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, du bist überarbeitet immer noch. Ja, und ich behaupte immer noch, dass es ja auch wahr ist. Da kann ich ja gerade nichts gegen machen. Xada, was sagst du dazu? Ich habe versucht, dass Xada Splatoon 3 holt und ich glaube, es ist null durchgegangen an Freude. Ich habe deutlich versucht, dass Kobi Splatoon 3 holt und dann ist mir aufgefallen, sie hat keine Switch. Ach, okay, trotzdem Splatoon 3. Aber dafür kann sie die geile Splatoon Switch holen. Das ist doch eigentlich ein Win. Die ist wirklich nice. Ich meine, Kobi hat ja die Kohle. Sie geht einfach in den Laden und zwinkert die Leute an. Ich hab die Kohle. Ja. Bei den harten Zeiten, ne? Was hat die neue PlayStation 5 soll ja, glaube ich, auch mehr Strom verbrauchen als die jetzige, ne? Echt? Wie? Es gibt die neue PlayStation 5? Ja, die haben doch ihre Teileprobleme da, glaube ich, gehabt. Die mussten ja, glaube ich, teilweise da was ändern. Und dann gab es irgendwann. Die in Zukunft produziert wird oder jetzt schon produziert wurde? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß, weil ich habe meine seit gestern. Ups. Da könntest du sein. Das wird hoffentlich noch keine davon sein. Dann hast du, glaube ich, weil Strom ist teuer. Ja, es macht natürlich nicht so viel aus. Aber dann, jetzt, wenn du halt diese Gegenrechnungen immer siehst, dann ist die eine halt mehr. Ja. Aber jetzt, wo ich die hier stehen habe, kann ich echt nur sagen, ey, die haben, also wie groß wird die nächste Konsolengeneration? Muss ich anbauen? Oder also, die ist einfach viel zu groß.
Ich finde die nicht nur groß, ich finde die auch hässlich und unstabil. Nee, ich finde die schön, also schöner als der Kühlschrank. Also das auf jeden Fall, designmäßig. Ich finde die Xbox schöner. Wobei ich aber sagen muss, sie passt aber auch zu meinem Schwarz-Weiß überhaupt so. Das passt gut ins Design. Ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, ob man eher auf schlicht steht oder auf ein bisschen fancy. Weil die wollten ja einfach so cool sein. Das ist wie diese Alienware-PCs. So, das ist so, die PlayStation 5 sich dann einreiht. Die ist eher so... So verrückt. Ja. Und die Xbox geht und eher auf... Und die Xbox ist halt also schlichter als ein Quader, kannst du es ja nicht mehr machen. Das ja, genau. Die sind halt eher auf System bedacht. So dass also mehr Kühlungssystem und so weiter. Das ist ja eigentlich ziemlich cool bei dieser Xbox da, was die da gemacht haben. Das Kühlungssystem ist ziemlich cool. Das ist wenn du halt nicht so viel aufs Design gehst, dann hast du halt noch mehr Möglichkeiten. Du, das stimmt. Natürlich. Design macht halt immer alles schwieriger. Das ist genauso wie in der IT, dass Sicherheit alles immer komplizierter macht und nerviger. Das stimmt. Aber es muss halt manche Sachen einfach geben. Und jeder hat ja seine Berechtigung. Ich finde aber tatsächlich auch die Xbox dann schöner, weil ich es halt auch manchmal gerne schlichter mag. Ich finde die echt hübsch. Ich dachte, also von den Bildern her habe ich das nicht gedacht, aber als sie hier gestanden hat, fand ich die halt echt cool. Und die fühlt sich auch gut an. So. Ich hab da mal eine Nacht live geschlafen. In live habe ich sie, glaube ich, noch nicht gesehen, was? Also, wir hatten eine gute Nacht. Na dann. Ach, da steht direkt einer. Der Luna hat noch gar nicht gesagt, ob das jetzt okay ist mit der Waffe. Wacht immer noch auf Absegnung. Was? Nein! Ich muss hier weg. Tschüss! Absegnung, Papst. Also Lune ist jetzt nicht nur Gott, sondern auch Papst. Also hat die Stufe drunter jetzt auch dann sozusagen. Oder hat sich runtergearbeitet auf Papst von Gott? Ah! Dort hast du gesehen. Also, was habe ich gesehen? Wie der aus der Ecke gekommen ist? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich wollte den wegnehmen, aber. Der ist, Mecker hochheben? Der hat gemerkt, dass er in der Sackgasse ist. Er hat ja keine Chance mehr gehabt. Ja. Er hat sich wegteleportiert. So. Achtung, okay. Stempel. Geht zu uns in die Base. Ist aber zu... So, nein, ist doch nicht zu blöd. Scheiße. Ich bin zu blöd. Ist aber zu... Ich bin tot. Ja, ich hab gedacht, ich krieg ihn, als er kurz seinen Stempel beiseite gelegt hat, aber... Nee. Nein, wow. Ich hab ihn runtergehauen, ey. Ja klar, ist okay. Ja okay, ist gut, danke. Oh Mann. Chit. Das sind alles Cheater. Ich bin der erste Mensch. Ich hätte den Typen hier wegklatschen können. Adam. Stempel in unserer Base. Hallo Adam. Aber hat die PS5 eine schlechtere Kühlung? Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch was geändert haben, aber. Also zumindest also im Gegensatz zur PS4 war sie bisher bedeutend leiser. Ja, muss ich auch sagen. Sag mal so, PS4 war halt auch, die war halt ein Ventilator. Einfach, also Düsenjet. Aber ich hätte gern bei der PlayStation auch so ein Tutorial-Game wie bei der PlayStation. Ach, und der saugt ein. Ja. Also bei der Xbox ein Tutorial-Game. Okay. Gut, das habe ich noch nicht ausprobiert, dieses Astro irgendwas. Mega gut, das ist so ein happy, good feeling Game. Fand ich richtig gut. Aber mit dem Controller komme ich noch nicht so richtig. Das lernst du ja dann, damit umzugehen. Da fand ich den alten PlayStation Controller einfach immer verpackt. Entschuldigung, ja. Mhm. Aber den mochtest du nicht, von daher, das weiß ich ja. Ich fand den bis jetzt ganz gut. Ich habe zwar aber nur ein Spiel damit gespielt, aber. Zu gewinnen, das ist echt cool. Guck mir in die Augen. Danke für dein Abo, Xada. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon. Mein Gedächtnis ist da schon wieder echt unterbelichtet. Du bist einfach unhöflich. Ja, das ist aber ja nicht neu. Also. Du warst beschäftigt, mit uns zum Sieg zu führen, also das ist alles okay. Raus oder drin bleiben? Ich kann drin jetzt alles gemacht. Wie es bei euch ist. Okay, also drin bleiben. Okay. Ja. Müssen immer das, was Linda drückt, das ist ja immer das Gefährliche. Gar nichts gemacht? Ich hab gar nichts gemacht.
Ich weiß auch nicht, ob du schon Danke gesagt hast. Siehst du? Ich bin nicht der Einzige. Ach, Xada. Wir haben auch eine Vergangenheit hinter uns. Auch noch einen Moment, Hexe nicht. Zugi kommt heute nicht mehr zurück, Dota, ne? Irgendwann Sonntag oder Montag, das entscheidet ich noch. Aber ich hab Sturm frei. Ich habe auch schon Dönerbestellung geplant. Ja, das habe ich gelesen. Übrigens, ich Döner morgen. Ja, morgen Abend. Ich habe mir die ganze Zeit irgendwelche Cherry-Tomaten heute Mittag reingezogen, damit ich beim Stream nicht so sehr an Hunger leide. Weil normalerweise fängt es eher so 15 Uhr an, dass ich, das ist jetzt wieder ein guter Einspieler für Vasco. So. Dann will ich nicht. Ist mir eigentlich egal. Ah, alles gut. Ach, die Zeit. Ich noch mit Fall Guys, hat das von euch nochmal einer angefangen? Nachdem das jetzt Free to Play wurde? Ja. War das nicht die ganze Zeit Free to Play? Nein. Nee, nur auf PlayStation. Also, wenn du also deswegen dachte ich, weil ich hab's nur auf PlayStation gespielt. Okay, also für mich war es immer Free to Play. Ja, nee, was nicht. Wir hatten das ja gekauft. Nee, aber tatsächlich gar nicht. Also schon als diese zweite Welle an neuen Sachen da kam, habe ich schon nicht mehr, glaube ich, gespielt. Ich glaube, nur sehr, sehr kurz. Die zweite war auch, glaube ich, mit die demotivierendste, weil da kommen neue Spiele. Die erste habe ich ja recht viel gespielt. Ja. Beim zweiten war es dann aber halt eher so, ja, hier sind zwar neue Maps und dann musst du die Rotation spielen, aber hast meistens trotzdem die alten gesehen. Ja, sorry, aber das habe ich schon die ganze Season davor gespielt. Ich möchte jetzt die neuen spielen. Hat Nintendo die Rotation programmiert? Ich habe den Hai gefickt. Ich meine, den Typen auf den Hai gefickt. Warum der nicht beide? Tot, wollte ich sagen. Warum nicht beide? Why not both? Das sah so komisch aus, aber dann kam der Hai da raus. Da habe ich mich so gefreut. Okay, Moment. Okay. Der Hai kam raus. Ich sehe es. Wortwörtlich. Schön. Nee, Linda, ich gebe dir Fluss. Ich habe den Hai gar nicht mehr. Scheiße. Sorry, Dota, dass ich dir dein Kill geklaut habe. Alles cool. Wir müssen jetzt hier den Typ noch klatschen, der Linda geklatscht hat. Was? Da war einer. Ich hab doch Linda eine Fluchtspur gegeben. Pass auf. Ist einer. Da sind zwei. Nee, ich hab glaub zu viel gelacht. So, da konnte ich nicht mehr richtig zielen. Oh, hinter mir. Bam. Oh, ich hab noch jemanden geklatscht. Shit. Oh, fuck, aber ich hab ihn mitgenommen. Dota, da Klatscher. No. Ah! Da war noch einer. No. Ich werde seinen Namen sagen, aber ich kann nicht. Nein, nicht wieder erste Mensch spielen. Oh, ich hab wieder erste Mensch gespielt. Wo hat er das überlebt? Wo ist einer? Zwei mit dem Roller. Ich bin wieder in alter Form für 2 Sekunden. Oh nein, der Vasco-Roller. Ich glaube, das Team ist noch nicht sehr gut gegen das wir gerade. Sag das nicht zu laut, weil dann. Was sind welche? Pass auf! Dann knallst du nämlich immer. Den nehme ich! Hab ich. Ajax 20, Amsterdam. Oh. Ajax Amsterdam? Oh. Ich geh mal hoch in deren Gebiet. Aber der Tarzan ist gut, wenn man. Na, ihr wisst schon. Nee. Oh, jetzt sind wir hier ein bisschen eng beieinander. Einen hab ich. Zweiter. Wo ist der ich andere? Ich bin am Pixel hängen geblieben. Hinter uns. Mach ihn! Ja. Oh, der hat gerade den Hai eingesetzt. Alter. Oh, der eine ist schon wieder da. Der hat ja, Dota seinen Hai eingepackt. Ja, der wurde ausgepackt. Da ist der Hai. Hast du diesmal den Hai nicht gefickt? Hä, wo ist denn Gegnerfarbe? Ach, da war uns. Mitgenommen. Ah, Linda macht, dann geh ich mal halt davor. Oh. Recht die mal hier ab. Na, hier wurde halt gemacht. Ich muss das ja. Das kann ja nicht so weitergehen. Oh, das war gut. Das war richtig geregelt. Ey, das macht voll Spaß, wenn Leute schlechter sind. Endlich habe ich auch mal Spaß. Das ist der Grund, warum sich Leute Smurf-Accounts anlegen. Aber ist jetzt auch nur so eine Vermutung. Oh. Metagraf habe ich gespielt. Graf Meter. Ne, das ist negativ, oder? Oder wenn es hier. Ne, kann auch gut sein. Nämlich. Hm.
Die neuen Maps sind klasse bei Fall Guys geworden. Ja, das ist. Ich sah nämlich halt wieder echt gut aus. Ich habe auch überlegt, ob ich es wieder installiere, aber dann. Ich habe ja jetzt schon ein Salty Game. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Salz vertragen kann. Ist ja auch nicht so gesund. Nee. Es reicht ja schon, wenn ich immer Detch lecke. Bei Destiny oder so. Das hätte man vielleicht als Clip, könnte man das. Nein, das könnte. Nein. Davon gibt es schon 50 Clips. Ein Leck-Clip mehr oder nicht, macht es dann auch nicht mehr aus. Aber nur wenn wir das kombinieren mit Vasco, Okay, das ist nicht mehr ganz ein Wortlaut. Ich wandle es schon ab. Wenn du wüsstest, was Detch und ich immer machen bei unseren Pokémon Go Events. Wollen wir das wissen? Nur laufen. Beim letzten Mal war Dotan Zugi auch noch dabei. Das war so ein bisschen anstrengend am Anfang, weil wir sind rein und da gab es irgendwie gefühlt auf der anderen Seite des Parks eine 100% Lavita. Und so, nein! Oh. Das Beste war auch einfach, wie wir gesagt haben, ja, das ist total nah dran. Ja. Und dann sind wir irgendwie 10 Minuten gelaufen. Für die Stunde oder noch länger, ey. Und dann so, ja, wie lange ist er noch da? Ja, keine Ahnung, noch so 2 Minuten. Ja, komm, hopp, hopp. Das heißt, der Tag hat begonnen und wir waren schon am Arsch. Das ging ja eigentlich. Und dann diese Bank in der Sonne, die war so heiß. Wow. Aber hier dieser Sudkessel, der war geil, wo die da diesen Brunnen aus dem alten Sudkessel gebaut haben. Ich wünschte, ich hätte dich wirklich reingeschubst. Ja, da war ja nicht ein normaler Brunnen. Was? Oh, da ist er! Ich bin der erste Mensch, wenn ich dieses Duell verliere. Ich hab das Duell verloren. Oh. Dankeschön. Alexa, stopp. What? Okay, auf was hat sie denn jetzt reagiert? Ich weiß es nicht. Dass er nicht eben bei Alexa Gedöns gegriffen hat, da. Oh. Alexa Gedöns? Ich bin gerade im Brasil, sorry. Ah, ne, das war Ajax. Das war Ajax. Alles gut. Vor allen Dingen spielen wir so oft Destiny zusammen. Ja, haben wir oft. Aber bis Splatoon habe ich ja gesagt, dass ich erstmal ein bisschen abknicke. Mach. Komm, Lena, wir ziehen das jetzt hier durch. Jawohl. Nice. Der nee, der soll nicht verpissen. Nein. Nein, hinter mir. Oh, ich habe mich machen lassen wie so ein Fisch, ey. Okay, also filetiert oder was? Einmal die Gräte raus, hast du deine Wirbelsäule. Hui. Ja. Oh nein! Bei uns im Spawn ist ein Disperser. Dispenser? Ich weiß nicht. Hab ihn? Ein Perser. Hab ihn? Hat jetzt keine Nationalität mehr. Da kommt ein Baummensch. Mensch? Ja, jetzt beim Baum rechts. Pika, Pika. Shit. Okay, oben ist keiner mehr, außer mir. Ja, unten sind zwei, pass auf, rechte Seite. Ah, du bist schon weiter, okay. Xala, glaubst du wirklich, ich bin so dumm und lese das jetzt vor? Und wähle die Antwort bis jetzt, ja? Ui. Komm her, du gehst nicht da hoch. Du gehst nicht da. Du bist da hochgegangen. Er ist oben. Er hört nicht. Boah. Na, warte, du kriegst Hausarrest. Oh, pass auf, da ist noch einer. Was für von hinten kommt noch einer? Oh, nein, okay, nein, nein, nein. Oh, hat, eine Wanne, oder? Alles gut, der hat Respekt, der hat sich verzogen. Ah, verdammt! Was mache ich? Wo gehe ich hin? Wo laufe ich? Was tue ich? Da haben sie immer die Gegenseite. Nein! Ich habe mich machen lassen. Ich habe den so oft. Dankeschön. Wem dankst du mir? Oh. Ja, du hast geregelt. Echt? Ich dachte, das war Linda, hat gerade bitte gesagt. Nee. War das gerade jemand anderer? Ich hab aber auch irgendeinen gerecht. Sag dir einfach bitte für meinen Kill, ey. Dann hast du scheinbar was, oder? Oh, ich hab noch nie so eine Dreistigkeit erlebt. Ha ja, hol. Ich hab gewusst, dass ich nichts gemacht hab. Treff ich den Clip denn? Sieht doch gut aus. Ich hab mit Linda parallel geheilt, wir wollten denselben Typen heilen und sind einfach zwei Heile losgefahren. Genau auf derselben Linie fast. So, ich hab mir mal einen Marker gesetzt. Cool aus. Ich hab mir einen Marker gesetzt, dann weiß ich später, wo ich mal einen Clip machen kann. So. Weil ich wollte das mit dem Hoch, das wollte ich haben. So, du gehst nicht hoch. Vasco, er ist oben. Das war gut.
Ich dachte aber wirklich, ich krieg den. Aber irgendwie wollte er unbedingt weg. Boah, ich hab mit dem Pinsel 10 Kills. Das fand ich aber auch, das hat sich, war gut. Hat mir gefallen. Ach, und Dota ist ja auch wieder zu seiner Färbewaffe. Bist du Fan von Bogen, Dota? Weil du hast das eben mal kurz gespielt. Ging. Es ist also der diese Stinger, also der die Granaten da droppt, der ist echt nicht so schlecht. Aber die anderen Bogen sind richtige Grütze. Ja, genau. Wenn, dann braucht man den mit den Granaten, weil sonst musst du ja genau treffen. Mit denen kannst du ja wenigstens noch so Bereichschaden machen. Ja, vor allem machst du mit dem halt, wenn du triffst und alle drei Nades triffst, einfach einen direkten Kill. Das macht 110 Schaden, dann sind die hin. So, schießt du dann längst? Dann, wenn du kannst ja nur alle drei treffen, wenn du längst ist. Oder meinst du nur, wenn er mitten in der Suppe steht? Auch wenn er mitten in der Suppe steht. Also ich schieße meistens in One-on-Ones, schieße ich schon längs. Aus Close Range ziehe ich einfach ganz, ganz schnell. Spiele es wie so eine MP quasi. Und ansonsten für High Ground schieße ich eigentlich immer längs und nicht horizontal. Aber normal schieße ich. Ach krass. Ich fand damit. Im Singleplayer fand ich den ganz cool in dieser Schienen-Map, ne? Ach, ansonsten echt schwierig. Ja, und Blun und Xana dachten wirklich, ich bin so dumm. Wow, danke. Wow. Ich hasse euch einfach. Besser. Was? Was haben wir denn da? Volle Kanne, ultimativer Spaß plus 3, okay. Blaster Action, jawohl. Fernblaster auch noch, das heißt, nicht zu nah ran. Ist natürlich ja, super. Ich will schon mal nicht mal mein Gegner werden. Ja, ich hab einen Pinsel. Dann was machst du? Ui, ich hab ihn schon erledigt, also er mich halt auch, aber. Ja, das ist okay, wenn du ja, mit, wenn du noch mitnimmst, kann ich damit leben. Das ist okay. Aua. Was? Wie hat den das nicht gekillt? Jetzt muss ich ihn manuell killen. So ist das Leben. Jo. Oh, schön, Meta. Ich bin einfach mal rein. Hey, Meta. Massiere meine Füße. Bah, nee, nicht schon wieder. Oh! Ich bin safe. Ich bin safe. Kann nichts passieren. Oh. Ja, der hat mich gemacht. Was hatte der denn? Hat der Blaster gemacht? Ja. Die Heldenwaffe ist halt von Oh, die hat richtig Damage gedrückt. Hatte ich nicht erwartet. Ich hab gar nicht getippt. Die ist dann nochmal wieder Profi-Flexer, oder? Hat doch dieselbe Zeit. Ja, eigentlich ja, aber. Ihr gefühlt verbraucht die nicht so viel und schießt einen Ticken schneller, Alter, hab ich schon wieder. Hab ihn! Aua! Ja, Blast doch nur. Lol, das ist ja noch einer. Ah, die haben wirklich zwei. Nee, Schatz. Die haben einen. Dann hab ich nicht den Blaster bekommen. War das ein anderer? Hinter uns! Leute! Das geht nicht! Oh, da läuft einer mit einer Krone. Scheiße. Ich hab Spam erledigt. Ja? Ihr könnt eure E-Mails jetzt ohne Probleme. Ich versuche einfach hier durchzufahren und zu färben. Hilft nicht. Ich bin nicht gut genug für die One-on-Ones. Ah, Vasco ist hinten. Nice. Ich geh mal gerade zu Vasco. Kann ich da noch ein bisschen mit. Oh, Vasco ist tot. Das sind zwei Leute. Das war ich. Eigentlich nicht. Ich war das. Hä? Habt ihr euren Namen getauscht? Ich wollte gerade sagen, sind wir in derselben. Wir haben beide ein O hinten. Nee, Moment, eigentlich nicht. Ja, Doto. Ich hab zwei mitgenommen. Da steht aber noch einer da. No. Dann springe ich jetzt zu Vasco. Ach nee. Jetzt ja, mach mal lieber nicht. Gehen Sie bitte. Alter, wie ich nicht drauf schieße. Na, zu spät. Was soll ich? Ah, Mist, ey. Bei mir ist noch der Blaster. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Gefunden. Gefunden im Sinne von eher dich oder? Nee, ich hab ihn getötet. Ah, okay. Gut. Oh. Das war. Vasco, Wasser. Doto, Lindo und Meto. Meto.
Ist zwar jetzt schon gefühlt eine Stunde her, dass ihr drüber gesprochen habt, aber ich war in einem Final Fantasy 14 Inhalt gefangen und wollte das noch nachtragen. Doppelpunkt, okay. Das MHD ist im Grunde das Versprechen des Herstellers, wie lange das Produkt seine sensorische Eigenschaften behält. Das kann sich also auch auf Geschmack, Geruch und Aussehen... Ja, okay, das weiß ich, genau. Das ist so dieses... Ja, eben, deswegen mindestens. Genau, bis mindestens zu diesem Datum schmeckt das Produkt so, wie wir es vorgesehen haben. So kann man es ja eigentlich dann zusammenfassen, ja, oder? Und dummerweise sagt man halt eben Ablaufdatum irgendwie so umgangssprachlich, was halt einfach nicht stimmt. Das wird ja nicht in der Sekunde schlecht. Ja doch, wenn du das halt... du merkst das halt, wenn du es aufmachst... Und du fängst halt an, was weiß ich, um 23.30 Uhr das zu trinken, dann merkst du ab 0 Uhr, dass es anders ist. Ja, dann schmeckt das nicht mehr so wie vorher. Dann ist das halt abgelaufen. Genau. Vasco, der Spam-Filter. Vasco ist der Spam, den man filtert. Nee. Wow. Nicht zu verwechseln mit dem Verfallsdatum von zum Beispiel Fleischprodukten. Ja, weil es gibt Produkte, da bin ich aber auch vorsichtig. So gehacktes muss ich jetzt auch nicht 3 Wochen später. Da natürlich nicht. Da steht ja auch dann drauf, irgendwie spätestens verbrauchen bis oder so irgendwas. Ne? Aber Hackfleisch riecht man. Also ich sag mal so, alles was man so vom Riechen und Schmecken der Körper sagt, dann lieber ja, weg. Ja gut, aber ich finde jetzt zum Beispiel Hackfleisch riecht, auch wenn es noch gut ist, jetzt nicht mega lecker, bevor man es nicht würzt und brät. Also, ja, aber es riecht nicht verdorben. Es riecht gut, da merkt man schon einen Unterschied. Ja, kauf dir mal Hackfleisch, lass das mal eine Woche liegen und dann riech mal. Oh Gott, nein, lieber nicht. Also. Bei dem Preis so habe ich das nicht. Ja, dann kannst du ja wenig holen. Ein Kilo oder so. Kannst ja wenig Geld holen. Nein, da ist schon okay. What the fuck? Ah, der Bogen hat wieder eine Reichweite des Todes. Was hat der Doppler? Okay. Bogen down. Ich gehe jetzt Roller bei uns durch. Oder was auch immer das ist. Ein Roller ist hier durchgezogen. Holy. Ja, aber eine breite Die Spur. Scheinbar nicht. Die was haben halt keinen Roller. Was? Ach, das Stempelkissen war das. Oh, ja. Shit. Er hat mich. Stempelkissen? Ach so. Wieder high. Den Stempel. Ja. Ja, der durch. Oh. Ah, nice. Was ist das? Danke, Linda. Bitte? Oben rechts. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Mach Vollbogen. Oh. Pinsel kommt. Dieses scheiß Stempelkissen kommt noch mal. Stempel, meine ich. Der ist down. Ich gehe wieder wegstempeln. Wegfärben. Alter Bogen, ey. Komm her. Okay, einen habe ich miterledigt. Aber der Doppler hat mich. In der Mitte. Same. Das ist genau wie Meta an seinem Geburtstag älter aussieht. Das ist nicht korrekt. Bei Down in der Mitte. Okay, oh, cool. Oh, jetzt Bogen ist noch rechts. Rechts auf dem High Ground. Irgendwie vermisse ich jetzt aber auch was. Ihr jumpt mal einige hin. Ah, der Bogen, ja. Ich sehe es bei dir. Ich helfe dir mal. Ab. Hab bloß einen bekommen. Ah, Mann, der Platscher hat mich. Hab ihn, hab den Platscher. Ich bin auch zerplatscht. Der Bogen ist noch in der Nähe, glaube ich. Ja, rechts ist noch der Bogenmann. Und der Springbogen. Ich spring zu Dota. Links in unsere Basis geht gerade einer. Shit. Platscher, Oli. Ich geh mal wieder zurück. Also Platscher ist erledigt. Platscher, Oli. Ist erledigt. Rechte Seite. Ich kümmere mich mal um unsere Base da. Stempel kommt, Mitte. Ja. Ich supporte bei der Base. Because it's all about the Base. Oh, verdammt, aber Doc habe ich mit erledigt. Oh nein, wer behandelt mich jetzt? Ich gehe bei denen ins Spawn und mache das hier alles weg. Oh, Bogen zielt auf mich. Bogen verfolgt mich. Bogen, geh weg! Ja, der Bogenspieler ist richtig gut. Doc ist weg. Bogen kommt von rechts. Zwei sind links. Perser und noch irgendeiner ist gerade hingejumpt. Ich fange den an der Basis an, der kommt mit dem Stempel zurück. Ja. Okay, die heißen beide Anja? Der Kleckser und der Platscher? Anja war das doch. Oder Anja. Anjanas. Er hat mich weggemacht, scheiße, ich glaube, das habe ich gerade geworfen. Oh, ich habe zwei erledigt. Ich habe einen erledigt. Leider alle zu spät. Ich habe gar keinen erledigt. Sehr gut, Linda. Ja. Wir sind stolz auf dich.
Ich weiß. Oh, cool. Nice, voll abgezogen. Mega close. Die haben auseinandergebaut. Auseinandergebaut wie ein Lego-Set. Obwohl, das baut man zusammen eigentlich eher. Nee, ich habe das schon gerne von Leuten auseinandergebaut. einfach reingefallen. Das ist nicht auseinanderbauen, wenn man einfach reinfällt. Easy win, ne? Ja. Easy. Doch, da hat das Doppelte dich angefärbt. Und noch mehr gekillt. Ich gehe weg von der Statistik, gefällt mir nicht. Ich gehe mal gerade zur Treppe. Was bin ich denn eigentlich? 265. Okay. 265, was hab ich denn? Ich sehe Basko und Dota zur Treppe laufen. Oh nein! Verdammt! Ich war so langsam. Was? Wir haben geguckt. Da hat einer das seltene Ding. Ui, wir haben, ja, Long hat den seltenen. Long. Oh shit, Dreier Serie. Oh je. Dann haben die leider keine Vierer. Die macht mich so fertig, ey. Was muss weg? Ich bin mir noch unsicher, ob sie nicht doch eine Vierer kriegen. Nein. Nein, ich hab verkackt. Wo kommt? Okay, die kriegen eine Vierer. Genau den wollte ich machen. Die Krabbe? Oh, ja. Alter, der hat mich in der Schnur erledigt. In der Schnur. Wie nennt man das? Das ist Schiene? In der Zipline. Keine Schiene. Sondern? Schlauch. Ja, du bist ja nicht auf einer Schiene. Das ist ja, aber du reitest ja wie auf so einer Schiene. Ja, nein. Hier bist du ja im Schlauch. So ein Schlauchlevel oder was? Ja. Alter, ich hör doch mal auf hier mit diesen Dingen. Meta kauft sich Lego-Sets nur um den Steinetrenner daraus zu sammeln. Es gibt einen Steinetrenner? Ja, gibt's. Kann man die nicht einfach auseinandernehmen, so plopp? Ja, nee, wenn halt welche ein bisschen hartnäckig sind, ist das Ding schon geil. Kommt das in den Müll? Okay. Haben wir früher nicht gebraucht. Genau, wir haben die immer. Es hat zwar wehgetan an den Fingern, weil dann ist man abgerutscht und so, aber. Irgendeiner ist rechts von denen? Alle sind rechts. Keiner ist mehr rechts von denen? Dennis geht zu Dota. Bitte gehen Sie doch. Oh, einer ist noch da. Verdammt. Dota von hinten kommt auch einer. Ja, bin dran. Ach, dankeschön, Linda. Für was auch immer. Du hast dich auch nicht alles selber gemacht. Ich dachte, du hast sie gemacht. Aber der Dennis ist stark. Ich hab bloß ein bisschen rumgefährt. Oder mit den Zähnen, genau. Tatsächlich, das ist ja nicht mal gelungen. Alter, da aber der Dennis ist richtig gestorben. Ja, der, ne? Hat sich gerade perfekt in die Ecke gestellt, wo er nicht getroffen wurde. Mit links kommen sie? Ach, das ist ein Clan, ne? Kann so ein. Ich hab Long away. Pass auf, da kommt noch einer. Hab die Krabbe erledigt? Oh. Hab gelogen. Da kommt noch einer. Alle mal nicht sterben, dankeschön. Alle Maler Aqua. Oh, mit. Spiel ich gut. Ja, spiel gut. Die Werbung hatten wir letztens erst wieder. Ja. Das hatten wir schon mal. Ich fährt mal gerade die Basis ein bisschen. Das denken die sich auch gerade. Ich komm nicht weg, ey. Es ist so hart, die sind so hart, neckig. Ja, deine Hurenkrabbe, Alter, steckt sie hier doch einfach so ins Problem. Oh. Oh nein, ich wollte die von hinten nehmen. Hat nicht funktioniert. Krabbe hat mich noch gemacht. Oh, ah. Die haben das alle gemacht. Gegeben haben, ey. Aber wir haben es gar nicht so schlecht geschlagen, finde ich. Ja. Schöpfer! Du alte kleine Heubrühe. Schön, dass du da bist. So. Na, wie geht's dir, Nudel? Wahre Männer trennen die mit Zähnen. Ja. Zähne. Besser Steinetrenner. Siehst du, alle sind. Deswegen haben auch alle Zahnlücken jetzt. Deshalb war ich ein Playboy. Von dem Tritons. Tritons Horn. Oh, ich kann gerade nicht reden.
Kann man auch so gute Sticker kriegen? Hä? Playmobil waren noch schwerer auseinander. Du gibst doch bei dem Kugelding aus. Playmobil habe ich nie gespielt. Ja, aber der hat einen Sticker davon. Ach so, du kannst das Horn als Sticker bekommen, meinst du? Ja. Ah. Okay, cool. Das ist auch ich hab dich bei Destiny vermisst, Sherpa. Jetzt fängt's Malden richtig an. Playmobil war nie so... Kann ich gar nicht sagen. Ich hab aber auch nicht Lego Duplo? Nee. Wie hieß das? Nee, Strax war das, glaube ich, was ich damals am meisten gespielt hab. Diese komische Bahn, wo man da so Bahn bauen konnte? Genau. War das das? Dann habe ich, glaube ich, sogar noch auf dem Speicher liegen. Habe ich auch noch in der Kiste. Habe ich aber den Neffen gegeben. Da zum Spielen, weil ich mache das nicht mehr. Was? Auch wenn es cool wäre. Dann hatte ich dann irgendwie auch so ein Teufelauto und so. Das war lustig. Nächstes Splatfest. Team Zähne versus Team Fingernägel versus Team Steinetrenner. Ja, du hast Sherpa sagt, wie könnte man das? Lego versus Playmobil versus Strax oder so. Ja, aber Strax kennt wirklich jetzt, also kennt das viel. Ja, das ist nur, damit ich was wählen kann. Es ist wahrscheinlich völliger Zufall, dass wir beide... Das kennt keiner außer uns wahrscheinlich. Das haben, also ja. Aber es gibt eigentlich gar nichts so richtig vergleichbar Drittes damals, oder? Playmobil, Lego? Lego Duplo. Da gab es halt noch Hot Wheels, aber das ist wieder was ganz anderes. So. Das ist ja nichts mit Klemmbausteinen. Ja, eben. Ja gut, Playmobil ist auch nicht Klemmbausteine. Ja, aber dann gibt es ja Klemmbausteine. Ja, aber was halt so in die Richtung aber man kann es noch ein bisschen vergleichen. Oh, das ist so dumm. Oh, das ist so dumm. Oh Gott, das ist so Warte, dumm. War ich im selben Kindergarten? Nee, ich bin noch lange nicht in Wasbus Altersklasse. Noch lange nicht. So lange auch nicht. Ich muss ja weg, tschüss! Oh, und Duplo ist ja eigentlich Lego für die, die noch zu klein für Lego sind. Richtig. Hey, nee, Franke geht auch die Straxbahn. Hä, aber Franke ist doch gerade 20. Franke ist doch viel zu jung für Strax. Oder Strax oder Strax, was weiß ich. Nein. Moment, kommt das wegen Trax? Wegen... Weißt du? Ich hab doch lieber mal nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Wow. Mitte kommt, Mitte geht. Ich stehe. So, was du? Nee, ich war da. Gerade noch gesehen. Oh, dieses blöde Scheiß, dieses Wellenmacht-Ding, die Schauerwelle, genau. Die ist krass. Mhm. Nervig. Ja. Irgend. Das ist hier links oben, aber rechts. Rum. Der hat ein Schutzschild, du Mudi. Oh nein, Schott weg. Carrera-Strax. 1985 bis 2013. Bis 2013? Okay, das war was, da kommt zwei hinter mir. Ja, okay, ich habe zwei erledigt irgendwie, aber... Geil. Ja. Aber die Gellen hat mich mitgemacht. Ist da was bei dir Lothar, ne? Ja, doch, einer kommt jetzt. Oh mein Gott. Oh, hasse es. Kack-Klecksbomben, die sofort explodieren. Oh, ich hab beide. Einfach reingekriegt, ey. Ich bin Tarzan. Gut, das ist schlecht. Einen habe ich, rechts in der Ecke ist noch einer. Ich krieg ihn nicht rein. Ich hab sie. Spielst du Dynaroller? Nein, Flexroller. Weil du holst wieder so lange aus. Ja, der Flexroller ist ja so ein bisschen so die Vorstellung vom Dünner, würde ich sagen. Ja, genau. So ein Zwischending von beiden, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich würde sagen, der liegt so dazwischen, zwischen dem normalen Roller und dem Dünner-Roller. Jetzt gehen wir hier mal in die Mitte und machen die jetzt auf alle. Damit kannst du schon ganz schön zuhauen. Ich krieg den Undercover noch. Ja. Du kriegst den Undercover? Oder? Gerne noch einen schönen Swipe gemacht noch. Das heißt, der Basco spielt erstmal auf der anderen Seite, damit er ihn Undercover killen kann. So wie Detsch, der sich bei... Ja, Spielnamen vergessen, übliche, sich auf die Gegnerseite geschlagen hat. Remnant.
das war's. Blue Bricks sagt mir gar nichts. Bin 26, habe schon graue Haare. Xada sagt Spielbahn, die sich hauptsächlich durch ihr besonderes Fahrzeugkonzept auszeichnet. Die Fahrbahn besteht aus Hunderten oder Tausenden von Segmenten Sticks, die den Streckenverlauf völlig flexibel gestalten. Das war echt super geil. Ja. Hoch, runter, rechts, links, war alles dabei. Ja, wobei ich nur ein so Ding hatte. Also da waren gar nicht so riesige Bahnen eigentlich möglich, die da möglich gewesen wären. Ich hab so eine riesige Holzkiste gehabt, wo das alles drin war. Du konntest ja eigentlich auch nicht gegeneinander fahren, weil du hattest ja nur, also du konntest ja nicht überholen, geht ja nicht. Ja doch, du kannst den einen nach links und einen nach rechts fahren lassen, dann fahren die ja gegeneinander. Okay. Ja, oh, stimmt. Aber wenn du es zu steil gebaut hast, dann fahren die da hoch und dann sind und hinten fallen die halb runter. Das war cool, das hat mir gefallen. Ja stimmt, du konntest theoretisch auch so was Sprungschanzenmäßiges bauen. Ja, da gab es auch zum Bauen so Halterungen, dass du die alle untersichtlich hoch machen kannst, dass der auch nicht steil hochfahren kann. Das war schön. Das war schön. Und Dota und Linda, was hattet ihr lieber? Eher dann Lego oder was? Wir Playmobil. Lego war schon irgendwie cooler. Playmobil? Du warst Playmobil-Liga. Warum fandst du das cooler? Hast du jetzt Linda gefragt oder mich? Ah, ihr habt beide Playmobil gesagt. Ich gerade. Nee, ich hab Lego gesagt. Oh, dann hab ich Dota gemeint. Nee, ich hatte einfach nur Playmobil, weil ich da noch jünger war. Und dann, als man dann älter wurde und die Schluckgefahr vom Lego-Stein nicht mehr bestand, habe ich dann auf Lego gewechselt oder Lego bekommen. Die Playmobil-Teile sind halt insgesamt viel größer, ne? Ja. Deswegen hast du da halt bei kleinen Kindern nicht so die Schluckgefahr. Aber dafür gab es ja extra Lego Duplo, wie was kostet ja. Aber ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, dann wahrscheinlich schon. Ne, das gab es ja schon, später. Das gab es ja bei uns schon. So muss es das bei Dota ja auf jeden Fall gegeben haben. Das kam, als ich Playmobil hatte, war das gerade so als Marke im Aufbau. Also da war das echt noch relativ fresh, dass sie so selber sowas angeboten haben. Ja, der Sherpa spielt bestimmt heute noch Lego. Der hat sich wahrscheinlich ein was von Star Wars das bei uns oder so. Mit. Oh, Alter. Ah, ich bin der Erste. Oh, ich geh mal. Oh, der kommt raus. Sein Fehler. Nimm ich mit. Diese Ruhe. Echt mal. Kann nur steigen. Ich werde hier ein bisschen gezoomt. Wo ist hier? Linke Seite. Da, wo jetzt beide gerade wart, da war gerade einer. Der Roller? Drin. Okay. Hab ich. Nee, Splatana. Dude, doch Roller. Oben ist einer. Oben ist leider immer noch einer. Nicht mehr lange. Der hat so viel Damage. Ach, das gibt nicht. Ich mag mittlerweile den Tarzan, muss ich sagen. Also mit dem Pinsel funktioniert der zumindest eigentlich ganz gut. Wenn man sich nicht komplett verzielt, ne? Aber das ist ja Voraussetzung. Mist. Getränk, ja Mann! Mist, ob der das überlebt hat. Ja, hat er nicht. Pass auf, Meter, da kommt links ein Roller. Das ist schlecht. Ah, der kommt zu mir. Das ist der gut. Ist nämlich ein bisschen doof. Kommt er vielleicht doch nicht mehr zu mir? Ich weiß es nicht. Ja. Nice. Jetzt soll ich einen Highground abnehmen? Der ist nicht tot. Oh nein, wo kam der denn her? Oh, das ist ein knappes Match immer noch. Ah, ja. Oh. Ah, ja. Ich bin der Erste. Hinter mir hinter mir war noch einer. Ja, ich töte den nicht, weil ich ein Trottel bin, ey. Bei mir ist es safe, bei Vasco ist gut. Ah, wieso springe ich in den Roller? Will ich? Ich will sterben. Ich spring zu Vasco. Ich will taktischer, wie war das mit dem taktischen Sterben? Oh nein, ich bin in dieser. Größer Fehler. Ist auch faktisch gestorben. Ihr müsst jetzt gerade, also wir verlieren sonst. Ja, also ich bin dabei, ich hab jetzt gleich eine Reihe. Schwierig. Weil ich schaff's nämlich nicht mehr. Ich speiß dir gleich die Sticks ab. Ich bin dabei. Oh nein! Ich mach links noch ein bisschen. Ich hab hier so viel, es noch geht. Ah, ist aber sehr seit. Schade. Oh, nee. Aber den linken Block haben wir eigentlich ganz gut wiedergeholt.
Und rechts auch. Und die Mitte ein bisschen. Ja, haben wir gewonnen. Hammer. Natürlich haben wir das, Vasco. Was ist, was falsch? Alter, warum? Was ist falsch mit dir, Vasco? Wir haben doch die komplette Mitte fast. Ja, aber die haben bei sich nicht eingefärbt. Drück mal X, Vasco, dann siehst du jetzt die Map ganz groß. Drück mal X. Oh, wow, die haben sich gar nichts gefärbt. Leute. Drück mal X, dann siehst du die Map. Ja. Die haben bei sich oben nicht eingefärbt. Ja. Wie kann das sein? Ich meine, es ist ja gut, dass das so ist. Ich drehe noch durch, ey. Dotto durfte erst Lego seit der Erfindung vom Steinetrenner. Steinetrenner kenne ich tatsächlich auch nicht. Das muss nach meiner Zeit gewesen. Aber wie, was ist das überhaupt? Ist das wie so, wie so eine Zange oder so, wo du die dann auseinanderziehst? Ich weiß nicht, wie das ist. Nee, du hebelst das auseinander. Also Steinetrenner klingt also ein bisschen so... als wird da dann ein sehr großer, sehr starker Mann kommen, der dann mit der Steinetrenner, der dann die Legos auseinander nimmt. Also entweder du kannst es halt auseinander hebeln oder du steckst halt quasi den Stein, den du halt abhaben willst, kannst du halt draufstecken und dann halt quasi dann so irgendwie runterhebeln. Das funktioniert schon ganz gut. Okay, cool. Ich guck jetzt nach, wie so ein Ding aussieht. Frank hat gelesen, ich hatte mit dem Schiff von Kobi viel Spaß. Ich musste erst an Kobi denken. Aber jetzt mit von Kobi kenne ich gar nicht. Ich kenne Kobi auch nicht, deswegen habe ich es wahrscheinlich am Anfang auch so gelesen. Wann denn, Xada? Orangener Hebel. What the fuck, wie funktioniert das? Das ist so ein orangener Hebel und da ist unten. Oh. Ich muss gerade mal googeln. Steine, Tränich. Okay, vielleicht sollte ich noch mehr angeben. Ah, ich finde schon was. Trainer, ja. Ich habe sogar ein Gaspedal. Oh nein, Fehler bei der Datung. Fehler bei der Datenübertragung. Oh, warum? Übertragung. Wow. Übertragung. Eigentlich ist das nicht schlecht, weil ich müsste nochmal auf Toilette. Brauchen wir Gutscheine? Vasco sagt, man sieht's oben, ne? Mhm. Also ich brauche nichts. Ich habe noch 12 Mal Erfahrung fürs Team. Okay. Gib mir noch mal einen kurzen Moment. Also kurze Pause? Ja, ich muss gerade kurz, ja. Gut, dann gehe ich nämlich auch kurz. Okay, perfekt. Ich war mit euren Mini-Blasen, ey. Wir sind auch ein bisschen älter als du. Wahnsinn. Bis gleich. Ich hätte damit nichts zu tun. Psst. Doch gut aus. Wow, diese Wabbel. Du Arschloch. Ja, das bist du wohl selber schuld. Also. Aber Mann. Ich hatte einen Pilz, den muss ich irgendwie benutzen. Ja, aber nicht gegen mich, Mann. Gewundert. Ach, guck mal, ich könnte doch mit dem Messer auch bestimmt das hier aufmachen. Oder ist das too much? Aber ich gehe erstmal oben. Ich gehe hier. Ich gehe oben. Ach, ich hasse mein Leben. Ich kann mich nie für einen Weg entscheiden. So. Trotzdem haben die Gegner die Gefahr stehen. Nein! Ich hab ihn. Da läuft noch einer rum. Vorsicht. Oh. Genau der. Gefunden! Das ist super gut! Alter, man blickt die immer wegen Flug, ey! Kennt ihr noch einer? Limes? Da steht ja nämlich drin. Nein! Du hast eine Schneeballsteine versteckt, das ist unfair. Was? Das war Eis. Er hat mich damit getötet. Er hat mich damit getötet. Hör auf! Das tut weh. Ja. Hast dich gerade selber? Gott. Kinder. Ja, da geht rein. Nein.
Ach, du warst das? Ja. Gern geschehen. Ich würde es wieder tun. Ist hier eine Birne kaputt gegangen? Ohne Scheiß, das Spiel hat wirklich Spracherkennung. Ist die Birne kaputt gegangen? Klirr. Den Weg gehen soll, ne? die hören mich noch nicht, ne? Aber jetzt hören sie mich wieder. Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Ja, jetzt hören Hallo. Ich Sorry. Ja, ihr wart schneller fertig als gedacht. Ich bin gerade noch drin. Was bist du? Ne, ich dachte, das dauert genauso lange wie vorhin. Da dachte ich, da kann ich ja noch eine Runde anfangen. Wegen dir brauchen wir länger heute. Ja, wobei, ne, also wir brauchen länger. Ja, okay. Wir nicht. Dotas glorreicher Werkzeugfan. Wie sahen denn die letzten Matches aus? Sieg, Sieg, verloren, Sieg, verloren, Sieg, 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 verloren, Sieg, also... Ach, oben steht ja eine Summe. 26 Siege, 23 verloren. Ja, okay. Das hätte natürlich das von gestern. Das könnte man auch vortragen, ne? Ja, dabei ist er von gestern noch dabei. Da habe ich schon noch ganz frustriert den Hydranten gespielt. Echt? Ja. Aber hattest du nicht mal gesagt, du brauchst den Hydranten? Ja. Am Anfang, als du ihn dann noch nicht hattest. Aber da wusste ich nicht, dass der noch eine halbe Minute auflädt. Habe ich wieder gedacht. Naja, doch. 10 Sekunden. Und dann eine halbe Stunde schießen. Achso, ihr seid schon. 26 Sekunden. Achso, ich kann mir ja Zeit lassen. Stimmt, sitzt hier noch jemand in einer Lobby. Ja, Lobby's auf. Kubi und Blue Bricks sind die Unternehmen, die Lego verklagt hat. Okay. Glaube ich nicht mitbekommen. Ja, Blue Bricks ist der größte Lego-Konkurrent. Die haben auch mittlerweile richtig viel Lizenzware, so Schlösser und Ferraris und sowas. Oh, das ist krass. Und Lego mag das halt gar nicht, aber Blue Bricks ist, was ich bei denen richtig cool finde, du kannst einzelne Steine nachkaufen, das will Lego ja nicht. Aber Lego war doch auch mal kurz vor dem Bankrott, oder? Boah, das ist wo die sich mal einfach komplett verkalkuliert hatten, haben sich ja jetzt ja, irgendwie wieder... Ja, ich glaube ja, ja. Ich glaube auch mit so ganz, mit, was sie so angefangen haben mit den Lizenzsachen, glaube ich, oder? Ja, natürlich wollen die das nicht, ne? Die wollen halt so weiter ja. Mehr Monopolstellung, ne? Das ist halt schon. Ja, so läuft unser Wirtschaftssystem halt. So. Mehr ist halt immer noch nicht so ganz genug. Also selbst alles ist nicht genug. Ich habe irgendwann gemerkt, Lego ist Disney für Klemmbausteine. Ja, das ja. Ja, Disney, ey. Aber wenigstens ist das Disney Plus Abo fair. Vom Preis. Für den Konsumer, ja. Vom Preis her, ja. War die Cam schon die ganze Zeit an? Wow, Xara. Wer trinkt jetzt den Schnaps? Du Bauchlade. Was haben wir denn als Gegner? Froggy. Oh, zwei Airbrush, ein Disperser und noch irgendwas. Der will wohl einer ordentlich einfärben. Puh, Vorsicht, zwei Haie mindestens. Ja. Ah ja, stimmt, ne? Die Kali ist Tier und Pilz. Pilz, Pinsel, meine Güte. Pinselpilz. Ja, aber das ist nur so ein kleiner Pinsel. Nee. Ui. Einfach gestorben, wie so ein Lappenlauch. Pinsel miterledigt, aber ein Airbrush ist noch dort. Ja, Airbrush hat mich gebumst. Den hole ich mir, den Respawner hier. Pum! Weg ist er. Ja, da ist einer. Sehr gut. Nee,
War da keiner mehr? Doch, einer war noch, den hab ich gefrackt. Okay, Krempe meine Stadt. Bitte. Ja, kam ja irgendwie von beiden Seiten. Nicht mehr weg. Boah, hier wird aber gefärbt, ey. Ist das gut? Ah, du bist doch. Der hat gecampt. Linke Seite campt einer mit Pinsel. Musst du aufpassen, wenn er da versucht durchzugehen. Der kommt jetzt zum Meter. Er verfolgt mich wirklich! Geh! Oh, die Tür, als ob die uns beide gemacht haben. Oh nein, das, der Pinsel hilft noch. Die haben uns beide gebumst. Oh, unglaublich. Kann ich auch noch hoch? Oh, hi! Oh, Pinsel! Es kommt schon zur Regel, dass es nach der Pause mal erstmal schlecht läuft. Ja, ne? Wirklich. Pinsel, stirb doch, du! Dankeschön. Den ganzen Skill ausgepinkelt. Ah, wirklich. Das ist wie der Splat-Tank. Wenn der leer ist, dann geht nichts mehr. Ja, es ist auf Toilette, kommt nur eine Meldung hoch. Tinte leer. Mein Gott. Oh, oh Gottes Willen. Nein. Ich finde das gut. Falsche Deutsche. Das musst du sagen. Du Hurenäffchen da. Nicht gut. Nicht beide gleichzeitig. Nein, war ja auch so. Hinter dir, Windor. Ja, der war weg. Pinsel. Wo gehst du hin? Links, rechts, geradeaus? Links ist einer, pass auf, Vollboje. Achtung, Ding da. Ja, oh, das ist schlecht. Oh. Ich zieh die von uns weg. Den links. Hinter euch kommt ein Pinsel, Achtung. Komm nicht hinter dem her, der ist einfach zu schnell. Shit. In der Mitte und rechts. Ich bin so dumm. Wow. Oh, Pinsel, Mitte. Nein. Oh, nee. Ja, wir sind ein bisschen weg. Ja. Oh, Schwempe kommt. Mama, Papa, tot, ich bin! Oh nein! Vollboje hat mich gewreckt. Doch 1000 Punkte habe ich noch, kurz was. Ja, lief ja nicht gut. War anstrengend. Ja, bisschen. Glaub, Vasco. Knapp. Eng. Zeig Nase. Aber irgendwie stehen diese Titel eigentlich so klein da, oder könnt ihr die lesen? Ja. Wenn das nicht immer so schnell weg wäre, dann ja. Also ich finde die viel zu klein, also so klein, dass man so wirklich sehr schwer lesen kann. Okay, warte, von welchen Titeln redest du? Ja, die auf dem Splat-Tag da stehen. Hey, hier dieser... Nö, finde ich okay. Also, ja, okay. Gut, du sitzt vor dem Monitor, weil ich sitze ja auf der Couch vom Fernseher, das ist ein bisschen weiter weg. Du kannst doch okay, dann wird der Fernseher auch größer. Naja, schwierig. Müsste ich auf dem Boden sitzen. Ja, Schneidersitz. Nicht ja, so okay. Bequem. Nicht so bequem. Natürlich auch nicht. Ja, Boden ist scheiße. Wobei ich das früher eigentlich schon gerne gemacht habe, so teilweise dann irgendwie eine Decke halt eben untergelegt und dann einfach auf den Boden gesessen. Echt nicht? Ich kipp immer nach hinten rum. Wobei ich damals aber halt auch Teppich halt eben. Noch hier Papier war. Ist halt Laminat. Da sitzt man eh etwas schlechter drauf. Sowas kälter. Und als Rückenlehne hatte ich dann die Couch quasi. Also ich habe einfach nur vor der Couch gesessen. Ich hab das auf der Gamescom ja immer versucht, dann, wenn ich nicht mehr stehen konnte, da hingesetzt. Dann habe ich versucht, mich im Schneidersitz hinzusetzen, aber meine Statur ist nicht so Schneidersitz bevorzugt. Und dann fehlt die Rückmuskulatur, dann kippe ich halt immer nach hinten und dann rolle ich halt wie so ein Walross zur Seite und alle fragen, hey, was machst du da? Glaube ich. Dann habe ich mich entschieden, nicht mehr zur Gamescom zu gehen, weil es unangenehm war. Aber setz dich doch einfach dorthin, wo viele Leute sind, da kannst du nicht umkippen. Die sind aber eher so, die wollen, dass du dich nicht wohlfühlst in der Schlange, die Leute. Das ist so ja, ekelhaft. Das ist ja, ja. Weil die wollen, dass du gehst, dann können die nämlich einen Platz nach vorne. Stimmt. Relatable. Oh nee, der hat auch eine Airbrush. Ich will nicht ins 1-on-1. Nee, hat er gar nicht. Flügel. Nein! Nein! Da hab ich nicht drüber nachgedacht. Okay, es ist alles gelb. Ist egal, wo ich hingehe.
Ich bin so dumm. Wieso? Ich hab keine Tinte mehr. Ich hätte den Typen locker easy flockig wegmachen können, dann bin ich in sein Gesicht gelaufen, hatte keine Tinte mehr, der hat mich weggedrückt. Ich finde das so frustrierend, wenn man den Kampf verliert, weil die Tinte leer ist. Mhm. Ja. Dann kriegst du vielleicht noch einen, dann kommt halt ein anderer Teamkamerad. Und dann machst du den vielleicht auch noch und dann kommt noch einer und denkst, ich hab halt irgendwann auch keine Tinte mehr. Ja. Oh, rechte Seite ist ziemlich besetzt. Ich muss halt besser haushalten. Ich kann nicht haushalten, wenn nur gelb ist. Es ist orange, nicht gelb. Ja, okay, das sehe ich ein. Ja, okay, und zwar sonst also, immer gegen deine Gelbfarben, aber... Gelbfarben vor allem. Oh, Alter, was war das? Wie laggy war der denn? Ach, da war mit Bob Fallen an den What Bande. The fuck war das? Oh, und das ist jemand, glaube ich. Ah, nee, das ist schon. Nee, den habe ich gerade gemacht. Aber trotz, also woran seid ihr denn gestorben? Das war ja mega weird. An der Haftbombe. Ich bin eine Haftbombe. Ja, deswegen, das war total strange. Die war auch plötzlich da. Weil eigentlich war da nichts. Also als ich da stand, war da halt nichts und auf einmal lag der da rum und ich dachte, okay, what the fuck war das? Ich hab die nämlich auch nicht gesehen, deswegen hat mich das auch so irritiert. Ja! Der hat das überlebt! Ja, wieso verfolgt? Wieso ist immer einer da, wo ich bin? Das ist doch irgendwie. Ja, Stream-Sniper. Ich weiß auch nicht, also die Haftbombe, die war sehr unlegit, muss ich sagen. Also da. Das ist nur so ein dummes Äffchen bei uns. Wie viele Pinsel haben die denn? Drei. Drei, okay. Das erklärt, warum ich immer noch einen Pinsel als Gegner habe, wenn ich Pinsel. Ja. Ah, an den Getränkautomat werde ich wohl heute nicht mehr kommen. Ah, fuck! Alter, warum kann er so lange in meiner Tinte stehen? Okay, weil nicht genug Tinte? Ja doch! Oh, das ist nicht wahr. Leg dann! Oh, ich habe ihn noch gelegt, aber ja, ich konnte nicht mehr groß färben. Das kriegen wir nicht mehr. Okay, was? Belastung. Nur so viel gefehlt hat nicht, ne? Ja, noch mehr Belastung. Und auf Halsamer Mantaro Fanboy. Okay, okay. Hamtaro hieß die Serie, ne? Der Hamster, war das sein? Ja, das war, glaube ich, Hamtaro. Das hat mir nicht gefallen. Nee. Kenn ich gar nicht, glaube ich. Das war nach deiner Zeit. Ja, wahrscheinlich wirklich. Nee, Hamtaro, ey. Melodan. Grüezi. Grüezi. Dan hat mir gesagt, wie man das ausspricht. Hallo, Dan. Ich kann es immer noch nicht. Grüezi, oder? Ja, Grüezi. Auf jeden Fall nicht Grüezi. 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 Dan. Ja. Aber schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, dass Dan was gespielt hatte, heute oder gestern. Das Spiel sagte mir aber nichts. Irgendwas mit P war das, glaube ich. Pokémon? Nee. Das sagt mir ja was. Picross. Übe noch ein bisschen. Vielleicht muss Dan mir einfach einen Soundfall schicken. Leute, let's go. Zehnerkampf. Dota. Ich höre nur Dota, wie er sich aufrichtet. Oh, ja, okay, dann doch nochmal hinsetzen. Ach, jetzt wird seriös gespielt. Und ich habe gerade die Wanne gewählt. Mach sehr gut. Die Wanne ist gut Lantana auf der Map. Lantana und Fernblaster, das wird richtig spaßig. Ich finde Disperser auch nicht schlecht. Jetzt bin ich auf die scheiß Airbrush gegangen, ey. Disperser ist gut. Also Disperser ist, wenn der in Nahkampf kommt, dann siehst du alt aus bei einem Disperser. Was, go, Achtung. Gut an. Oh Gott. Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Ach du Scheiße, wie sind die denn drauf? Die sind richtig aggressiv. Ist bei Dota gut? Nee, gerade ist ziemlich schlecht. Okay. Ich hab gerade jemanden gebunden. Ich hab noch was Schlimmeres gewählt. Ich werd nicht dafür gestempelt. Ich hab überlebt. Pass auf, Stempel kommt in der Mitte. Okay. Oh, ich dachte, der flankt. Natürlich!
durch den Würfel durch. Michi. Oh, sehr schön, was du stark. Ja, irgendwie habe ich den weggemacht, weiß auch nicht. Ja, ist gut. Hat funktioniert. Und vorher noch die ich glaube, die Sprudelbombe abgewehrt sogar damit. Oh, da kommt ein Roller hinter die euch. Die kommt ja so ein bisschen langsamer an, glaube ich. Oh, keine Tinte. Übel. Menschen ohne Munition greift man nicht an. Ach. Nein. Oh, wo kommt der her? Der Splatanermann. Der ist rechts übrigens. Ja, der Roller-Dude war gerade hier. Oh. Hab dich beschützt? Ja, Roller-Dude war gerade vor mir hier. Pass auf, Meter rechts. Roller hinter mir. Ah ne, geradeaus. Oh Mann. Hab den Blaster rechts. Sehr schön. Geradeaus ist noch ein Roller und links. Oh, Stempel hinter mir. Stempelkissen. Aber ich kann ja auch mit der Farbe durch, der kischt mich nicht. Scheiße. Hoffentlich wirft er den nicht. So, oh, da war gerade einer. Oh, Stempel. Scheiße. Stempel Mitte. Ja, Roller war auch noch Mitte. Die habe ich zweimal gehittet. Oh, ist das heil. Alter. Okay. Pass auf, Roller ist in der Base bei uns. Versucht ein bisschen den anzugehen. Er hat mich einfach direkt gewone-shottet und ein Schild hingestellt. Rechts ist der Klecks-Roller, der ist unfassbar stark. Ja, ich war auch schon tot wieder. Ach, das ist schon wieder der Typ, der mich eben auch immer geholt hat. Ja, kommt zu uns. Ja. Wir haben zu wenig Zeit dafür, dass sie so viel eingefärbt haben. Ja. Keine Chance. Es ist immer der... Alter! Das ist der erste, den ich gesehen habe, der das Ding wirft. Aber der Rollerspieler, der zieht irgendwie das ganze Team, habe ich das Gefühl. Ja, Alter, das ist schon wieder ein One-Shot. Ich werde von denen allen gewone-shottet. Wahnsinn. Ich kann gar nichts mehr machen. Also eigentlich sterbe ich zu 90% durch den Rollerspieler. Der ist immer da, egal wo ich bin. Ja, same. Lutana verpisst. Oh, ja, schon wieder der Roller. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das haben wir nicht. Die hatten nur einen Roller, oder? Ach, das sieht aber gar nicht so schlecht aus, aber ja. Ach, schade. Oh. Weil die zu viel unsere Base. Der Rollerspieler hat halt unsere Base einfach komplett eingenommen, kann man so sagen. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Ich hab den noch nicht umbekommen. Ich hab den ein paar Mal gehittet, aber ich kam halt von der Range her nicht dran und dann hat er einfach einmal. Ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte es was werden können. Oh. Bekleck's mich, Daddy. Oh, Genesis. Okay. Heute Abend Mario Kart mit Vasco. Oh, my Maps. Ah, nein, my Maps. Da, oh nein. Da war ja noch dieses komische irgendwas da. Dieses, keine Ahnung, Turnier, das man da mitfahren kann. Theoretisch, aber bringt ja eh nichts. Aber für den Fun? Ich müsste ja irgendwann noch essen. Für welchen Fun? Wobei, habe ich gerade gesagt, Mario Kart für den Fun, das ist ja, du bist ja auch gut in Mario Kart. Mach das mal T-Shirt voll. Ja, kann ja, ich, natürlich unheimlich gut. Genau, das ist ein offizielles Nintendo-Turnier. Da ist Brain ja das letzte Mal insgesamt über alle drei Länder Zehnter geworden. Sind wir alle raus? Ja, ja, Arena-Wechsel. Na, wegen Map-Wechsel. Ach, es war ja Arena. Ist ja, ja, okay. Oder Map-Wechsel. Sorry, das ist. das ist 10 Sekunden her. Das übersteigt meine. Oh, ich muss los, Bruder. Mein Mario Kart geht leider nicht. Mhm. Was hast du brauchen für einen Fehler? Brauchen wir noch einen Gutschein? Irgendwas hier futtermäßig irgendwas? Also ich gucke nach. Ich kann theoretisch. Warte, ich hab glaube ich noch was. Ich guck mal rein. Aber nicht mehr viel auf jeden Fall. Ich kann Erfahrung für alle machen. Ich gehe mal gerade zur Treppe. Ich habe noch 9 Runden Erfahrung für alle. Na, da warten wir noch. Aber ich könnte noch einen Triton einlösen. Und jetzt ziehe ich das goldene Banner und es ist ein Getränkekupfer. Okay, noch ein Versuch. Ich habe aus dem ganzen Ding bis jetzt nur einen einzigen Banner bekommen. Ich habe sonst nur diese scheiß Gutscheine gekriegt. Ja, Gutscheine sind aber auch gut, erstmal. Ja, ich brauche aber nicht 100 davon. Ja, genau, gut. Gutscheine. Oh Gott. Ich sehe, Spaß ist heute da. Ja, habe ich schon mal vorgelesen. Der ist immer noch da, ja. Raum ist offen. Also für euch zwei Linder kämpft wahrscheinlich gerade. Ihr habt nicht gehört, dass ihr aufs Klo geht. Ich glaube, dass der Raum offen ist. Ah, ne. Okay. Ich dachte schon, das Blutum wäre abgestürzt, aber nein. Nice. Okay.
Gutscheine oder die Splat-Decks bekommen. Diese Titel. Diese Lobbymusik ist weird. Ah, was ist das? Makrelenbrücke? Genau, die Makrelenbrücke. Das ist die Map, wo drauf es den Dreikampf geben wird morgen. Ich weiß noch gar nicht, wie das stattfinden wird. Wo startet denn der Dritte? In der Mitte? Ja, eigentlich ja. Also, warum habe ich nicht auf A gedrückt, ich Depp? Weil du dachtest, A wäre unten? Ja, weil ich dachte, ich schon gedrückt habe. Hm. Makrelenbrücke. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, welches Team diesmal das Führende da sein wird, was alles abkriegt. Ich bin auch gespannt. Sie haben ja gesagt, sie haben es genervt. Vielleicht ist es ja nicht mehr so katastrophal. Haben die es genervt? Ich meine, wir haben nur gelesen, dass die Kämpfe nicht so oft kommen. Ja, ja, eben. Zum einen das und zum anderen haben sie ja noch irgendwie geschrieben, sie haben Veränderungen vorgenommen, whatever das heißt. Okay. Das kann natürlich auch bedeutend schlechter ausgehen. Es gibt jetzt drei Sprenkelanlagen. Ja. Juhu, Zehnerkampf. Wir können uns redeemen. Hey, schon wieder. Oh, nicht auf der Map, oder? Doch, doch. Ja, doch, natürlich. Da kann ich auf die Maps gucken. Mit dem schönen, beweglichen Mittelteil. Oh, fuck. Den man einfärbt und dann fällt er zusammen und du denkst, warum habe ich das eingefärbt? Oh, wie viele Zehnerkämpfe? Warum? Ich habe auch noch gar nicht geguckt. Es gibt keine News mehr, wo unten so Namen draufstehen, dass einer Zehnerkampf gewonnen hat, ne? Weil wahrscheinlich jeder zweite Kampf ein Zehnerkampf ist oder so. Ja, das ist doch jetzt erst unser vierter. Ja, aber es spielen auch noch andere Menschen als uns dafür. Die werden es bestimmt nicht schon 20 gehabt haben. Oh, fuck. Ah, ich komm von hinten. Oh, wo ist er hin? Shit, er hat mich ausgedribbelt. Und wieder zurück. Okay. Wo kommen die Wichser? Oh nein, die Krabbe krabbelt. Oh nein. Off. Mr. Krabs ist gar nicht so entspannt. Nein, nee, die haben mich vorbeigeholt. Der hat ich keine Freunde. Was? Kommt Asko? Aber Lenneke ist auch schon mal öfter in die Mitte, muss ich sagen. Ist gar nicht mehr so basisfixiert. Was? Ich sag, du bist ja gar nicht mehr so basisfixiert. Ich bin zu müde. Ich bin zu müde für die Basis. Das schaffe ich noch! Nein! Mit dem blöden Heilen will ich dann ja doch nicht so lange aufsparen. Die Getränke kann ich ja einfach vorwerfen und weitermachen, weil Ist ein bisschen anders. Pass auf, hinter dir. Ja, vor mir und hinter mir. Gibt's noch irgendwo was nicht eingefärbt? Ah, das ist ja noch Mr. Krabs, Alter. Das ist ein Zählerkampf, wir müssen auf jeden Fall auch einfärben. Zack, 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 zack. Ich geh mal rechts die Plattform da nehmen. Ja, Mitte wird gerade brutal getaked. Rechts, den hab ich. Sehr schön. Ich geh mal ui, Doppler, Schwapper, nee, Doppler hat mich. Schwappel? Ich hab den in der Mitte, den Sniper. Sehr schön. Ich geh außen. Ist noch jemand in der Mitte? Nee, ne? Ich bin in der Mitte. Ja, genau, von den Gegnern meinte ich jetzt. Nee. Gerade nicht. Sehr schön. Aber der Sniper ist wieder da. Kommt mal da drüber. Pass auf, Mitte kommt. Ich glaube, ich habe den Sniper erwischt, zufällig. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Haben wir noch 30 Sekunden, dann kommt auf jeden Fall wieder. Oh, ja. Fuck. Zwei zur Mitte. Hab beide. Sniper ist in der Mitte. Da kommt noch einer, den schaffe ich nicht mehr. Der ist, kommt links in die Mitte. Fuck, der Sau. Der Doppler, der hat Doppler. Oh nein, 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 nein. Oh, Bombe. Ich komme zu Linda. Ja. Fuck, das ist schlecht. Runter. Wir verlieren gerade. Scheiße! Ja, das holen die gerade. Nein, ich wollte gerade den Hai zünden. Ah, das haben wir verloren das am Ende. Sie, schade. Das haben sie sich jetzt geholt. Wir hätten es gehabt, wenn. Schade. Wow! Oh, wow, wie close. Ärgerlich. Ich finde, da haben wir jetzt aber beide einen Fünferkampf verdient für. Also, Fünferkampf. Also, ich fand, wir haben eigentlich die ganze Zeit immer so nur ein bisschen vor, aber. Ja. Es sind halt immer diese schmerzenden letzten 20, 30 Sekunden. Mhm.
dritten Kackhai einfach zünden sollen. Hast du noch einen? Ich hatte den jetzt ganz am Ende gekriegt, aber ich hätte einfach mehr an den Rand und dann mit dem Hai reinschwimmen. Und dann wäre das besser gewesen, weil ich musste die jetzt in der Mitte pushen und dann haben sie mich im Hai halt gekillt. Ach so, das war kacke. Ich hätte einfach safe spielen sollen. Lol, der Sniper hat keinen getötet, sehe ich gerade. Oh, nicht gut. Echt nicht? Dem wurde die bestimmt aufgedrückt, ich kenne das Gefühl. Was habt ihr mit Linda gemacht, dass sie so müde ist? Sie muss doch noch arbeiten. Das waren nicht die Jungs. Das waren nicht die Jungs. Wir sind nicht anstrengend. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. War ich. Okay. Das würde Tüte nie tun. Doch, das würde Tüte tun. Nein. Bei mir würde sie es tun. Ich würde mich immer aus... Ne, warte, ich muss aufpassen. Sie würde immer dafür sorgen... Nein, ich mach gar nichts. Dass du dich in deinem Einkaufsladen nicht mehr blicken lassen kannst, weil... ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich es zusammenbauen soll, dass es okay ist. Deswegen lasse ich's. Morgen, Papa. Ui. Sehr schön. Oh, hinter uns. Noch einer. Oh, erledigt. Der hinter uns auch. Hinter uns weiß ich nicht, hinter uns nicht, glaube ich. Also ich. Doch, hinter uns habe ich gerade überfahren von Hai. Aber neben uns ist jetzt noch einer. Oh. Pinsel ist noch neben. Bei denen. Ja, irgendwo ist er da noch. Einkaufsladen. So. Wo ist der? Ja, da ist der Getränkautomat. Ich gehe wieder zurück. Was? Wie haben wir das Dankeschön. Mach mal einen aus Ninja. Oh, super geil, Nether. Er hat mal ganz viel. Ich bin runtergefallen. Das geht dann nicht. Oh, Mist. Unten, Pinsel, Achtung, Meter bei dir. Ja, der ist durch die Lücke gehuscht, die dumme Sau, Alter. Nein. Oh Mann. Da kommt einer, den nehme ich mir. Tschüss. Dankeschön. Oh, ich bin so blöd. Oh, warte, bei dir. Oh. Nee, ich bin runtergefallen. Das war ganz schön dumm. Warum machst du es dann? Oh, der Mitte ist voll. Ah, nice. Das muss in die Mitte. Das passt so geil gerade. Ah, die Strahlen, Mann. So viele. Ja. Zwei sind noch bei deren Seite. Die haben sich gekreuzt. Oh, Pinsel. Hey. Mann. Die stehen auf dem Fall. Jetzt bleibt ihr doch einfach rein stehen. Willst du mich verarschen? Ich wusste nicht, dass in der Mitte welche sind. Pinsel geht nochmal zur Mitte. Ja, einer kommt ja. Oh, ja, Doppler ist hier bei mir. Ich pushe jetzt gerade mal nicht so, weil die schmeißen super viele Granaten. Und jetzt gerade hier kommt ein Mate. Ich versuche aber jetzt gleich mit dem Heider in der Mitte zu fahren. Das wäre mega geil. Oh, Achtung. Oh, Strahle. Oh. Hinter uns! Oh, die Krabbe, das ist eine Krabbe! Das ist eine Krabbe. Er hat mich gepusht, rechte Seite. Rechte Seite, ist gerade von allen Seiten deiner. Ja. Moin, Meter. Keine Chance mehr. Oh, nee, Linda, Pinsel, nice. Fick dich, Pinsel. Ich hab gar nichts gemacht, aber okay. Ja doch, du bist gerade in der Gegnerbasis am rumdüsen. Ja, und der scheiß Pinsel ist mir hinterhergekommen. Ich hab nichts machen. Ja, okay. Sind wir blau? Nee. Wäre manchmal angenehmer. Von der Leistung her sind wir definitiv blau. Aber dann war das doch jetzt dasselbe Team, oder? Wenn wir orange gespielt haben, nicht gelb. Hatten wir vorher nicht die ganze Zeit. Hab Linda Katzenvideos gezeigt, deswegen ist sie so müde. Genau. Aber Katzenvideos machen doch nicht müde. Ja, wer weiß, wie du anguckst. Vielleicht miau, miau, miau. Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Ich kann es nicht ändern. Einfach nur. Was, Alter? Mach der Dame doch mal einen richtigen Kaffee. Bah.
habe noch Kaffee da, stimmt. 6 Stunden Nyan-Cat. Ja, okay. 6 Stunden Nyan-Cat. Wenn ich bedenke, wie Linda eben immer mitgesungen hat, dann ist das natürlich anstrengend. Ich habe gar nicht mitgesungen. Du hast es versucht. Aber das klingt. Das eine Lied ist immer halt dieses scheiß Nyan-Cat-Ding und das andere erinnert mich immer an so ein 80er-Lied. Aber du kannst noch 10 Mal fragen und wirst keine Antwort kriegen. 10er-Kampf, oder was? Aber ist mir auch egal wer, aber einer von euch mit nochmal, wie das Lied ging, ich hab's nicht mehr im Kopf. Nutz Google. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich es gehört habe, war bei Avon oder dieses Boschi-Ding. Das ist schon 10.000 Jahre her, weil das 10.000 Jahre alt ist. Du machst die Zahl 10, kann das sein? 10.000, 10.000 Jahre, 10er-Kampf, 10 mal Fragen. Kann sein. 10.000 Brutto im Monat. Schön war's. Oh, die haben 3er-Siegesserie. Finde ich cool. Kann die färben? Jo. Geil. Ah, die Map kenne ich und die hasse ich. Cool. Kenn ich, die hasse ich. Cool. Oh, die pushen auch direkt Mitte. Ja. Ich fahre da jetzt einfach rein. Ja, das ist gut. Da ist nämlich einer. Ja, oh, der hat sich verpisst. Ja. Was war nochmal die Map, die wir eben gespielt haben? Gar kein Plan. Diese komische Bewegdingsbombe. Ach ja, genau. Gibt es eine Waffe, die auf beiden Maps gut ist? Dann noch ein schwacher. Oh oh. Oh. Getränk. Oh, Raketen. Oh, hallo Sniper, schon da. Sniper tot. Willkommen als Reinforcer. Sniper tot, alles im Lot. Hä, wo ist denn unsere Farbe, Alter? Tschuba. Spielen wir auch grün? Ja, schön wär's. Wie haben die beiden das überlebt? Die drei. Ich nehme alles zurück. Oh, Fisch. Also Hai. Fisch. Haifisch. Oh nein, da geht einer unserer Button. Ne, das ist der Sniper. Jo! What? Sichi. Ganz sichi. Oh. Ach, Arschloch. Unicamp. Ja. Pass auf, Meta, ich muss dich da gerade mal so ein bisschen alleine lassen, dass der da nicht pusht. Das ist okay. Sind jetzt mittlerweile die ganzen Profis aufgewacht oder was ist da los? Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn eigentlich los? Das war aber für die nicht so schlimm. Die ganzen Profis, die schon heute von 2 bis 9 gespielt haben, die sich dann hingelegt haben und jetzt sind sie wieder wach. So. Oh oh. Gott sei Dank, hört wir auf mich! Wo kommt ihr alle her? Der Tuba ist eine lange Range. Okay, du hast recht, Vasco. Tuba schreibt gerade im Chat. Mami. Die sind wirklich jetzt alle aufgewacht. Die Suchtis. Hallo Tuba, freut mich, dass du da bist und wach bist. Es läuft, ja, es lief bis eben gut, bis ihr aufgewacht seid. Wahrscheinlich durch diese Arena-Wechsel-Nachricht. Wir haben es aber immer noch close, also. Ich hab, ist eine Pixel-Entscheidung. Ich hab Oni-Chan! Millipixel-Entscheidung. Ich geh von hinten ran. Was? Und dann die Wanne nimmt mich. Richtig viele gefrackt, 2 Typen. Ich geh der Wanne hinterher, ich geh der Wanne hinterher! Sie hat mich. spring nicht zur Wasser, oder? Spring nicht zur Wasser, spring zur Wasser. Stell ihn doch nicht so weit in die Gegend. Dann müsst ihr noch ein bisschen pushen, dann haben wir das. Das überleben wir doch nicht bis dahin. Das ist nämlich das Problem. Ich sterbe manchmal, also jetzt nicht heute, weil da hab ich drauf geachtet. Nee, ich sterbe manchmal, wenn ich so random spiele und die stellen den Getränkeautomat. Och nö. Ich bin so gierig, so ein Getränk davon zu kriegen, ja, dass ich dann einfach sterbe, weil die den so weit reingestellt haben. Ich bin seit 2 dabei und hatte nur eine kleine Mittagspause. Da muss man dann ja auch nicht wieder 5 Meter zurückschwimmen, um es da hinzustellen. Das ja, auch keinen Sinn. Ja, ich verstehe das ja auch. Aber wenn um den Getränkeautomat nur Gegner Tinte ist, ist es echt schwer dran zu kommen. Du hast eine Waffe, nutze sie. Das ist ja mein Problem. Der Tubal spielt echt seit 2 Uhr durch. Es ist. Tubal, das ist nicht gesund. Nee. Nee. Kleine Mittagspause heißt wahrscheinlich
einfach nur eine Tomate reingeschoben oder so. Andererseits Mittagspause, ich 5 Stunden, hier 5 Runden Salmon, dann mach ich den Turf vor. Ja, oder so, genau. Aber Tubal ist auch Werkzeug, glaube ich. Ja. Stimmt, alle sind Werkzeug. In der App kann man das nachgucken, ne? Hast in der App gesagt. Kann man nachgucken. Eben, deswegen, Dwayne ist ja auch Werkzeug. Da online, nee, online. Also wie gesagt, also aus meiner Freundesliste, alle außer Zugi sind Werkzeug. Korrekt. Freundesliste, nee. Ich wüsste nicht mal, wo das steht. Es gibt einen extra Punkt Splatfest. Ja, da bin ich draufgegangen, aber da steht nicht. Ah, jetzt hat es. Nee. Doch, Abstimmungsergebnis oder so irgendwas. Ja, da bin ich nicht draufgegangen. Ja, da. Oh. Zehnerkampf, juhu. Ich kann gerade nicht. Ich verliere immer wieder. Wir haben nochmal eine Chance, uns zu bedienen. Oh, bei mir sind so viele Zehnerkämpfe. Es ist halt echt so. Gefühlt haben wir mehr Zehnerkämpfe als Siege. Also seit wir das zweite Mal pinkeln waren, ja. Ja, aber wirklich, seitdem geht wirklich nichts mehr. Apropos pinkeln. Nein. Ja, ist ja, gut. Nein, vielleicht wird es nach dem dritten Mal besser. Wieder. Ich habe halt auch viel Energy getrunken. Das ist wie Eistee. Die Zeiten, dass ich 4 Stunden... So, 2 sind down. Das Brettfest am Stück spiele. Schnapp ich mir jetzt den Huhn. Juan Carlos Montoya ist auch down. Nummer 4. Hab ich auch. Nice. Alle down. Nice. Nice geswiped. Sehr, sehr geil. Ach, gewiped. Ich sag mal swipe, nicht voll die Tür. Hey, du spielst doch die Airbrush, oder? Wie hast du die alle down bekommen? Mit Hardwork und Dedication. Noch einer down. Boah, weg. Ich will jetzt gewinnen. Oh, ein Getränk, wo ich drankomme. Ich will jetzt gewinnen. Den nehme ich, Dota. Ich will auch einen. Okay, pass auf, da sind aber 2, ne? Nur es ist 3 jetzt gleich. Einer down. Dann nehme ich noch alle. Noch einer down. Noch einer down. Let's go. Abfahrt. So die Clouds sind bei uns schon richtig eingefärbt? Nee. So ein bisschen. Beides geht aber schon trotzdem. Ist ausreichend. Ja, ist ausreichend. Irgendwann stirbt einer von uns und dann. Oh, viele. Zu viele. Einer ist tot. Noch einer down. Alter, ich mache heute die 10 Kills voll jetzt in diesem Match. Runter von meinem Grundstück. Vielleicht sagen die jetzt, oh, sind die zwei harter wach geworden? Aber ich würde nicht zu viel riskieren, weil wenn wir wieder verlieren nachher, dann geht wieder alles in die Buchse. Ich halte hier einfach die mit. Oh. Pass auf. Roller. Alter, kurz sei Dank ist der Roller komplett an mir vorbeigerollt. Ich weiß gar nicht warum. Oh, Getränk, wo ich rankomme. Genau so, wow. Hi, Achtung. Achtung, hi. Ja, ist ich vorbei. Begrüße ja, ihn. Oh, ich wurde gemacht. Oh nein, ich sterbe. Oh, oh, ich hab überlebt noch. Roller ganz knapp. Roller, komm bitte. Roller hab ich. Aber unsere Base ist sehr geil. Wir kommen jetzt, ne? Ja, wir kommen. Okay. Jo. Aber bei mir wird's jetzt hier eng. Komm nämlich jetzt alle. Achtung, hi. Scheiße. Okay, den einen hab ich hier. Mitte geht noch. Stirb doch, Junge. Ich sterbe jetzt. Ich bin tot, Mitte frei. Ihr müsst kommen. Ja, wir kommen. Wir machen gerade nur das ganze Gelbe weg. Aber die kommen jetzt alle in die Mitte. Ja, weil gelbe Base ist bad. Ja, das ist richtig. Das ist orange, Kinder. Ja, okay, orange, ja. Du Hure! Alter! Oh, ich hab ihn noch gemacht. Okay. Oben steht noch einer. Jetzt müsst ihr nur ein bisschen. Ich bin wieder in der Mitte. Rechts bricht einer durch. Der kommt aber auch nicht runter. Er hat die Wolke geworfen. Die haben hier einen Getränkestand aufgestellt. Oh nein, einer geht in unsere Base. Ich hol den. Einer down. Einen hab ich weg. Gehe bei denen in eine Base. Ich schärf den ganzen Bums hier durch. Ich hab den geblockt. Nein. Nice. Wir haben. Boah. Fiese Martell. Ja. Boah. Das ist cool. Das ist bitter. Knapp. Knapp. Das war schön. Ich war mir bis zuletzt nicht sicher. Das war ein schöner Zehnerkampf. Ja, es ist schon irre, ne? So, danke, Dan. Es ist einfach besser anfühlt, wenn man gewinnt. Das ist komisch, ne? Verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Ja. Oh. Boah, ich hab 13 12. Kills. Du. Hä, wie...
Da schon wieder. Festmuschel. Wenn wir 10 hätten, hätten wir wahrscheinlich eine höhere Chance auf einen Unterkampf oder so. Ach, doch, dann ist das ist alles, glaube ich, nur da, damit die Leute, glaube ich, mehr und länger spielen. Also wie Tubal. So wie Tubal. Das war eine gute Runde. Das ist Dedication. Das ist Dedication. War schön. Oh, da waren Meta und ich ja echt im Blutrausch. Alter. Ja, ist krass, ne? Den 10er-Kampf wollten wir haben nach den ganzen letzten Niederlagen. Aber jetzt Pause. Gott sei Dank hatten wir den 10er-Kampf nicht auf dieser Map. Ohne Scheiß. Ich mag die Brücke lieber. Ja, hatten wir ja eben den dabei verloren. Ja. Aber, der, aber auch nur knapp. Das stimmt. Ich glaube 0,2, ne? Das war doch der. Ja, so bitter vorhin, ey. 0,52, irgendwie sowas in die Richtung. Nee, ich glaube, haben wirklich gewonnen. 0,2. Wir hatten Komma. Oh, nee, die hatten Komma 5 und wir hatten Komma 3. Ja, ich komm nicht darüber. Hey. Oh, oh! Der kam von unserer Seite, what the fuck? Okay. 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 Dann nehme ich dich halt so. Er ist abgehauen, dieses Sau. Der hat mich ausgetrickst. Okay, das hat eine lange Reichweite. Ach, die Gelle. Ich färb links noch ein bisschen nach. So, noch ein bisschen. Ah, oh, fuck, aber ich werd hier. Ja. Pass auf, was grünt hinter dir kommt einer. Oh! Jo! Oh, zwei. Sind beide noch am Leben. Ah, da komm ich nicht hin. Der Yuzuke hält. Das ist gerade ein bisschen heiß, aufpassen. Yep. Da bin ich genau reingesprungen. Oder das Ding ist halt. Ja. Ja, der setzt die ganze Zeit sein. Ich bin noch etwa zur Seite, hab ich gehofft, dass es geklappt, aber es war zu lang. Hab ihn bekommen, den Yuzuke. Oh, da kommt einer zu uns hoch. Der Yuzuke ist stark, ja. Der ist echt stark. Ja, der guardet da die Brücke, muss man aufpassen, wenn man darüber geht. Okay, was braucht keine Hilfe? Ui. Doch. Ne, jetzt nicht mehr. Der Sleepay schläft wieder. Oh. Ja, in der Mitte habe ich hier den Gallen durch. Oh, Sarah, ja, der nervt mich auch schon. Der macht hier seinen Verbindungsteil da in der Mitte. Oh, die zonen mich. Ich kann da gerade nichts gegen tun. Ich will ja gerne in die Mitte, aber unsere Basis ist auch die ganze Zeit farbig. Ja, pass auf. Ach, den Gallen kommt hinterher. Ja. Nice, oh, Teamkill. Da kommt noch einer. Ich habe keine Tinte mehr. Ah, shit. Nein, nicht dich, Schwale. Ach, das ist der Gelb. Ah, das shit, nee. Oh, einen habe ich oben in der Mitte. Lass mal nicht sehr wählen. Schön, ich schmeiß da nochmal Nades rein. Komm mal zur Dota. Oh, hier sind drei. Drei sind rechts. Rechts kommt nochmal einer zu uns in die Base. Ich hab den Yuzuke, nice. Kann der schon mal nicht verstören. Fuck. Muss hier gegenfärben, weil irgendeiner färbt hier komplett unseren ganzen Bereich. Wir sind so dumm, wir sind so dumm. Ich hab nochmal richtig reingefärbt. Hoffentlich reicht das. Ja, ich hab bei denen ein bisschen probiert, aber da kam mir der Yuzuke entgegen. Ich glaub nicht, oder? Doch, könnte, haben wir. Könnte klappen. Locker. Ich sollte es wirklich aufgeben. Ich sollte es wirklich aufgeben. Ich sollte einfach nichts predikten, wenn ich die Map sehe. Das ist... Oder wir sagen immer das Gegenteil von dem, was Vasco sagt. Tüte fragt, wie? Ja, wie? Hast du doch zugeguckt, oder nicht? Was haltet ihr eigentlich von diesen Abschussdingern am Spawn, statt wie es vorher war? Ja, vorher war scheiße. Da kamst du teilweise gar nicht raus. Ach, schon, ach so. Also diese, wo du halt wählen kannst. Wo du das ist schon willst. Nervig irgendwie. Okay. Hä? Meinen wir dasselbe? Ich überlege auch gerade.
Ja, dass du halt am Anfang nicht in den Spawnpunkt startest, sondern halt auf dieser Kaffeemaschine. Ja, also ich finde das eigentlich oder? Ganz... Ja, so in der Luft. Dass du halt eben direkt sagen kannst, ich gehe jetzt nach rechts und so. Mensch, bedenke, dass das... Also ich finde es tatsächlich auch... Damals standst du in der Spawnkugel, die nur unter Beschuss stand. Du bist ja gar nicht rausgekommen. Ja, wenn du aber gerade belagert wirst und dann hinspringst, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Doch, ich kann, nee, nach, ich kann halt auch nur nach rechts überrennen. Springen und sterben. Ja, du stirbst trotzdem. Ja, aber ich sterb nicht monoton. Ja, keine Ahnung, das ist... Aber die haben die Maps auch so gebaut, dass das fast schon gar nicht mehr vorkommt, weil die Kämpfe nur in der Mitte stattfinden, eigentlich hauptsächlich. Mit Skill, danke Dota. Endlich sagt's mal einer. Das Cup ist übrigens ein Tippfehler. Siegesserie 2. Ja, da guckt er, ne? Hat der eine Schaufel? Was hat der da? Das ist dieser. Also auf jeden Fall gerade Werk. Bitte? Auf jeden Fall gerade bloß Werkzeuge gegen Werkzeuge. Ah ja. Echt? Woran erkennst du das? An der Farbe. Wir haben kein Lila. Ach so, ja. Das ist. Wir spielen nämlich gelb gerade. Richtig. Ui. Oh, die sind aber ganz schön offensiv. Oh nein. Ah ja, okay, unser Team ist gut. Du meinst offensive, das war. Okay, die spielen echt. Aber ist ja gut, weil die spielen ja halt für unser Team. Das ist ja gut, wenn sie gut sind. Aber nicht gegen uns? Ja, die können, das ist ein Freundschaftsspiel, Leute. Kommt mal wieder runter. Alter Schwede. Okay. Ich geh halt echt ein bisschen ab, Alter. Kommt mal wieder runter, aber nicht runter zu uns in die Base, Mensch. Das war nicht gedacht. Mittlerweile kommen wir wieder hoch. Wie war das mit dem Basecampen eben? Oh Mann, ey. Das macht nämlich voll den großen Unterschied. F'st du gerade? Alter. Irgendeiner ist da. Der Eimer. Dieser Huren-Eimer ist hier schon wieder. Ich mach jetzt bei denen Farbe. Was haltet ihr davon? Ich seh's auf der Map, da zieht sich was durch. Oh nein, das hat mich einer entdeckt. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Aua. Es zieht sich was durch. Alter, dieser Dreier-Schwapper, ey. Ich geh zu Linker. Link. Lindor. Moment. Das ist nicht gut. Sag mal so, ist nicht gut. Das kämpft dann. Okay, nämlich. Ich bin schon wieder tot. Aber da war ein Getränkautomat. Ja. So. Er hat hier einen. Stimmt doch, ich hab ihn. Ja, genau. Ich glaube, das zählt ja zu einer der schlimmsten Matches heute. Ja, aber es ist ja unser Team, es ist ja. Ja, von daher ist es ja fürs Endergebnis ist es ja okay. Ich will mal einen töten. Ich hab einen getötet. Das ging ja schnell. Was für ein Loser, Alter. Wenn doch nur alle Wünsche so schnell davon gehen würden. Achtung, da, oh, da ist ja einer. Ui, ja, ich hab ihn. Goof, ja, okay. Da werde ich weggebumst. Bitte verfolgt mich nicht. Ich bin ein Pinsel. Guck mal, Music Monster, der spielt die Heldenreplik. Die kannst du auch haben. Oh, dieser scheiß Eimer campt hier immer, ey. Wieso will sie den Singleplayer nicht durchspielen? Es ist so. Sie will. Aber auch nicht. Aber? Und sie wollte ja auch in 2 und 1. Ne, wollte sie glaube ich nicht. Sie hat noch nicht. Aber sie will noch mal. Ja, der Singleplayer ist schon cool. Also da haben die sich schon auch gut Mühe gegeben, muss ich sagen. Oh! Alter, Wahnsinn. Okay, die campen auch einfach in der Zeit. Aber für die Gegenwehr haben wir uns ganz gut geschlagen, finde ich. Hättet ihr eben keinen getötet, hätte ich die Basis von dem noch besser einfahren können. Der kam nämlich nur, weil er einen Respawn hatte. Das heißt, nur weil einer von euch zu gut war, hatte ich da die Probleme. Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Weil die hätten das nicht gemerkt, safe. Bestimmt nicht. Ich habe halt wirklich nur einen Kill, ne? Dafür, dass man das 3 Teams gibt, frage ich mich, wie ging das andere Team? Okay, der Satz, ich warte. Dafür, dass es 3 Teams gibt, frage ich mich, wie man gegen das eigene Team spielt.
Ja. Naja, indem vielleicht alle so gewählt haben, wie meine Freundesliste und unsere Freundeslisten. Ah ja, genau, da war ich Werkzeug, ja. Ne? Da war ich ja ursprünglich. Das ist wieder krass übergewählt. Teams deiner Freunde. So, wer hat Futter? Zelda, Danny, Zugi und Spaß hat der Noah und gar nicht Schlesen. You. Okay. Sherpa, GG für eine Niederlage. Dankeschön. Das baut auf. Danke, Sherpa. Gut gelost. Oh, ich hab einen Krampf in der Rippe. Was haben die denn? Doppler, Helde, Wanne. Ach du Scheiße. Ganz ja, nee. Toll. Wanne muss das. Wirklich nicht sein. Kann ich nicht. Finde ich gut, wenn die jemand spielt. Wenn ich die spiele? Ja, auch gar nicht. Vasco spielt die! Du jetzt verstehst das! Ein Sieger gegen unser Team. Das war ja der Gag! Ja, den habe ich aber nicht verstanden, den Gag. Ich habe Shannon erledigt. Shannon? Oh. Das Ding tut mir einfach nur in den Augen. Alter, ich weiß nicht, wo der Typ hin ist. Hier war gerade ein Dude, den habe ich angehittet und dann war der einfach weg. Okay, das ist nicht gut. Nee, weil der hat nicht überlebt. Spaß lag doch mit 36% vorne bei der Teamwahl. Das stimmt. Ach, oh, okay. Warst du eigentlich wirklich ausgeglichen? Ich hab Topsy! Bist du hin, du trägst die davon, bist du tot, okay. Ja, hör auf, Wolk, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Okay, ich hab Snanky erledigt. Ist Snanky inkognito unterwegs oder? Das kann sein. Snanky, oh, der Hanky. Abbombe! Gelbe waren hinter mir. Shannon war es. Ah ja, okay. Das gibt's doch nicht. Oh, ich bin so ein Fisch. Oh, Mann. Was denn jetzt? Octoling oder Inkling? Octoling, glaube ich. Du bist Octo. Ich meine. Ich habe ja bei 2 habe ich Octo gewählt, weil das ja dann neu war. Und bei 3 habe ich es gewählt, weil es in 2 neu war. Bei 4 kann man dann wahrscheinlich Manta noch spielen. Ich hätte gern diesen Tintenfisch wieder. Der nein, Tintenfisch war schon eine coole Ult, ja. War ein bisschen overpowered vielleicht, aber... Nur als Gegner. Wie krass confident die einfach da die rechte Seite. Mein Gott. Okay, ich hab Dr. Topsy. Dr. Topsy hat mich 2 Sekunden... Also, geh mit der Robobombe. Die lief wohl noch rum. Pass auf, Meter hinter dir ist. Ich komme aber nicht dran. Ich hab keine Tinte. Der Schnenko hat zu viel Reichweite. Oh, Kind hat die Treppe. Ich färbe nochmal gerade die rechte Seite, die ist noch komplett farblos. Oh, hinter mir. Oh, fuck. Ah, diese Heldenrippe, ich krieg diesen Typ nicht down. Ich krieg den auch nicht. Meine Güte, Wahnsinn. Das hab ich überlebt. Hä? Ah, oh, wo ist das? Wer ist das? Topsy. Ja, Topsy krieg ich down. Der ist nicht top. Oh, jetzt haben wir Schnenki. Schnenki ist weg. Ich versuche noch krass gegen zu färben. Ich mache aber ja, nee. Nicht so viel. Naja. Dann machst du nix. Dann machst du nothing. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist doch das Gute daran. Scheiße. Aber knapp wieder. Großmaul, ey. Nimm ich mein Bein wieder runter vom Schrank. Was? Oh, wie überzeugt das wieder. Verdammt. Oh, wir sind fast oben. Also overall haben wir auch gut performt. Ja, das war weiter fortsetzen? Ja, ne? Das war halt der Snanky, der da... Achso, ja. Ja, ich hab schon weiter gedrückt. Wieso muss einer raus? Ne. Nö. Wie sieht's denn mit meinem Power aus? Noch 2 Runden krieg ich die Erfahrung. Dein Power.
Ich glaube, nächste Runde ist mein Shirt voll, aber ich sag nochmal Bescheid. Ach so, ja, ich würde jetzt gucken, aber. Ja. Ich würde auch gerne gucken. Aber man sieht es nicht. Das ist so Müll. Das ist ja doof. Ich habe schon immer Panik, dass da die mal 10 auftaucht. Ja, ne? Obwohl unsere 10er-Bilanz gar nicht so schlecht ist, eigentlich. Also, ich glaube, eins mehr verloren, aber sonst absolut in Ordnung. Da habe ich schon schlechtere Splatfeste gehabt, was 10er-Kämpfe angeht. Oh ja. Aber so viele hatten wir auch noch in keinem, oder? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, das ist echt außerordentlich. Weil ja gut, ich denke die 10er haben sie wahrscheinlich ein bisschen erhöht, weil man ja diese Dinger sammeln muss. Ja. Ach so, oder diese kann. Festivals. Mhm. Da haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir die Nachrichten raus, damit nicht Tubal die ganze Zeit steht. Weil da ja eh ständig jemand anderes drin stehen würde. Oh, wieder mit einer mit einer Helden. Sind das dieselben? Gibt nur einen. Ist kein Schwapper, nee. Sehr schön, Meter. Okay. Sehr schön, Meter. Ja, das hast du geholt. Achso. Das hat mir geholfen, weil durch deine Explosion hatte ich endlich wieder Tinte, die ich mich auffüllen konnte. Automat. Oh shit. Ja, ich will auch Automat. Ah, scheiße, nur noch Fanta. Automat. Kein Fanta-Fan? Hier kommen zwei, hier kommen drei von rechts. Gibt besseres. Also ich find's okay. Aber. Oh, fuck. Einen habe ich gemacht, zwei stehen noch rechts. Rechts, jetzt noch rechts. Einer. Aber oben kommt auch einer. Der Bogen ist jetzt wieder in der Mitte. Der geht links runter. Ja, komme. So, was gut. Shit, ich habe den Bogen mitgemacht. Sehr der schön. Hat mich zwar auch, aber. Nee, der Schmein. Kleckser, der kam von hinten. Sorry, der hat ja. Oh, ich hab Dead. Nein, oh. Ich werfe diese Nate wie der Penis. Ich brauch mehr Tinte von mir. Pass auf, da spawnt einer. Immer diese Airhorns, ey. Oh, das fuck, ich dachte, das seid ihr. Ah, oh, safe. Wo willst du hin? Oh, Strahle. Strahlen, oh. Der Bogen war down, aber der andere daneben steht noch. Ach, ich hab ne. Ich kann mal hintergehen. Komm, Sekunde. Tinsuka ist noch da. Achtung, Tinsuka. Ihr dürft nicht sterben, also nur Vasco. Wow. Okay. Achso, nee, Lena war auch noch da. Sorry, das hab ich nicht gesehen. Ich hab nur. Rechts sind auch noch. Hier von rechts kommen wieder einige. Gegner rechts. Oh, Schwapper. Bogen down, ich gehe in deren Tor. Ich habe beide rechts, ihr müsst nur noch einen fertig. Ich zu wipert. Ich halte hier die Map. Du hast das gesehen, du warst doch tot. Ich war auf der Map. Zurück. Achso, ich hab's auf der Map gesehen. Um zu gucken, wo ich spawne. Ich hab die noch zurückgehalten in deren Spawn. Ach, das ist schön. Nice. Und habe ich gerade gesehen, dass da plötzlich drei X waren. Eins in unserer Farbe, zwei in deren Farbe. Wer war denn das in unserer? Linda schläft schon halb. Wie gut ist die Laune, wenn du weißt, dass du heute Abend nochmal weg musst? Das Schlimme ist, ich freue mich an sich auf den Abend, aber ich habe keinen Bock, mich dafür noch zu bewegen. Weil das Schlimme ist, ich freue mich auf den Abend. Was ist das für ein Satz? Naja, dass ich ja eigentlich freue auf den Abend, dass ich eigentlich auch Lust habe, dann die Leute dort zu sehen. Ich habe aber keine Lust, mich dafür dann in Bewegung zu setzen. Ja, okay. Kann ich nicht einfach fahren? Ich muss ja selber fahren. Die fahren ja alle nicht. Ich bin dann eher noch diejenige, die welche mit zurücknimmt. Oh, ich habe 11 Kills. 11? 11? So, nach der Runde ist mein Snack ausgelaufen. Falls sich dann nachher noch einer dran erinnern kann. Oh, ich hab. Also auf Beenden nach dem Match. Ja. Ja? Okay, gut. Auf Schmeenden. Oh je, Heisenberg.
Den hatte, also entweder heißen mehrere so, was gut, das gut sein könnte. Aber Heisenberg hatte ich schon mehrmals immer. Und wow, Heisenberg und Say My Name. Okay, die spielen definitiv zusammen. Das sollte man jetzt Breaking Bad kennen, wa? Ich ja. Kenn Breaking Bad. Das war halt nur leider keine gute Serie. Und du hast nicht auf Englisch geguckt. Also, daher. Aber Heisenberg kann ich dich beruhigen. Da heißt auch im Englischen Heisenberg. Aber ich kenne das Lied. Say my name, ja. Say my name. Ja, nee, das war aber nicht aus Breaking Bad. Ach so, okay. Ich dachte, das haben die mal gemacht, wenn die da die Drogen gemacht haben. Nein. Oh, scheiße. Aber so sind die Unterschiede. Du findest sie nicht gut. Ich gucke sie zum, weiß ich nicht, 10. Mal. Oder dafür mag ich Big Bang Theory. 10 vielleicht nicht. Die mag ich auch. Boah, ich bin genau in die Getränke gefallen. Das ist so geil. Big Bang Theory guck ich auf jeden Fall demnächst glaube ich auch nochmal durch. Ich guck's halt immer, wenn es so gut geht und sowas. Ich hab Heisenberg. Ich war noch bei The Office, weil ich finde, die haben viel zu viele Staffeln gemacht. Linda, also du blockst mich! Ich bin in der vorletzten und. Man läuft halt woanders hin. Kann ich nicht. In meine Richtung. Warum sind da so viele von denen? Oh Gott, der Krabbe. Ich mach die mal von hinten. Oh nein, sie hat sich entkrabisiert. Sie hat sich entkrabisiert. Sorry, ich hab mir jetzt gerade hier hingeworfen. Es war dumm, ich weiß, aber egal. Ja, ihr seid beide so weit vorne, da brauchst du mich nicht hinzuspringen. Ich hab gehört. Ja, wir brauchen hier ein bisschen Support. Ja, ich komme ja aus der Basis. Pass auf, Linda, links. Oh, der scheiß Roller denn her. Wenn ich Dota richtig verstanden hab, von links. Shit. Oh, ich hab ihn lassen. Vielleicht dumm. Überraschung, Roller! Ja, danke fürs Beschützen. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter wegstellen. Vasco wahrscheinlich. Was? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass gerade einer zu mir springt. Entschuldigung, das war mein Fail. Das steht auch auf Frage. Oh, das ist gut. Links ist die Krabbe. Ich habe keinen einzigen gekillt. Achtung, er hat sich wieder kravisiert. Oh. Dabei standen die so gut. Das ist schlecht, wenn ihr hier hinkommt. Das ist gerade nicht gut. Ich hab wieder davon abgesehen. Wo geht's lang? Das ist wieder unser Glück. Ich versuche. Roller links bei Dota. Oh. Ich komme nämlich nicht dran an den. Das ist ein Dönermann. Flexroller. Ein Dönermann? Flexroller, okay. Dönermann. Ich habe überlebt. Hey, wieso habe ich überlebt? Der Dönerroller. Okay, oh Gott. Wir hatten die doch eben am Sack. Ich wollte gerade sagen, das hatten wir so safe. Was ist passiert? Wir zu safe wahrscheinlich. Also ich konnte zum Beispiel nicht nachspringen, weil die so weit vorne waren. Oh je. Die haben uns gut zurückgedrängt. Zum ja. Beispiel. Hier, die Krabbe war, glaube ich, die hat sich immer da so buxiert, dass du nichts machen konntest. Gibt es die 3 Teamkämpfe noch oder haben sie die nie revidiert? Ja, die kommen ab 2 Uhr nachts. Genau, die kommen immer ab der Hälfte beim Zwischenstand. Und das Splatfest geht ja jetzt seit Samstag 2 Uhr morgens bis Montag 2 Uhr morgens. Deswegen ist dann jetzt um Sonntag 2 Uhr morgens die Hälfte und dann gibt es wieder die 3 Kämpfe. Ah, perfekt. Alle rausgehen, ne? Denk dran. Genau, alle rausgehen. Da kann ich nämlich auch mein Splatfest-Shirt lernen. Das ist nämlich gerade vorgeworden. Ja. Welch Zufall. Haben wir das eben vorhin alle zur gleichen Zeit vielleicht gerade gelehrt? Ja, aber Linda, ihr ist bestimmt früher voll, ne? Ja, die hat ja ein paar mehr. Meins ist, glaube ich, 2 Runden vorher, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, da ist es. Dan spielt Potion Permit. Bei mir steht nur Dan online. Okay. Da 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 da. So, ist wieder leer. Da will bestimmt die Deko-Frau noch was. Deko-Frau. Oh, gut, dass es das. Okay, was ist das denn für hässliches Zeug? Wieder ein scheiß Getränke-Coupon.
Achso, stimmt, die Hörner können wir ja auch nochmal. Gibt er mir wirklich nur Schrott? Wer holt jetzt eigentlich welchen Coupon? Ja, was für Coupons haben wir denn jetzt genau? Warte. Also ich könnte einmal doppeltes Geld für alle werfen. Okay. Neuer Titel. Ausgebaute Wesenheit. Mhm, danke. Ich könnte einmal, also ist das dann beides? Kommt das dann beides, wenn ich jetzt an für Erfahrung nehme? Genau. Das denke ich schon, weil das ist dann was Unterschiedliches. Dann nehme ich einen für die Erfahrung. Für die Erfahrung. Für die Erfahrung. Winkelmarker, ah ja, schöne Waffe. Schöne. Oh ja. War ein wunderschönes Level mit dem Winkelmarker. Ja, aber es wurde ja angezeigt, wo man hinschießen muss. Das war ja schon das. Aber es war nicht intuitiv. Also fand ich auch. Spielt sich wie Stadio betränken. Spielt ein Apotheker. Okay, sowas ist das. Was? Das, was Dan spielt. Potion Pyramid. Spielt sich wie Stadio mit Tränken. Ich habe Stadio zwar nie gespielt, aber ich weiß, dass Stadio das hier ist mit den Feldern und so weiter da. So wie Harvest Moon. Mhm. Genau, ja. Raum wirst du übrigens auf. Jo. Da ist der ultimative Lindor. Die. Ist aber auch schon seit ein paar Wochen. Ja, ist mir nicht aufgefallen bis jetzt. Ist auch nicht schlimm. Oh, Splatana. Mutig. Ja. Uff. Aber vielleicht nur für eine Runde, weil dann ist. Dann habe ich die erste Stufe voll und ich sammle momentan Arti-Gutscheine. Die mache ich dann eher offline wieder weiter. Ich habe gestern eine Waffe gespielt, dachte, ja, die kannst du auch auf Stufe 1 machen, nach dem ersten Match. Ah, nee. Nee, doch nicht. Nee. Gar keine. Nee, also so Splatling oder so habe ich da auch dann keinen Bock eigentlich so. Das mache ich vielleicht mal irgendwann noch, wenn ich unbedingt Arti-Gutscheine brauche. Nee, die machst du irgendwann automatisch, wenn es Waffenwagen gibt. So. So musst du das sehen. Die gibt's nicht mehr. Die sind... Ich habe mir überlegt, ob ich die Waffenwahlen... Wir sind hier nicht mehr demokratisch, Waffenwahlen sind abgeschafft. Ob ich die heute nur für Vasco einstelle, weil der ja so viel gespielt hat. Und da entsprechend ja mehr so Waffen viel hat. Gespielt. Ich weiß nicht, wer die meisten Stunden von uns jetzt schon in Splatoon 3 hat. Du. Ich habe wahrscheinlich mehr wie du, Meter, das stimmt. Als du, ja. Mehr als wie du. Dankeschön. Nein. Dankeschön. Also wenn wir den Chat mit einbeziehen, dann ist natürlich Tubal vorne, schätze ich. Ich habe ja Tubal, ich glaube nur 60 Stunden. Wizard hatte 80 Stunden. Nur. Nur. Das Spiel ist draußen. Kalter war auch 80. Linda kann ich nicht sehen. Die hat wahrscheinlich dann 100. Aus gutem Grund das Ganze ausgeschaltet. Genau. Kann man ja mal gucken. Ich muss dann ja eh gleich abhauen. Daneben, ja. Alter, okay, da ist einer Richtung unserer Base. Mit der Heldenwaffe. Ja. Aber Tuba hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass sein Leben endet mit Splatoon, ne? Heldenwaffen, du down bei uns? Ich wette, Tuba trägt auch immer so eine Inkling-Mütze beim Spielen. Oder Octolink. Je nach Fetisch halt, ne? Knalli ist 45. Das ist auch schon ordentlich. Zwei Daumen. Ich stempel doch. Danke, Linda. Oh, sehr schön. Oh, scheiße. Alter, die drehen sich ja komplett, die Dinger. Du kannst ja springen. Ich dachte, die gehen immer nur nach vorne. Nee. Die Dinger springen manchmal mit. Ja, dann springst du wieder zurück. Oh, das ist schlecht. Pass auf, Linda. Du kannst ja den Dash-Spring machen. Dann hast du ja wieder so ein bisschen Stärke. Ich hab ihn gekriegt mit der Bombe für den Shoot. Kommen die auch noch runter? Oh, sie kommen gerade alle. Oh, von rechts. Das ist schlecht. Dota, rette mich. So, was gut, er steht da. Der Pinsel links ist, ja, bin dran. Ich gehe von der anderen Seite. Yes. Hast du? Ja. Hab ihn. Versteck dich halt in deinem Schutzschild. Sehr schön, was gut. Ich halte den. Oh, geh mal durch. Ich hab zwei. Ich hab zwar keinen einzigen erledigt, aber ich hab ein bisschen was angefangen. Ich hab noch einen, noch zwei. Hab einen erledigt oben bei der Base.
Okay, ja, dann lebst du noch einer nicht mehr lange. Aber ich glaube, die kommen alle wieder. Ja, die sind alle tot. Also, ey. Wer schreit? Das war gerade gesagt, immer lauter geworden. Ja, weil man überhören. Ich will gehört werden. Oh, da ist ein Automat. Die kommen wieder als Team, wir müssen sie auseinandernehmen. Oh nein. Lasst mich zu meinem Getränk. Der ist weg. Der ist weg. Den nehme ich. Oh, nee, Strahlen. Den habe ich. Oh, schlecht. Den hast du. Ich mach das Schutzschild auch direkt mit weg, damit kein anderer reingeht. Rechts ist auch ein Pinsel. Habe ich. Ach, fuck, der hat hier angefangen zu saugen. Okay. Ich hasse diese Waffe. Ich komme selbst gar nicht. Der will durch. Der will ein wenig. Haben wir gebremst, Dankeschön, sehr schön. Meter. Oh, hinter mir. Ah. Verdammt. Ich will noch ein Getränk, bevor es endet. Ich will noch ein Getränk. Oh, Scheiße. Tja. Ich glaube, das haben wir. Vasco, was sagst du? Ja, ja. Natürlich. Oh nein, der Chicken Dance. Ach, Xeria. Wieso bist du eigentlich noch da? Der kommt nochmal rein, sagt Hallo und geht. Ach, der vielleicht, Chicken. Vielleicht ein Bot, der automatisch den Chicken Dance. Na, ist ein Ex-Kollege für mich, kenne ihn da so. Das, er ist halt nicht so der lange Zuschauer. Schon in Ordnung. Das wird jetzt meine letzte Runde leider. Ich bin wieder da. Ja, das könnten wir aber schaffen, wenn wir gewinnen auf die Stufe. Aber dann müssen wir jetzt gewinnen. Also das heißt, wenn wir ultimativ sind, müssen wir nicht mehr weitermachen, oder wie? Nö, das wäre so. Das ist so das Ziel des Splatfest-Streams, genau. Also danach kommt nur noch ultimativ plus 1. Genau. Tubal dann plus 50 am Schluss. Und so langsam kommt auch die geplante Dönerzeit von Dota näher. Du bist Tzatziki-Mann, ne? Oh, Tzatziki ist so geil. Alter, ihr seid so krank, ne? Da hat wieder einer dieses seltene Banner-Teil. Willst du das haben? Ja. Du kriegst das an einem Automaten, musst einfach ziehen. Ja, ich krieg ja nur Scheiße. Ich hab heute nur zwei Waffen gespielt, fällt man so auf. Ich überlege gerade, ob ich jetzt zum ersten Mal eine Schießwaffe spiele. Eine Schießwaffe? Ja. Also ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, ob ich heute eine Schießwaffe hatte. Holy, irgendeiner hat so einen Granatenwerfer oder sowas. Da. Nee, die Krabbe kann das. Die kann ja. Die hat ja zwei Schussarten. Ach so, okay. Ah, ich muss hier weg, das überlebe ich nicht. Krabbe. Das ist mir zu anstrengend. Denke ich mir auf Arbeit auch immer. Same. Einer ist down in der Mitte und ein anderer steht da noch. Der hat so Instagram-Granaten, glaube ich. Instagram? Oh. Instagram-Granaten. Instagram-Granaten. Da gibt's so einige Granaten. Okay, verstehe ich nicht. Beach, stirb. Monster, ich wünsche euch ein. Ja, lasst euch schmecken. Oh mein Gott, die Wand fliegt. Ich will schon. Schön, dass du da warst. Durch einen Kreativität vorbei. Holy fuck. Ja. Oh, ich komm zu mir auf der anderen Seite da, mein Freund. Ich stehe hier. Ich komm nicht an gegen die Leute. Das ist so nervtötend. Wo ist der jetzt hin? Du bist immer noch da oben. Achso, nee. So, jetzt hab ich das weggepinselt. Den suche ich die ganze Zeit. Oh, fuck. Achtung, hinter dir, Mädel. Hab schon. Jetzt nicht mehr. Oh, Automat. Ich komme. Ich will auch was abhaben. Ich sterbe, aber ich nehme nur noch ein Getränk. Fick, Äffchen ist wieder da. Wer zu mir springt, beide, dann ob 8. Ob 8? Oh, jetzt ja, besser als ob 9. Oh, der ist wieder zurückgeschwommen, der Arsch. Oh, Autostandby, das ist aber nicht gut.
Finden Sie es nicht gut? Ich spring zu Dota. Dota sieht safe aus. Aber dann weiß man ja immer, wie lange man schon spielt. Also das, wenn man weiß, wie man den Autos gerne Autos angestellt hat. Ja, ich glaube 4 Stunden. Oh. Ganz ach, genau. Oh, die Mitte ist scheiße, da sind 3 Stück. Ja. Die kamen aus jeder Tür, Alter. Rubnicke. Nimm da vor dir. Oh Leute, der ist tot. Oh je. Oh je. Dead. He also dead. Oh, Krabbe. Ich versuche ein bisschen was zu machen. Ich hab Krabbe getötet. Jetzt entweder euch, ich bin sofort down, eins von beiden. Ich hab auch Leer. Ich bin sofort down. Ich muss hoch, shit. ich muss hoch. Ich hab ihn aber mitgenommen. Knapp hab ich noch? Nein. Ich konnte ja nicht mehr, ich, der Weg vielleicht, hoch war soweit. Vielleicht, vielleicht knapp. Ah, das haben wir. Sehr geil. Jo. Ja, was? Oh, genau 50%. Ja, wir wollten ja nice die Hälfte haben, haben wir auch gesagt. Korrekt. Was ist Linda eigentlich? Heiliges Plankton, okay. Oh, Besserwisser, ja. Krieger der Legende, okay. Was konnte ich nicht mehr lesen? Was guckst du irgendwas? Ich bin ein bepelztes Sushi. Ein bepelztes Sushi? War ekelhaft, Alter. Hat ein bisschen lang da gelegen. War bis jetzt das Lustigste, was ich zusammenstellen konnte. Na, riech doch mal da dran, statt am Gehacktes. Oh je, oh je. Okay, wir haben es geschafft. Ultimativ. Wenn Nintendo so Sachen zur Verfügung stellt. Yay. Das ist wie damals mit den Stempeln dann. Ich bin auch mal. Ah, das war eine schöne Runde mit euch. Ich guck mal, ob ich noch was ziehe. Es hat Spaß gemacht, ja. Ich muss tatsächlich noch wieder auf Toilette. Das passt eigentlich. Ah, ich habe auch noch so ein Hörnchen. Ab geht's. Sprungboden. Ich krieg wieder mal einen scheiß Coupon. Ich krieg nur Coupons. Ich krieg nichts an. Oh, das regt mich so auf. Merkt man gar nicht. Andere ziehen da so geil. Scheiße. Ich immer nur. Du hast ein Getränke-Coupon erhalten. Du hast ein Snack-Coupon erhalten. Bei mir sind Splash-Tags. Nachbarschaftliches Salmonidenleben. Wow. Alter. Was? Warum? Hätte ich lieber gekriegt als so scheiß Sushi. Jetzt könnte ich ein nachbarschaftliches Sushi werden. Ist das besser wie du? Okay. Ich habe keine Kapsel. Ich habe keine Kapsel. Ich habe aber Geld. Und ich brauche eigentlich kein Geld. Ich hab noch 350.000. Ich weiß halt nicht, Sätze, wofür. Sätze, die ich selten sage? Ja. Was? Außerhalb des Spiels ist das auch selten bei mir. Dass man ja Geld, aber Geld. Du brauchst Geld, du musst Klamotten kaufen. Das interessiert. Ja. Ja, keine Ahnung. Das interessiert mich nicht. Die, auch die Deko-Sachen sind ja einfach. Aber dein Spind. Die Deko-Sachen sind wirklich Müll. Ich stand Stunden vor meiner Spind-Designer-Karriere. Und ich hab nur Hass. Ich kann da mal gerade gucken gehen hier. Ich hab den außerdem gelb gemacht, mit einem blauen Fisch dran. Und hab da auch einen Fisch reingemacht. Also ein Tintenfisch. Finde ich gut. Ja, ich würde sagen, es war toll. Es war schön mit euch. Wir hatten gute und schlechte Runden, aber viele Zehnerkämpfe. Und ich fand's schön. Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Hatten auch manchmal gute Absprachen. Manchmal, ja. Nur aber manchmal. Es hat doch ganz gut funktioniert. Ja. Ich würde sagen, erholt euch gut, habt ein leckeres Essen und alle anderen Leute auch. Genießt den Abend. Vielleicht sehe ich ja was mit Mario Kart, aber eigentlich. Ja, nee, also ich glaube nicht. Eigentlich auch keine Lust, muss ich sagen. Vielleicht ein andermal. Na gut. Ja, nee. Wie Dota sagen würde. Baba. Baba. Schönen Abend. Tschüss.